Basti Masti, am Rede. Live. Dr. Farmaus. Rundfunk 17. Rundfunk 17. Und hier sind die Weltstars Basti Masti und Anredo. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Rundfunk 17, die Jubiläumsfolge 251 ist es heute. Liebe Grüße, einmal liebe Grüße an die 251. Folge, aber das ist natürlich alles ein großer Fake. Das hier ist die große Jubiläumsfolge. Wir freuen uns alle riesig auf diesen sogenannten Livestream. Seit Ewigkeiten gab es keinen Livestream mehr. Und das ist natürlich fantastisch, dass wir jetzt hier mal wieder live in unserem Airbnb zusammenkommen. Na, wie findet ihr uns? Wie geht's euch? Uns geht's super. Wir freuen uns riesig auf die nächsten 7,5 Stunden Rundfunk 17. Neues. Ihr könnt dabei sein heute live, indem ihr twittert. Wo ist das hier? Ne? Hier tauchen eure Tweets auf. Hashtag Rundfunk 17 twittert mit, feiert mit 250 Jahre Rundfunk 17. Wir möchten heute eine Menge besprechen. Wenn ihr uns gerade nur hört, dann habt ihr entweder was falsch gemacht, vielleicht haben wir auch was falsch gemacht, oder ihr hört uns gerade nach, dann checkt mal bei YouTube die Folge, denn diese Folge existiert mit Bild. Die Bild-Zeitung ist heute dabei. Und wir streamen mit Bild. Also ihr könnt uns auch sehen, wenn alles gut läuft. Ihr könnt auch aktiv in den sogenannten YouTube-Kommentaren sein. Du machst YouTube, ich mach Twitter. Ich habe YouTube mit im Blick, da schreibt schon jemand sexy. Das ist natürlich genau der richtige, genau das, was wir auch hier sehen. Fantastisch, silberne Hochzeit. Ich freue mich sehr, dass ihr alle am Start seid. Silberne Hochzeit, zehnfache Silber. Was heißt denn Silber? Ich habe letztens im Dschungelcamp war ja auch die sogenannte Knoblauch-Hochzeit. Wusstest du das? Was das bedeuten tut? Noch nie gehört. Ich finde das auch alles fragwürdig. Ich kenne mich eigentlich mit diesen Hochzeitsjubilarien, Jubiläende ganz gut aus. Jubiläende, Klammern MWD, wir gendern jetzt. Im Ländlichen wird viel silberne Hochzeit gefeiert und auch noch goldene. Ich war auch schon mal auf einer goldenen eingeladen. Echt? Von wem? Goldene, wie viele Jahre sind die goldene Hochzeit? Mit dem Fingerzeig. Nee, so macht man das, habe ich gehört. Ne? Habe ich gesehen im zweiten deutschen Fernsehen. Grüße an das ZDF an dieser Stelle. Konkurrenz von uns. Goldene Hochzeit, nach wie vielen Jahren? Ich sag 25. 15? Regie? 10? Weiß das jemand von euch? Weiß keiner? Mach mal Hände hoch, was sagt ihr? Das ist der Mittelfinger. Die goldene Hochzeit sind 50 Jahre. Die silberne sind 25. Und um 50, woher weißt du sowas? Weil ich auf einer goldenen Hochzeit eingeladen von war. Von wem? Sag die Namen. Die sind beide tot mittlerweile. Oh Gott, im Namen des Vaters und des Sohnes. 50 Jahre muss man verheiratet sein. Und das geht eigentlich auch nur, wenn man recht früh heiratet. Also wenn man da nicht mit 20 dabei ist, dann wird's eng. Bei Twitter ist schon eine Menge los. Grade, was geht denn hier ab bei Twitter, Leute? Endlich kann ich mal dieses Tablet benutzen, was ich mir für sehr viel Geld gekauft habe. Unendlich peinlich, was du da in der Hand hast. Hier, guckt euch das mal an. Kann man das mal sehen? Das ist ja wirklich hier mit dieser Tastatur. Er hat hier sogar so ein Die Tastatur war teurer als die Nintendo Switch. Zwetschge. Also, bei Twitter ist die Hölle los, ne? Wer ist denn alles am Start? Oh Gott, Larry ist dabei. Larry ist bei YouTube und bei Twitter Saft. Dabei. Eben Trichter ist dabei, Mirko ist dabei, Nils, Lea, Rob the Bob natürlich. Naschkatze freut sich, dass wir Tweet-Einblendungen haben. Haben wir, glaube ich, seit unserem ersten Stream. Ja, genau, das war schon immer sogenanntes Konzept hier unseres Lifestyle-Podcasts. Und Annika, liebe Grüße, schreibt, noch nie hatte ich so FOMO. Annika ist ja eine unserer treuesten Hörerinnen und hat sich heute leider dafür entschieden, und das finde ich skandalös, ich glaube, die ist auch in Köln, zu einem Jan Böhmermann-Konzert zu gehen. Das ist halt einfach peinlich, ne? Ich habe auch versucht, ich habe mit der hast du privat eine Woche geschrieben. Muss das sein? Wie bist du reingegangen? Muss das sein? Nein, das bitte noch ich mal dachte, dass das hier? Klar ist, als sie gesagt hat, ich habe Tickets. Ich dachte, das wäre auch ein Gag eigentlich. Ich dachte auch, dass sie loswerden will. Die verschenkt das einfach. Mhm. Wir hätten ja auch dann unsere sogenannte drei Leute zuschauende Reichweite genutzt, um dann halt auch darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hier gibt's das auch noch, hier diese Tickets und sowas. Aber ich finde das auch, ist ein handfester Skandal. Ja, und hier, Annika hat auch, ich glaube, Janina von Patreon und Larissa mit auf diesem Konzert. Das kotzt mich ohne Scheiße. Die Zahlen brechen ein. Rob the Bob und der andere da. Auf jeden Fall, der andere da, namentlich Larry, ist auch in den YouTube-Kommentaren am Start. Robert auch, Lindus, Rappenburgus, Veris, Robert, Annabelle. Die kenne ich alle gar nicht. Hören die sonst zu, oder was? Raffaela. Wieso schreibt ihr sonst nichts, Leute? Also ich kenne manche dabei aus dem sogenannten Twitch-Chat von damals 2020, als ich in der Pandemie in Kurzarbeit als war. Als du diese Technik gekauft hast und einmal gestreamt hast. Ja, genau das. Aber schön. Freut mich riesig. Ich freue mich riesig, dass
Ich freue mich. Guck mal hier, Bastis neue Damenfrisur ist unfassbar schön und jugendlich. Ich lieb's ja. Dankeschön. Ey, Leute, ich finde das auch, ich sehe ein bisschen aus. Oh, danke sehr, das ist sehr, sehr freundlich. Ich sehe ein bisschen aus wie so eine Karikatur, habe ich das Gefühl. Mhm, aber ich finde, das steht ja. Also, wenn jemand den Fukuhila 2023 tragen kann, dann du. Ich finde, das sieht super aus. Larry schreibt, was ist das für eine Rentner-Couch? Ja, da musst du dich rechtfertigen hier im Airbnb. Du hast es ja ausgesucht. Ich habe das Airbnb hier gewählt. Ich finde das sehr bequem. Aber Basti, anderes Thema. Ich kriege langsam Hunger. Man merkt schon, wir haben uns hier ein bisschen ausgestattet. Das sieht aber allerlei. Durch die Kameraqualität sieht das aus, als ob da so ein orangener Schlotz liegt. Aber das es sind ist Chips. Ein orangener Schlotz. Also von den Nährwerten her nicht viel besser. Was hältst du davon? Ich weiß ja nicht, ob das zeitlich noch drin ist. Im Zweifel halt nicht. Aber ich würde gerne Essen bestellen. Worauf hast du Bock? Ich habe gerade einen klebrigen Arsch im Mund. Was sagt denn die Community? Habt ihr eine Idee, was wir bestellen können? Das sollte nicht zu lange dauern. Das muss vegan sein. Ja, gib mal ein bisschen Vorschläge. Wir wissen noch nicht ganz genau. Wir machen ja gerade so ein bisschen Warm-up zum sogenannten Jewcamp. Das Warm-up vor dem Warm-up. Heute geht ja 22:15 Uhr geht ja das sogenannte Dschungelcamp heute weiter. Heute fliegt die zweite Person raus. Letztes Mal ist ja Verena rausgeflogen. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen gleich. Wir haben ja aber auch etlich lang Zeit. Also wirklich, man kann ganz entspannt über alles Mögliche reden. Wie ist eigentlich der Sound? Das weiß keiner so richtig, ja. Wie bei jedem Rundfunk 17 Livestream ändern wir jedes Mal komplett das Setup. Von iPhones, die wir verbunden haben, über Webcams, über feste Kameras. Jetzt neue Mikrofone. Genau, also wir haben hier alles dabei, deswegen gebt uns gerne Feedback. Und Geld über Patreon. Wir werden das dann natürlich komplett ignorieren. Auf Patreon gibt es bald einen sogenannten Soundcheck. Genau. Wir haben eben einen Soundcheck gemacht, liebe Leute. Sound ist gut, sagt die Regie. Guck mal, ich habe hier sowas gefunden. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber die haben vegan. Das ist so klebrig im Mund, Alter. Das ist geil, ne? Ein bisschen wie Wix. Ich habe hier was gefunden, die haben vegan im Namen. Ich denke, da könnte einiges vegan sein. Vielleicht finden wir da was. Paket. Oder was würdet ihr Paket, denn sagen? Ein Kilo Chiköfte hätte ich schon mal. Ich hätte schon was. Ein Kilo Sushi ist vegan. Anredo, wann bist du endlich in der Stunde danach? Ja, die haben mich Good nicht gefragt. Old Pizza. Ich weiß auch nicht, warum. Das sind Arschlöcher, aber die Stunde davor. Ich glaube, ich war zu teuer. Meinst du? Wie viel hast du genommen? Erzähl ich nicht. Aber ich glaube, die haben Gina Lisa nicht eingeladen, weil sonst wäre die ja längst mal da gewesen. Gestern waren nur zwei. Ich war ja gestern auch da, in der Viertelstunde davor. Und in der Stunde danach waren mysteriöserweise nur zwei Personen. Und Gina Lisa hat in ihrer Story gepostet, dass sie bei RTL ist. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorien streuen, aber wieso ist sie bei RTL? Und abends sind auf einmal nur zwei statt drei Leute in dieser Show. Wer weiß, ob sich da jemand im Vorfeld schon mal wieder, ne? Hier, den hier. Weiß ich nicht. Also das ist schon eine crazy Verschwörungstheorie. Das muss man schon an dieser Stelle sagen. Ich kaue zu laut, muss ich hier kauen mit dem... Kau mal da rein. Guck mal, findest du hier schon die mal? Finden das ja geil, so ASMR. Was sagt denn Twitter? Wo sollen wir denn bestellen? Also ich habe hier Vorschläge. Sushi, Good Old Pizza, Falafel, Brotzeit. Ich habe das letztens... Ich war letztens in so einem... bayerischen Hotel oder sowas, aber das war nicht in Bayern. Und da war alles so bayerisch-themed mit diesem Blau-Weiß, Markus Söder und sowas. Und da gab es auch Brotzeit. Und ich weiß ehrlich nicht genau, was das bedeutet, wenn man Brotzeit macht. Kann das vielleicht irgendjemand aus Bayern erklären? Ihr seid doch auch alle aus Bayern oder sowas. Herr, aber Brot, der Republik. Keine Ahnung. Da ist die Kamera. Ich komme mit den Kameras nicht klar. Brotzeit? Das ist doch gar nicht meine. Das ist doch eigentlich Bastis. Hier, ja, das ist meine. Also hier, jetzt bist du. Ja, oh, das ist aber vorteilhaft. Ist das gut so? Ja, genau, das sieht super aus. Brotzeit ist ganz einfach. Brotzeit ist, wenn du einfach ein gutes, altes, sogenanntes Brot hier schmierst. Das stimmt doch gar nicht. Könnt ihr das mal bitte mit sogenanntem Schmalz drauf? Und dann so Zwiebeln. Nein, du kannst da alles drauf machen. Was kann man da zum Beispiel? Sag mal drei Sachen. Du kannst Brot machen warm, du kannst Brot machen kalt. Käse, in Klammern vegan auch möglich. Wurst, in Klammern vegan auch möglich. Und Marmelade, in Klammern auch vegan. Du isst ja immer Abendbrot, ne? Ist das jetzt nicht komisch, dass wir jetzt am Abend für dich bestellen? Ich würde mir auch lieber so ein hartes Brot reindrücken, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob das kommt. Was machst du dir da immer so drauf? Butter? Gute Butter? Oder? Alles. Alles, ja, immer alles. Margarine? Auch Nudeln? Da kommt Nudeln auf das Brot, das ist eine Spezialität. Guck mal, hier Brotzeit, gibt es Falafel. Brotzeit ist doch wie Abendbrot, nur halt nicht am Abend. Ich hab was. Falafelteller. Fünf Falafel. Was ist ein Lavaschbrot? Was ist Lavasch? Das sicher, dass das so mich heißt? An, da wäre ich dabei. Da steht doch nicht Lavasch. Lavasch. L-A-V-A. Also wie Laugh und dann Ash Ketchum. Lavas.
Labersbrot. Labersbrot. Ich glaube, ich würde das nehmen. Was laberst du? Ich würde das nehmen. Was ist das? Ist das ein Teller oder ist das ein... Das ist ein Teller. Kann man das gut in der Kamera essen oder ist das am Ende unvorteilhaft? Oh, das wird richtig unvorteilhaft. Dann nehme ich das. Dann hier wie so Tiere. Wie, fuck, ich weiß aber schon perfekt, wie ich liege. Pass auf, genau so liege ich dann. 10 Euro. Wie David Hasselhoff. Geht auf mich, such dir was aus. Aber bitte nicht diese Kiloportion, die nicht. Ich guck mal ganz kurz, was haben wir denn hier? Falafel, Teller, Falafel. Wir haben fast was gemacht. Schau ich mal, was Labersbrot hier abgeht. Oh, Hummus. Sehr schön. Sehr hat Anredo Lippenstift drauf. Was? Ich sehe doch pervers aus, so, oder? Ein bisschen. Aber das ist auch, und Mirko sieht natürlich Mr. Worldwide. Laura schlägt vor McDonald's. Oh ja, aber das ist nicht schön. McDonald's hat ja leider jetzt, wenn es ums Thema vegan geht, und das müssen wir ja hier heute Abend auch eingehen, nur einen einzigen Burger. Müssen wir. Ja, das ist natürlich eine krasse Dings hier, ne? Bums. Der Unterschied zwischen vegetarisch und vegan, das wird Tessa Bergmeier wissen, der ist schon sehr groß, auch beim Essen bestellen. Ja, also der größte, also ja, das ist wirklich... Man glaubt gar nicht, wie viele Dinge mit so mit geiler Eutermilch vollgesetzt ist. Der ist auch geil. Oh nein, oh Gott, dieser Screenshot. Der Tweet von Katharina. Ach, Katharina, genau, bitte löschen, bitte ein Vorteil. Mach dann nochmal, aber bitte ein vorteilhafteres Bild nehmen, falls es möglich ist. Es wird halt schwierig. Lady aber Jane schlägt vor, Basti kann sich ja Brot mit sogenannter veganen Butter bestellen tun. Oh, ja, aber dann werde ich wieder fett. Max noch sagt fetter. Brot und vegane Mayo. Ich finde, das ist ein guter Nachtisch. Mayonnaise finde ich, oh, ich liebe Mayonnaise. Und ich würde sehr, sehr gerne mal das Mayonnaise Tasting machen in so einem Livestream. Kimi hat mich natürlich jetzt wieder enttarnt. Sie hat geschrieben, so wie Anredo da gerade lag, das hat ihn offiziell in den 30er-Club integriert. Oh nein. Oh. Hä, aber die Arme waren gar nicht verschränkt. Wollen wir wirklich über jetzt deine... Warte mal ganz kurz, wenn du da so liest, ne? Mal ganz kurz so. Genau. Ich bin übrigens Barbara Salisch, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt musst du so ein bisschen offensiver scrollen. Ich kann das aber so schlechter lesen, ne? Also ich bin ja kurzsichtig, das heißt, ich muss so machen. Das ja, genau, aber das musst du ja so machen. So liest man doch. Pass auf, guck mal, komm, gib mal her, junger Mann. Weitsichtige machen das, damit sie dann besser in der Zeig dir das jetzt, guck mal ganz, ganz genau hin, wie man das macht. So, also pass auf. Oh, Junge, ey, du siehst ja gar nichts. So. Wo ist denn die Lederhülle? Wo ist der Merger? Wo ist Virtual Reality? Wo sind die VR-Brille? Ah ja. Und, pass auf, die wichtigste Frage ist, du musst mir jetzt so ein Meme zeigen. Zeig mir mal ein Meme hier am Handy. Wir memen das jetzt mal, wir spielen das mal nach. Zeig mal ein Meme, zeig mal so einen Ich sehe hier gar nichts mehr. Zeig mal einen lustigen Clip. Ich sehe nichts. Gib doch jetzt an. Krieg das nicht ausbalanciert. Sag mal, sind wir auf dem Schiff hier oder was? Zeig mal einen lustigen Clip. Der ist doch hier das Tablett kaputt. Das Samsung Galaxy. Zeig mir mal einen, also symbolisch. Wir müssen ich möchte jetzt schon nichts zeigen. Clip. Ich habe doch hier meinen, guck mal, hier ist doch schon was drin. Achtung. Guck mal, machen wir keinen... Das reicht jetzt! Oh. Geh weg und lass mich in Ruhe! Ah ja. Alles gut. Du gehst einfach von meinem Bett. Ach, warte, warte. Das reicht ja, Ruhe, alles gut. Nochmal. Kannst du das noch? Wie geht das? Nee, gib nochmal. Wie geht das? Gib nochmal, bitte. Ah ja. Ach nee, jetzt bist du im Ordner. Warte. Nicht warte, ins Internet. Jetzt ist der Ton aber aus. Ah, bist du das? Bist du das? Wer ist das? Woher kennst du den? Kennst du den? Sag es deine Eltern. Ja, das sagen die. Schickst ein Meme von ja, irgendeinem Kind, von einem Kind auf dem Rücksitz in den USA. Wer ist das Mädchen? Ich find's geil, wie die das Konzept Internet einfach wirklich von Grund auf nicht verstehen. Hast du jetzt was in den Warenkorb gemacht? Ich habe auch so einen Falafelteller da reingemacht. Ich habe mir gar nicht so viel Mühe gemacht. 21,88 Euro. Die spinnen ja wohl. Das ist wirklich, das ist ein Preis. Ich gebe das mal weiter. Ja, und hier, guck mal, das ist ja das Krasseste. Man kann uns ja hören, obwohl wir hier hinten die Sahne Kannst du die Getränke mal reingeben? Weil dann machen wir gleich hier den nächsten Programm. Ich würde gerne was trinken. Guck mal, junger Mann. Hier, schau mal. Ihr wisst ja, was Basti Magen tut. Und was magen wir? Guck mal, Leute, es ist ein sogenanntes Rätsel, was wir heute trinken. Was haben wir hier? Zeig das mal in die Kamera. Chips. Sieht genauso aus wie sonst auch. So, guck mal, da haben wir Orange. Was haben wir hier? Das Bild vervollständigt sich. Was haben wir hier? Die große Dschungelprüfung. So, guck mal hier. Und jetzt dürfen wir den sogenannten... Jetzt wisst ihr auch schon, was passiert. Es fehlt noch Mineralwasser. Genau das. Aperol. Gute Laune. Oh, geil. Das Mineralwasser. Was ist Mineralwasser, Mann? Hier das? Ich brauche aber nochmal Hilfe von der Community. Ist das der Bottich? Oder was ist das? Ja, kannst du auch. Warum brauchen wir Mineralwasser dafür? Also doch, in den ganzen Hey, natürlich kommt da Mineralwasser. Jetzt ist der Tisch hier komplett voll. Das iPad war ein Fehlkauf. Ja, aber ich sehe vielleicht könnt ihr nochmal schauen, liebe Community. Wo ist die Klapphülle, fragt jemand. Was kommt denn in einen Aperol-Spritz rein? Lass mich noch mal... Willst du das jetzt... Oh, nee, bitte versuch nicht zu googeln. Wie Anredo da die Tweets liest, gibt mir Hochbett-Vibes. Kannst du noch mal so googeln? So? Und jetzt google mal ganz intensiv. Was ist los? Fertig. Ach so. Ich sag dir doch jetzt die PIN hier nicht, Sammer. Jetzt komm, gib mal her.
Dr. Farmers will das. Ich kenne die außerdem gar nicht. Mal hier rein und das geht hier mit meinem Gesicht. Dein Prachtkörper. Nimm doch nicht. Sag mal, sicher, dass das dein Handy ist? Eieiei. Wie ist. Hier, gib mal bitte Feedback. Ja. Läuft das hier alles? Ja. Melina Biancara. Weiß nicht, ob es hundertprozentig vegan ist, aber denke mal, zur Not gehen auch Popel. Aperol-Spritz-Rezept. Oh, Leute. Oder weiß ja, bitte Mayonnaise-Tasting machen. War kurz weg, was passiert hier? Hat das jemand bei Twitter, das Rezept, was da reinkommt? Hat das jemand? Aperoli. Liebe Grüße nach Wien an dieser Stelle. Jeder rund 15 Hörer, bitte. Warum werden die ganze Zeit Screenshots von mir überall öffentlich im Internet dargestellt? Ich finde das also alles. Also Katharina schreibt, ich bedanke mich übrigens sehr für die subtile und unauffällige Werbeplatzierung von Andredos Kartenspiel. Keine Ahnung, was sie damit meint. Ich weiß auch nicht, was ist denn damit? Also ich finde das hier ist schon fast prominenter platziert. Rezept, das klassische Rezept. Das lecker. Lecker.de. Ja. Möchtest du einmal mixen? Sollen wir mal lecker. Ich hoffe, wir haben alles da. Ich bin schon da. Ein Glas, also eine Bio-Orange. Ja, eine genau, Orange, die haben eine wir. Scheibe, komm, würde ich sagen. Nee, wir machen eine Orange. Orange heiß waschen und in Scheiben schneiden. Heiß waschen, was für heiß waschen? Habe ich kalt jetzt gewaschen. Dann können wir, dann geht das nicht. Das so kann ich nicht arbeiten, nee. So, Melina, es stimmt nämlich doch, Mineralwasser. Was sagst du jetzt, hä? Die hatte gar keine Ahnung. Ja, die ist, ach, die will sich nur wichtig tun. Also, einmal haben wir das Rezept hier. Dass das alle wissen. Und da möchte ich bitte einmal jetzt die Produkte sehen. Also gut, halt mal so ein Glas hoch. Wir zeigen das jetzt mal hier. Guck mal, da haben wir sogar ein Tutorial. Lässt du das über dieses Galaxy-Tab laufen, knall ich dir eine heute Abend in diesem Stream. Ja, machst ja. du? Ja. Aber das kommt ja gut an, da kann man ein Gift draus bauen. So, guck mal hier, Galaxy-Tab. So, und dann kommt... Dann Sekunde, kommt das, ich... Ja, achso. Es geht immer nur um dich, Anredo-Show. Machen wir das in die Anredo, Kamera. Anredo. Sonst gibt es hier niemanden, ne? Dein Sidekick. So. Guck mal, dafür haben wir drei Kameras. Schön, genau, alles sowas. Viel zu hell, freut mich. So. Nee, lass mich das bitte so okay. halten, das ist nicht ganz angenehm. Ein Esslöffel Mineralwasser, dafür ist der Esslöffel Sekunde. Moment. Ach, wie geht denn das? Ach, das Wasser. Sehr bequem, oder? Ein Esslöffel. Jetzt ist das Handy schon wieder gesperrt. Hältst du es an mein Gesicht, Dr. Farmaus? Willst du das? Hältst du es an mein Gesicht ganz kurz? Wie macht man denn so einen Esslöffel? Ja, guck mal, hat doch geklappt. Mit Brille geht das. Oh Gott, das schwappt doch jetzt schon hier. Esslöffel, guck mal hier. Ist es angenehm für dich so zu halten? Ja. Oh, guck mal hier. So, also der macht den Unterschied. Also wenn das nicht den Unterschied macht, dann weiß ich auch nicht. Zum Glück machen wir einen Esslöffel Mineralwasser. Willst du da noch weiter weg? Ach so, ich dachte, dass das die Leute sehen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich nicht sehr groß bin? Es zittert doch an allen Ecken hier. So, dann. Was ist denn das? Als ob das einen Unterschied macht. Ein Esslöffel, Mann. Das kann mir niemand erzählen. Ich flippe hier langsam aus. Ist schon wieder gesperrt, das Handy. Oh, ich hätte gerne auch Mineralwasser. Ach so. Willst du Mineralwasser? Komm mal her. Hol mal dein Glas. Ich mach dir Mineralwasser rein. Habt ihr jetzt schon? Habt ihr bestellt? Willst du auch einen Löffel? Bitte her. Habt ihr bestellt? Mach mal hier live, komm jetzt mal in die Kamera rein und mach dir, befüll das mal. So, haben wir hier irgendwo... Ja, toll, hier sieht man gar nichts. Ich habe hier so einen riesigen Tonkrug wie im scheiß Mittelalter in der Hand, Alter. Das fuckt mich ab. Hier, nimm das scheiß Wasser. Flipp hier langsam aus. Okay, 40 Milliliter Aperol. Okay, 40 Milliliter Aperol. 40 Milliliter. 2 Shots of Wodka. Reicht, das, ach so, ist sehr, das ist sehr sorry. Bitter. Ach das so, ist sehr bitter. Ach, sorry, ja. 40 Milliliter, sagst du? Dafür macht man gern hier einen Splitscreen. Das muss ach ja, das ist jetzt viel weniger. Nein, das waren doch auch 40 Zentiliter oder sowas. Und 80 Milliliter Prosecco. Was ist denn Prosecco? Wir haben das hier ist was ja nur anderes. Sekt, oder ist das Prosecco? Habt ihr Prosecco gekauft? Was ist denn das jetzt überhaupt für eine Einstellung hier? Was ist, also, guck mal hier, dann machen wir das jetzt so. Guck mal, wie das aussieht. Das prickelt in meinem Bauchnabel, ey. Oh, guck mal hier. Da kommt der Sommer, Freunde. Hier darf man noch Mensch sein. Da ist am 21. Januar die Sonne aufgegangen. Hat die Regie schon befüllt alles? Oh, guck mal, die sind da schon Hacke. Habt ihr auch bestellt? Habt ihr auf Abschicken gedrückt? Braucht ihr noch Kreditkarteninformationen? Wollt ihr mein PayPal? Soll ich die dreistellige Ziffer sagen? Sag mal, wie ist deine dreistellige Ziffer? Ich kenne die gar nicht auswendig. Ich auch nicht. Also meine schon. Deine schon, aber sonst... So, warte, einmal ganz kurz, bevor wir anstoßen. Ich möchte, dass ihr auch bei Twitter alles... Das ist alles messy hier und alles durcheinander. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Twitter und bei YouTube... bei YouTube gerne auch... Habt ihr alkoholische Getränke auch am Start? Wir müssen das ja auch genießen hier heute Jemand Abend. Aus Leipzig da, was ist denn das für eine Frage? Sind wir hier bei Knuddelsflirt 16 Chat? Die flirten hier im YouTube-Chat, ich flipp hier aus. Like, wenn du den Stream auch auf deinem Galaxy-Tab guckst.
Ja, was trinkt ihr denn so? Ja, schreibt's in die mal. Kommentare. Prost. Du trägst das so geil. Guck mal, du hast das so, als ob das ich so... Ich hab das so voll, in der ich kann Faust. Das gar nicht. So trage ich... Guck mal, wenn... Soll ich das in den Kelch machen? als ich meinen Führerschein unterschrieben habe, habe ich ja wirklich so... Ich kann ja nicht anders schreiben, ich schreibe ja so. Ne? Mit so Kreide, Wachsmalkreide. Ja, wirklich, mit so einem Stift für Leute, die das die Motorik neu lernen müssen. So sehe ich dann halt auch aus. Und so hältst du auch gerade das Glas. Aber ich weiß nicht, hält man das hier so unten oder muss das man das... Das ist so voll, ich habe auch keine Power in den Fingern. Okay, komm. Freunde, schickt was, schön, dass was wir ihr alle dringend da sind. Tut. Pass auf, erstmal das Gebet. Es wird jetzt bestellt. Jetzt gucken wir auch alle auf jedes die Uhr. Jedes Tierlein hat sein Essen. Lieber Gott, wir danken dir. Du hast auch uns nicht vergessen. Lieber Gott, wir danken dir. Auf uns, auf 250 Jahre Rundfunk 17. Geil. Mm. Bist du stark für dich? Nein. Ich habe dir ja extra stark gemacht. Ich finde es aber einmal, okay. Seit ich hier einmal spontan vorbeigekommen bin, weil ich irgendwie so einen Termin in Köln hatte, dann bin ich ja spontan hier rübergekommen. Seitdem wirst du ja abgefüllt. Nee, und du hast mir so einen Humpen gegeben. Da habe ich wirklich gemerkt, Aperol ist, glaube ich, das Getränk, was mich am ehesten besoffen macht. Ich glaube, 2 Schlücke noch und ich liege hier in der Ecke. Dann ist die Laune echt im Keller. Noch weiter als jetzt. Mm. Also diese Screenshots, die sich hier auch, verbreiten. Ich meine, ihr seht toll, ja auch. Einfach toll, vorteilhaft, super. Muss ich nochmal das Gesicht reingeben? Oh, das Perverse. Was habt ihr denn jetzt hier bestellt? Was haben wir denn hier jetzt noch im Chat? Mit Apple Pay. No alkoholische Getränke. 64 Euro. Wo ist eigentlich der rote Stuhl? Gute Frage. Mineralwasser und Nudeln. Warum trinkt ihr alkoholfreies Bier? Sag mal, spinnt ihr? Ich flipp gleich aus. Dann okay, ist bestellt. Alkohol, sonst wird er später wieder gecancelt. Ja, das ist ja unser Ziel. Wie viel Trinkgeld geben wir denn? Wollen wir das in der App machen? 10%. In der App immer? Ja, 10%. Damit man dann an der Haustür sagen kann, ja, also Trinkgeld. Ja, nee, die wissen das doch nicht. Das will ich gar nicht erst ansprechen. Ich denke, die kriegen das immer nicht, wenn man das in der App gibt. Klar, da steht doch 100%. Da steht doch, dass sie es kriegen. Ja, aber du kannst ja nicht einfach da lügen. Ich sag 10%. Ja, 10% immer. Im Durchschnitt benötigt das Restaurant 40 bis 50 Minuten für die Lieferung. Und jetzt kommt der Timer, Freunde. Jetzt kommt er. Die große Rundfunk-17-Challenge. Freunde, jetzt kommt Timer. Die 40 Minuten, Freunde, jetzt kommt der Timer, läuft. Achso, ja toll. Los geht's. So, dann kriegt der Fahrer Doppelpunkt innen Trinkgeld. 10%. Wie 10%. Viel Prozent gebt ihr Trinkgeld oder rundet ihr immer nur auf den nächsten Eurobetrag? Ey, ich finde die Trinkgeldsituation bringt mich immer in so eine socially awkward Stellung. Echt? Ich gehe da jetzt anders ran immer. Ich denke mir immer so, ich bin der gönnerhafte Millionär. Der so, zu viel ist auch nicht gut. Ja, aber nicht so zu viel, sondern so in so einem Rahmen, wo man sagt, okay, wow, das ist aber sehr freundlich und wo es nicht wehtut. Das finde ich ist immer die angenehmste Position. Weil wenn dir jetzt anfängt, jemand hier, schaffe, du hast 17,12 Euro und du gehst auf 18 Euro. Okay, das ist ein schlechtes Beispiel, das würde sogar noch passen. Okay, schau mal, du bist bei 47,13 Euro und du gehst auf 48, dann ist das peinlich. Dann macht man das ja nicht. Aber 50 wäre eigentlich auch zu wenig, ne? 50 wäre auch zu wenig. So, schon und dann ist die Frage, ja, und dann wird's kompliziert. 55 will man, aber ist zu viel. Ist zu viel, deshalb ist es dann schwierig, wenn du, ich finde 52 wird knausrig, 53 finde ich ist so... Aber 53, dann geben dir die so ein 2-Euro-Stück zurück. Ja, aber 2-Euro-Stücke kann man immer gebrauchen. Sag mir einmal in deinem Leben, nimm mir eine Situation in deinem Leben, in der du kein 2-Euro-Stück gebraucht hast. Da würden mir viele einfallen. Welche denn? 3? Ja. Ich würde gerne mal wissen, wo ich ein 2-Euro-Stück brauche. Das passt nicht mal in Lidl-Wagen. Natürlich passt es in Lidl-Wagen. 2 Euro? Klar, 2 Euro, klar. Das sind die Themen, die wir besprechen müssen. Was schreibt's in die Kommentare? Was haltet ihr von 2-Euro-Stücken? Larry schreibt eiskalt, ich gebe kein Trinkgeld. Hier in den Niederlanden werden Arbeitende einfach bezahlt. Wir haben doch auch sowas wie einen Mindestlohn. Das ist doch auch mal was, oder? Ich gebe, glaube ich. So gut. Gibst du beim Friseur auch 10%? Ja. Wie viel bezahlst du für diese Frisur? Für diese Frisur? Ich war seit Ewigkeit nicht mal beim Friseur. Da ist, meine Friseurin ist auch direkt hier mit immer dabei. Ganz, ganz klassisch wie immer. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Ach, guck mal, da ist sie, die Maus. Hä? Da wird erstmal weggedreht. Setz dich doch mal gerne hier dazwischen. Du hast doch auch Hunger, wir sehen Dann kannst doch. Ja mal über meine Frisursituation sprechen. Mach mal Platz. Hier am Knie, da mal welche. Hallo. Oh, jetzt habe ich dir ganz... Ich wollte dir nicht auf den Hintern... Oh Gott, bitte. Hi.
Oh, guck mal, wer da ist. Hinstellen soll. Darf das wahr sein? Auf dem Boden, da gehört es hin. Oh nein, machst du das jetzt ernst? Oh Gott, das ist ja traurig. Und da guckst du jetzt immer runter. Guck mal, wie unvorteilhaft das aussieht. Na, wie geht's uns? Was geht? Wie ist es, meine persönliche Friseurin, Stylistin zu sein? Super, wenn es schlecht aussieht, wäre ich angewandt. Wie viel Trinkgeld kriegst du denn dafür? Ich? Hm? Sei nett, wir sind hier vor Gästen, nicht vor 10%. 10% von... Was nimmst du so pro Schuh? Also ich finde, tolles Thema, gibt's da noch was anderes als Trinkgeld? Also, wie schmeckt das Aperolische? Super. Jetzt mit dem Mineralwasser, ein Genuss. Der Löffel, war der Löffel, der hat den Unterschied gemacht. Ja, ja. Vor allem, das war ja, was ist denn Mineralwasser? Ist das nicht Sprudel? Das ist Sprudel. In dem Fall ist es Leitungswasser mit Sodastream, aber schon mit Kohlensäure. Ach so, da war Kohlensäure drin. Glaube ich, ist der entscheidende. Die ist sehr wichtig, die ballert. Ich glaube, ich habe ja meinen Friseur gewechselt, ne? Schon vor längerer Zeit. Wann denn, wo? Schon vor über einem Jahr. Du hast auch teuer Friseurköln eingegeben, genau, weißt du warum? Weil ich war doch, als ich beim Sommerhaus-Talk im Fernsehen war, habe ich ja das erste Mal professionell so Maske und so bekommen. Ne? Und er hat mich ja fertig gemacht, der Typ. Das habe ich ja erzählt auch im Podcast. Ja, slawische Gesichtszüge zum Beispiel. Das ist rassistisch, ne? Da würde ich schon einen Shitstorm jetzt anfangen wollen. Meinst du, wegen dem Typen da? Ja, der Typ war eiskalt. Und er meinte ja auch, die komplette Frisur sei scheiße und sei verschnitten gewesen und so, wo er auch recht hatte. Das habe ich dann aber Hamid nicht erzählen wollen. Klar, dass er das kommt ja auch nicht dass gut er dafür 12 Euro vielleicht nicht die beste Arbeit gemacht hat. Und dann habe ich aber überlegt, na, vielleicht gibst du mal mehr Geld aus. Und jetzt bin ich aber geupgradet und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu teuer ist, weil ich bin jetzt bei 40 Euro für einen Herrenschnitt. Ja. Findest du das viel? Ich finde das total viel. Ich glaube, das letzte Mal beim Friseur, das ist, glaube ich, schon 5 Jahre her. Das sieht man. Oder 4. Ja, und weißt du, deshalb gehe ich auch nicht zum Friseur, weil ich färbe meine Haare immer selbst. Und dass die überhaupt noch dran sind, ist ein Wunder. Ich schäme mich ein bisschen davor. Ich möchte nicht zu einem Friseur gehen und mich dann für diese Haare rechtfertigen. Also, ja, bitte schneiden Sie nicht alles ab. Ich weiß, die sind total im Arsch. Du musst damit so Social Awkwardness argumentieren. Du kriegst, nein, du kommst überall im Leben durch. Nein, ich weiß noch ganz, ganz das genau. Ist nicht pass meine auf, Art. Du sagst immer, oh, es tut mir so leid, ich bin so unsicher, es tut mir leid. Und wenn du so anfängst, pass auf, ich damals, mein Bachelorstudium, habe ich nur wegen einer Sache bekommen. Ich hatte ein Seminar Englisch. Ich kann ja kein Englisch. So, das geht nicht. Ich kriege aber Panikattacken, wenn ich Englisch spreche. So, also habe ich einen Vortrag gehalten. Nicht nur bei Englisch. Und dachte, ja, nicht nur bei Englisch, stimmt, wenn man mir einen Ball zuwirft, kriege ich auch so eine Panikattacke. Aber, pass auf, dann habe ich mir gedacht, ey, ich bin doch jetzt das Genie, ich musste einen Vortrag halten. Und ich sag einfach, ich mache einen Vortrag, Thema konnte ich mir aussuchen, über Social Anxiety. Oh, dann hast du so ein Theaterstück gemacht und gesagt, das ist das. Nein. Hast dich wieder hingesetzt. Nein, genau. Ich habe so ein paar Statistiken rausgesucht zu Social Awkwardness und habe gesagt, ey, in diesem Moment gerade fühle ich mich Social Awkward. Ich habe gerade Angst hier vor und deshalb spreche ich diesen habe ich mir extra einen Text aufgeschrieben auf Englisch, um dann halt ganz fantastisch den ablesen zu können und keine Fehler zu machen. Habe am Ende eine 2- bekommen. Das war mir sehr, sehr wichtig. Und das wurde akzeptiert, dass ich einfach das vorgelesen habe, was im Prinzip als Text vor mir stand. Und das war mein großer Trick. Und so kannst du auch zum Friseur gehen. Du gehst da rein und sagst, Entschuldigung, oh no, ich möchte bitte, oh, bitte nicht kritisieren mit die blonden Haare. Bitte so seien Sie keine Haterin. Oh no. So kann ich in sozialen Situationen nicht auftreten. Sondern wie trittst du dann auf? Ich muss dann immer meine Stimme ein bisschen verstellen. Die wird dann immer einige Oktaven runtergeschraubt. Und dann wird ein bisschen cool gesprochen, damit die Leute nicht merken, dass ich gerade innerlich am Zittern bin. Ja. Aber zurück zum Thema Trinkgeld. Steffen hat geschrieben, zum Glück bin ich Schwabe, wir geben nichts zum Thema Trinkgeld. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ich habe gerade das Tablet auch wieder hochgenommen, weil Lasse hat geschrieben, Rundfunk 17, die sind so abgehoben, 20 Minuten Stream, werden die Tweets auf den Boden gelegt. Das geht natürlich nicht. Und dann kriegt Mellos ganz viel Feedback. Katharina schreibt, Dr. Farmaus sieht übrigens fantastisch aus. Siehste? Kimi schreibt Mails, ich fühle das. Fritz schreibt auch, ich bin genauso wie Dr. Farmaus, gehe auch nicht zum Friseur, mache alles selbst. Selber, Rob schreibt auch, Frau Dr. Farmaus hat die schönste Frisur in dem sogenannten Livestream. Oh, ihr seid so ja, lieb. Aber muss ja ehrlich sagen, das ist auch nicht schwer. Das ist tatsächlich nicht schwierig. Aber wie viel Trinkgeld würdet ihr jetzt bei einem 40-Euro-Friseur geben? Weil es ist ich ja muss ehrlich, darf ich was Peinliches 45. sagen? Ich 45. 45. Drunter würde ich nicht, weil das ist peinlich. Ich muss was zugeben.
Weil du musst immer, warte, Sekunde, du musst immer darauf achten, du musst immer, egal was ist, ihr müsst reich aussehen. Nee, aber das, findest du das nicht auch so ein bisschen demütigend? Klar. Aber das ist das ganze Leben. Das ganze Leben ist demütigend. Guck mal, was wir hier gerade machen. Findest du es nicht demütigend? So, was wolltest du denn sagen? Also ich muss ehrlich zugeben, da muss man auch zu sagen, ich habe ja gesagt, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr beim Friseur. Ja. Hast du doch in D-Mark bezahlt? Nein. Ich glaube, mir war gar nicht bewusst, dass man beim Friseur Trinkgeld. Du hast nie Trinkgeld gegeben. Du hast da deine 12 Euro bezahlt. Na gut, da war ich vielleicht, das letzte Mal beim Friseur, da war ich noch nicht mal 20. Dann läufst du das da rein. Das stimmt doch gar nicht, wir waren zusammen beim Friseur. Stimmt, wir waren einmal beim Friseur. Bei meinem Friseur, wo ich, ja, wo, bei ich dem ich eingegeben habe, teuerster Friseur aber Darmstadt. Die sind aber auch teuer genug. Da habe ich die Haare so kurz abschneiden lassen, war danach tief traurig und was hat's gekostet? 70 Euro. Und was hast du gesagt, als du gefragt wurdest? Oh, super toll, finde ich ganz toll. Find ich, und oh, das war sowieso eine traumatische Erfahrung. Warum? Ach, weil die Frau, die das gemacht hat, hat so gesagt, ich hab zu ihr gesagt, so, bitte einfach kurz, so, mir gingen meine Haare ziemlich auf die Nerven. Das war kurz vor unserem Mallorca-Trip. Mhm. Und ich habe gesagt, ich bitte kurz. Und dann meint sie zu mir, ja, ich finde, bei manchen Frauen sehen so kurze Haare ganz gut aus. Ey, und ich so, das war aber ein Diss. Was soll ich jetzt damit anfangen? Also bei mir nicht. Das war doch, sehr natürlich sahst du fantastisch aus. Also Entschuldigung, auf Mallorca warst du das sogenannte It-Girl. Alle haben auf dich drauf geguckt, all eyes on you. Das war der Wahnsinn. Ja. Natürlich, weißt du es noch? Wir waren auf Mallorca, alle Leute haben nur da hingeguckt und haben gesagt, wow, wer ist die sogenannte Superstar-Person da? Und dann war Mellos auch noch dabei. Ja. Mellos, möchtest du denn diesen Mallorca-Urlaub nochmal wiederholen? Weil Basti spielt ja sehr mit den Gedanken. Genau so. Nein, nur in so einer netten Runde, mit denen, die Spaß gemacht haben. Ja, also uns drei. Wir drei. Ja, und natürlich unsere Regieperson. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob... dann, ja, gern. Aber dieser Mallorca-Urlaub hat ja auch sehr von dieser Finca-Situation gelebt. Und eine Finca musst du ja auch voll kriegen. Aber zu viel kriegst du ja wohl so ein Ding voll, also Entschuldigung. Aber ich fand schon auch geil, auch wenn die Leute alle... ich mag das schon auch mit 6, 7, 8 Leuten das irgendwas zu machen. Können wir davor so ein Casting machen? Ja. Erstmal, wir machen das erstmal, wir finden uns alle mal ein in so einem Airbnb wie hier und verbringen dann da erstmal so ein Wochenende und dann gucken wir mal, wie es läuft und wenn es gut läuft. Nee, wir machen das so, hier, guck mal jetzt, aktuell Livestream. Wir gucken gerade auf Twitter und wir gucken im YouTube-Livestream. Bewerbt euch gern, schreibt mal eure Top 3 Qualitäten, so 3 Adjektive, mit denen ihr euch beschreiben würdet. Und wir entscheiden dann und dann nehmen wir irgendjemanden vielleicht. Was ist dir denn wichtig mit im Urlaub? Also worauf würdest du achten, wenn du jetzt auf der grünen Wiese... Stuben rein, musst du sagen. Genau, das wäre mir weißt sehr du, wichtig. Was wichtig ist? Und da sind wir wieder in so einem arroganten Thema. Geld. Geld. Ach genau. Ich hab kein Geld. Es dürfen nicht so sehr wichtig, weil sonst bist du nur am Diskutieren. Ich bin armer Schlucker. Nein. Ja doch, also ich habe gerade mein Studium beendet. Du bist mit Abstand, du bist am schwersten von uns allen geldtechnisch. Nee. Ich hab und deine Familie finanziert doch den Urlaub. Das stimmt nicht. Den letzten Urlaub habe ich komplett selbst finanziert mit dem Geld, was ich im Praktikum verdient habe. Da habe ich monatelang Frau Dr. Farmers. Ja, das ist ja auch eine tolle Leistung. Aber wenn du arm bist, dann kommst du nicht mit. Na, Messer, das ist wirklich ein Problem. Das klingt jetzt wirklich ein bisschen arrogant. Aber wir waren ja auch mit Leuten, die noch studiert haben und so. Und als ich studiert habe, wir hatten einmal, habe ich auch mit ein paar Kommilitonen Urlaub in Italien das gemacht. Die alle nicht. Ich würde gerne. Also wir sind mit dem Auto nach Italien gefahren, komplett das Auto voll, 5 Leute und waren alle selbst noch Studenten und Studentinnen. Und da konnte man auch mit dem Auto dahin fahren. Also es war auch gar nicht so teuer, das alles zu betanken und so. Und das ging dann klar. Hatten wir so eine kleine Ramschbude und das ging klar. Aber wenn du jetzt wirklich Leute hast, die studieren und Leute, die Geld verdienen, dann hast du vielleicht auch eine unterschiedliche Erwartung mit Restaurant versus Selbstkochen. Was kauft man ein? Das Thema Ernährung. Du kannst nicht in jedes Restaurant, willst nicht jeden Hackbraten, jeden Abend essen und so. Und deswegen spielt Geld in gewisser Weise, glaube ich, da schon eine Rolle, dass du halt du bist so arrogant, seit du bei der Stunde davor warst. Seit ich bei der Viertelstunde davor war, bin ich tatsächlich sehr arrogant geworden. Nein, also es ist, glaube ich, ab einem Punkt, wenn du in einem Job bist, relativ egal, in welchem Job. Aber wenn du Azubi, Student oder Studentin oder was auch immer bist,
dann hast du halt wahrscheinlich nicht so viel für den Urlaub übrig. Ja. Und das Thema Ernährung haben wir bei euch ja auch festgestellt, wie jetzt bei dieser Bestellung, bei dieser Drama-Bestellung jetzt auch gerade, ist halt nicht so einfach im Urlaub. Und absolut. Ihr habt ja selbst gecheatet, ihr habt ja gesagt, ja komm, dann sind wir halt nur vegetarisch. Das habe ich am Anfang gesagt, aber ich habe ja dann großteils zu 90% durchgezogen. Ihr wisst ja, es gibt die eine Ausnahme, das weiße Gold, Mayonnaise. Einfach ein fantastisches Produkt. Ich habe gecheatet, ich wollte unbedingt zur Pizza. Du hast in dich reingefahren, was da war. Ohne Witz, da war eine Möwe am Strand. Du hättest sie fast gegessen. Nein, ich habe kein Fleisch gegessen. Natürlich, du hast aber niemals alles möglich. Ja, Tessa Bergmeier, entspann dich. Ohne Witz einfach, Entschuldigung. Das würde ich nie machen. Fängst du auch gleich einen Streit hier an, ne? Ich bin in den Urlaub. Ey, Schwester. Baby. Ja, wollen wir schon zum Dschungel? Du bist auch jetzt so eine Dschungelmaus geworden, oder was? Ich habe letzte Staffel geguckt, jetzt gucke ich diese. Aber ich würde ganz kurz gerne noch einen Elefanten im Raum ansprechen. Wenn man jetzt hier dieses Knie, ne, leg das mal runter. Was haben wir da? Ich kriege gerade so Robinson Crusoe-Beine. So Robinson Crusoe-Beine, wenn man die so hier oben hängt. Ja, lass es lieber. Also Max hat gezwittert, 3 Eigenschaften sympathisch, bodenständig, nahbar. Ah, ja, guck mal, das reicht doch schon. Aber guck mal hier, wenn du jetzt, zeig mal, was du da auf diesem Pullover drauf hast, ne? Was haben wir da? Ach du Scheiße, ist das... Trägst du das? Für alle, die es gerade nicht sehen, da steht Ed Hardy drauf. Trägst du das ironisch? Du trägst Ed Hardy. Können wir da mal bitte drüber sprechen? Steht da hinten Roberto Gaisini? Nein. Dachte ich ja. Ich finde das wirklich, wirklich ehrlich cool. Aber hast du früher auch Ed Hardy getragen? Ja, total. Ich hatte eine Schultasche von Ed Hardy. Das war so eine coole. Hattest du auch so eine Kappe auf, so eine Trucker-Cap? Ja, ja. Mit so, hier so oben draufgesetzt? Ja, mit dem Netz und nur so halb aufsetzen. Wenn du Pietro Lombardi heute siehst, wie findest du den? Nee, der trägt das nicht auf die gleiche Weise wie Pietro Lombardi. Weil du das ganz besonders trägst. Nee, ich trage das. Toll, ein Strickpullover mit Ed Hardy drauf. Das ist natürlich ganz anders als Pietro Lombardi. Nee, ja, doch. Also ich finde, da gibt es einen großen Unterschied, ob man es wieder trägt oder nie aufgehört hat zu tragen. Was soll denn das schon wieder mit diesem... Ich finde, also, guck mal, du trägst ja Ed Hardy, ne? Ja. Kannst du dich auch mit den sogenannten Qualitäten dieser Marke beeinflussen? Wofür steht Ed Hardy für dich? Wenn wir jetzt mal das Brandbook von Ed Hardy hier formulieren würden. Was sind das für dich 3 Eigenschaften, die du transportieren möchtest? Und du darfst nicht sagen, sympathisch, bodenständig, nahbar. Ja, und keine Augenzwinkern. Dann bleiben nicht mehr viele übrig. Gibt's keine Halt. Was kostet der? Ist Ed Hardy teuer? Den habe ich zu Weihnachten bekommen. Oh, dann war es teuer. Das ist Christian Audiger. Ist das nicht der Erfinder von Ed Hardy? Doch, stimmt. Boah, der war weißt doch du sowas? Du hast auch Ed Hardy. Das ist getragen. Auch Ed Hardy. Hast du früher Ed Hardy getragen? Nein, nie. Doch, klar. In der Zeit, als das... Jetzt wird mir ganz warm hier unter dem Strickpulli. Oh, Kaschmir-Design. Nee, ich dachte, was anderes. Ich dachte, das ist doch... Spannend, Running Gag. Echt? Nein, als Ed Hardy in war, da... Hast du gemacht? Am Ex-Schreibtisch? Da war ich am Ex-Schreibtisch. Nein, totgestellt oder was? Das war, wann war das in? 2009? So? Ja, das war doch auch mal bei einer Jeremy Sachs Topmodel-Staffel, war das doch sehr interessant. Da war er mal dabei. Ende der 10er Jahre war das auf jeden Fall das In-Ding. Und es kam ja auch relativ schnell, das finde ich immer auch faszinierend, von Switch Reloaded eine Parodie auf Ed Hardy-Zeug. Das ging recht schnell. Es hat nur so ein Jahr oder 2 gedauert, bis dann diese Parodie auf dieser Dennis aus Hürth. Stimmt, er hat immer Ed Hardy getragen. Genau, richtig. Die Marke war sehr, sehr schnell in einer ganz bestimmten Ecke. Genau, richtig. Und deswegen war die, glaube ich, nie so erstrebenswert. Bei uns auf der Hauptschule war das... Nee, bei mir war das eine Zeit lang, so ein Jahr, glaube ich, war das wirklich cool. Hattet ihr Ed Hardy? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es mal in die Kommentare. Was machen wir denn jetzt mit dem Dschungel heute Abend? Also ihr beide seid komplett Dschungel-addicted. Ja. Ja, mehr nicht, ja. Jawohl, da bist du dabei. Erzähl doch mal ganz kurz, du bist ja jetzt, also man muss ja auch sagen, unsere Kennenlerngeschichte ging Habt ja ihr euch auch, im Dschungel kennengelernt? Ging ja auch in Teilen in so einem Winter-Januar-Teil los. Ich weiß gar nicht mehr, wann das Eure war. Eure jetzt oder was? Ja, ja, genau. Echt? Und also ich sag mal, früh als wir uns kennengelernt haben irgendwann und uns öfter gesehen haben, damals noch nicht so auf Beziehungsebene, also wir kannten uns ja schon länger. Und ich sag mal, Kids will remember, woher der Name Farmhouse kommt. Ja, genau, das und ist natürlich... welche Bezeichnung vorher existiert. Kennst du die eigentlich? Ja, klar. Ja, ich kenn's. Ich möchte sie mal sagen? Sag mal. Auf keinen Fall sage ich Willst so du das was mal sagen, im was Internet. Haben wir das im Podcast erwähnt oder nur bei Patreon? Wir haben das glaube ich nur bei... Oder wisst ihr das? Könnt ihr das mal in die... Bitte nicht.
in die Kommentare schreiben. Wisst ihr, wie Dr. Melina Biancara genannt wurde? Ed Hardy, Aperol, Fucurila, wir haben wieder 2002, Leute. In der Phase, in der es noch keine Beziehung zwischen euch war. Aber davor noch ist, dass eine der ersten Erinnerungen, glaube ich, die Mails mit mir hat, ist, ich sitze bei mir im Zimmer, in meinem Studentenwohnheim, Zimmer für schwer erziehbare Jugendliche, auf meinem Bett, der Fernseher viel zu groß und ich sitze da mit 12 Geräten. Damals noch. Ja. MacBook, bam, 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 alles vor mir und hab gesagt, pst, ich muss das ausklippen. Das ist ein Clip. Und dann hörst du halt, hörst am Fernsehen. Fällt dir da was Witziges zu ein? Ich in der Klausur zum Beispiel, nur witziger. So, und ich bin ja so froh, dass ich das nicht mehr mache, ne? Ich bin so froh, dass ich gerade nicht mehr dazu war. War das so anstrengend für dich? Ich finde das total anstrengend und es ist ein ganz anderes Erlebnis, sich einfach nonchalant dahinzusetzen, das zu genießen, zu entspannen. Du kriegst viel mehr mit, du kriegst diesen schönen Subtext mit. Für mich mittlerweile Moderationen sind mein Highlight. Jedes Mal, wenn Dirk Bach wieder da ist, genau. Jedes Mal, wenn RTL in irgendeiner Form insgesamt gedisst wird, sei es DSDS ist scheiße, RTL Direkt ist scheiße und so weiter und so fort, genieße ich das in vollen Zügen. Ich lache dann, gestern habe ich auch den Kommentar bekommen, gestern wurde RTL Direkt gedisst und dann Melz sagt einfach, ich dachte, wie ich halt immer lache und Melz dann so, wirklich mit, ich habe wirklich die Freude meines Lebens, eine Herzensfreude. Mein Herz ist aufgeblüht. Endlich mal einen anstrengenden Arbeitstag. Ich hatte wirklich ein schweres Leben in diesem Moment. Und dachte mir, jetzt darf ich endlich mal wieder ein bisschen Lebensfreude in meinem Leben sein. Genau, ich darf viel Mensch sein. Ja. Und dann meldet sofort mit der schlechtesten Laune Deutschlands. Ja, Mellos, muss das immer so laut sein? Muss das immer so laut sein? Warum lachst du so laut? Sei mal leise, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe mittlerweile einen Weg für mich gefunden. Ihr werdet es ja dann gleich, wenn der Dschungel losgeht, auch sehen. Bei mir sind, ich bin gedowngradet von 12 Monitore auf einen. Peinlich. Ich habe einen Weg gefunden, weil... Was machst du denn? Mein Aperol ist gerne. Ich mach's bei euch. Du isst nie wieder, ne? Das werden wir gleich sehen. Diese Gummibärchen vor laufender Kamera. Die sind voller Arsch, ne? Ey, dein ganzer Mund ist voll. Ich habe die ganze Zeit irgendwie mit der Zunge in den Zähnen rumgepult und jetzt ist es auf Kamera in der Klasse. Oh, Leute, ich sitze hier so... Och, ihr könnt die ganze Zeit meinen Schritt sehen. Das packt mich einfach ab, Mann. Das ist so heiß hier. Ja, okay. Das ist so ein Matt Hardy-Pulli. Das ist dein... Ja, kann ich leider nicht ausziehen. Aber was? Wie alt warst du, als du das letzte Mal Matt Hardy getragen hast? Da war ich nicht in der Grundschule, da war ich in der weiterführenden Schule. Ich glaube, das war so 2010. Wann war das? Wie alt warst du da? Du bist ja schon eine alte Knackerin, ne? Guck mal hier, Silver Server schreibt bei Twitter 3 Eigenschaften zum Thema Ed Hardy. Technik, Bauer, Besen, Herzzauberer, Fuckboy, Lookalike. Tolle 3 Eigenschaften einfach. Was soll denn das bedeuten? Ist das ein Rätsel? Was soll das denn heißen? Ja, so ein Escape Room wahrscheinlich, wo wir das lösen müssen. Nein, aber du siehst ja auch schon wieder aus wie ein Kind jetzt, ne? Wie ein Kind? Ich merke schon... Ist voll? Nein. Bist du voll? Da ist letztens was passiert. Ey, das ist so peinlich. Und ich glaube, der beteiligten Frau ist auch sehr peinlich. Ich war mit Basti und auch anderen Freunden in Darmstadt City unterwegs. Und wir wollten in den Müller. Im Müller. Dürft ihr da noch rein zum Müller oder ist das von Sicherheitsmenschen nicht? Ich finde es so geil, wenn ihr jemals in Darmstadt seid, kommt in den Müller, da trefft ihr uns. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind im Einkaufszentrum, wollen in den Müller rein. Da war irgendwie so eine besondere Aktion und da stand so ein Aussteller und Basti erstmal wie ein Rentner stellt sich, bückt sich runter. Ich habe das Kleingedruckte gelesen, da stand 20% auf alles oder so und ich habe halt gedacht, vielleicht AirPods Pro, vielleicht sind da auch 20% auf alles bis auf AirPods Pro. Ja, und dann stand da so ein Text an was Ausnahmen. Ja, genau, es war gefühlt, Tiernahrung, alles und AirPods. Und da musste ich das natürlich länger lesen, ne? So, auf jeden Fall, ich, wie ein kleines Kind, natürlich schon mal in den Laden reingerannt, voller Elan. Ich wollte natürlich wieder nach der Blondierung gucken, ob ich da was finde, was ich da mit meinen Haaren anstellen kann. Auf jeden Fall laufe ich da so rein und ich bin gerade so in dem Laden drin, werd so ein bisschen langsamer, guck so hinter mich, wo sind die anderen, okay, die brauchen noch, kommt so eine Verkäuferin zu mir, stellt sich, macht so, na, geht's jetzt zu den Spielsachen?
Was? Die dachte, du wärst ein Kind. Ja, weil ich hatte, oh, das muss ich dazu sagen, ich hatte so eine Strumpfhose an, aber so einen richtig dicken Mantel. Also ich sah aus wie so eine kleine Tonne. Hatte noch so einen kleinen Hut auf. Wie Kenny von South Park mit Kapuze und so. Mit so einem Propeller auf und so. Nein, so ein kleiner Hut mit so Fellzeug und eine Maske. Und dann bin ich ja wirklich nur 1,30 groß. Und dann kommt diese Verkäuferin zu mir. Aber, da muss man dazu sagen, ich habe die Verkäuferin letztens noch mal wieder gesehen und die ist noch kleiner als ich. Ich habe keine Ahnung, wohin die sich runtergebückt hat. Aber wo hat die sich denn runtergebückt, wenn die zu mir sagt, na, geht's zum Spielsaal? Hat sie so ihre Hände genommen, auf die Knie gehauen und gesagt, na, geht's zum Spielsachen. Was hast du gesagt? Ich wusste nicht, was ich machen soll. Nein. Entschuldigung. Ich guck sie so an, so wirklich mit so großen Augen, weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann sieht sie, glaube ich, irgendwie das komische Make-up oder weiß ich nicht, die Falten auf der Stirn. Die Falten. Und sagt dann, man merkt so, ihr fällt irgendwie so die Mimik aus dem Gesicht. Und macht so, nur ein Scherz. Nur ein Scherz. Nur ein Scherz. Ich bin toller raus. Gag. Toll. Ja, fast so witzig wie dieser Livestream. Sehe ich aus wie 4 anscheinend. Nee, ich glaube, das kann man wirklich bei dem Outfit dann mal denken. Also ich denke, du warst dann einfach... Hattest du da Etadi an? Nein, die sieht doch immer aus, als ob die gerade aus dem Bällebad im Ikea rausgesprungen ist. Ja. Was soll ich das? Ja, ich was, was machen wir jetzt mit dem Dschungelcamp? Wer gewinnt? Habt ihr einen Favoriten schon? Sag du mal, wer gewinnt? Wen ich möchte oder wer ich denke? Beides. Ist das unterschiedlich? Ich möchte irgendwie... Jamila, ich weiß auch nicht. Ich hab so eine richtige Sympathie für diese Frau. Ich finde die super. Ich hoffe, die macht jetzt... Was findest du super? Was ist das Besondere? Ich weiß es nicht. Ich finde die super lustig, was sie immer so mit, auch über die Bohrmaschinen und Dübel und den ganzen so Kram hat. Aber das ist so relatable. Ich bin das. Das fand ich super witzig. Und keine Ahnung, ich finde, die hat so eine Art, die ich irgendwie einfach sehr gern mag. Ich finde die irgendwie super sympathisch. Aber das kann ich sehr verstehen. Hast du diesen Ersatzdschungel geguckt, als die im Tiny House waren? Nee. Weil da war sie auch schon so super. Ja? Und ich glaube, das Besondere ist, dass sie nicht so cool aussieht, wie sie ist. Also du erwartest von ihr... Ne, sie ist so gemacht und sie geht so offen auch mit diesem ganzen Thema Botox und Lippen und so um. Und das die ist so redet dieses, auch so geil. Auch das finde ich auch gut. Ist der Hammer. Das ist gerade gut, weil die meisten Menschen, die Botox benutzen, denen ist das unangenehm, die reden da nicht drüber. Und wenn jemand sagt, ne, beim Fallschirmsprung, da hat sich ja gar nichts bewegt in deinem Gesicht, ja, das ist das Botox und so, das ist halt einfach genau das, was du da hören willst. Ja. Und die hat coole Sprüche. Ich glaube, sie ist jetzt auch, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, sie ist so ein bisschen... sehr still gewesen, hat ja auch selbst thematisiert, dass sie nicht Teil der Sendung ist. Mittlerweile geht's. Ich glaube, sie muss noch mal in eine gute Prüfung. Sie muss noch mal zeigen, was sie kann. Und dann kann die auch weit kommen. Ja, ja, glaube ich auch. Also ich glaube, das ist jetzt auch wieder dieses typische, das ist so ein Underdog. Entweder die kommt weit und dann kommt die auch wirklich weit. Oder die fliegt jetzt sehr früh raus, weil da noch nicht so viel drin ist. Weil er fliegt heute. Wer heute fliegen tut... Boah. Ey, das war schon gestern so random. Verena war schon überraschend, oder? Ja, ja, total. Ich glaube, Jana nicht. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Da hast du mich sehr, sehr von überzeugt, als du mit deiner Trash-TV-Expertenart gesagt hast. Es ist häufig so, dass... Guck, jetzt kommt hier das große Statement. Jetzt schreibt euch das auf. Hier, jetzt könnt ihr da... Hier, RTL@RTL, könnt euch jetzt so eine Zitatkachtel für Social Media bereit machen. Es ist häufig so, also... Die Mechanik des Anrufens schreib in der zweiten schreib Woche. Schreib fertig. Schreib mal wie gedruckt. Nein, oder ich möchte einmal ganz gedruckt. Kurz euch jetzt erklären, dann mache ich nochmal so ein quotable Quote. Okay. So nennt man das, glaube ich. Erstens, die Mechanik des Anrufens wechselt. Ja, ne? Also man ruft in der ersten Woche an für, wer soll... Ich brauche Alkohol. Nein, ich brauche was zu trinken. Ich habe mich verschluckt. Hier ist noch ein bisschen Eiswürfelpizza. In der ersten Woche. Wo ist meine Kamera? Da, bitte auf die gehen. In der ersten Woche ruft man ja dafür an, wer in die Dschungelprüfung soll. Das stellt sich bei waschenden Menschen, die dort anrufen, da stellt sich eine Routine ein. Man ruft doch in die Kamera, wenn du die Kamera haben willst. Man ruft für Tessa an. Du hast ja jetzt extra hier, komm. Man ruft für Tessa an, man ruft für Claudia an. Und man wählt die Person, die im Fokus steht. Dann wechselt am Freitag die Mechanik in, wer soll drin bleiben? Sehr wichtig. Nicht, wer soll raus, wer soll gewinnen? Das ist ein sehr komplexes System. Person, zum Glück, ich erklär's dir. Weil immer gesagt wird, wer wird rausgewählt? Es wird keiner rausgewählt. Ja, doch, ich muss sagen, für jemanden, der das nicht oft guckt, der vielleicht das erste Mal dieses Dschungelzeug guckt, dachte ich auch erstmal, das Dschungelcamp.
dachte ich auch erstmal, hä, was? Soll ich jetzt, nee, wie, da war ich auch kurz. Aber die sagen das doch, also die sagen, ja. Die sprechen doch in die Kamera. Ja. Aber Leute sind ja dumm, ne? Das muss man schon sagen. Und die Leute, die da anrufen, sind nicht unbedingt wie du und ich. Vielleicht eher wie du, aber nicht so sehr wie ich. Weil die auch so eine Damenfrisur haben. Weil sie auch so eine fesche Damenfrisur haben. Und weil sie vielleicht nicht 100% auf Social Media sind. Und dann gibt es zum einen, gibt es ganz klar absehbar das Problem, dass Frauen sehr schnell, sehr früh fliegen, weil, das ist zumindest meine These, mehr Frauen als Männer anrufen. Du siehst in den Quoten, es gucken mehr Frauen als Männer das Dschungelcamp, nicht ganz so krass, aber so ein bisschen mehr. Und das, was man noch sieht, ist ja, wer die 10.000 Euro gewinnt. Ich glaube, dieses Jahr gibt es nur einmal 100.000 Euro. Das heißt, es wird nicht jeden Tag ein Gewinnername veröffentlicht. Aber in den letzten Staffeln war es halt Andrea, Heike, Hildegard jeden Abend. Ja. Frauennamen aus den 70ern. Ja, ja, genau. Die sind 60er, alle aus der 70er, Zeit des Wirtschaftswunders, haben genau. Das alles noch mitgenommen, alles Boomer. So, die rufen eher für Männer an. Das ist schon mal das erste Thema. Ach so, ganz weil früh die fliegen pervers, Frauen raus. Die gestern stehen auf geile Männer, ne? Also zum Beispiel Markus Möll, glaube ich. Den Lukas Cordalis finden die Cordalis, fesch. Das ist ein fescher, 32-jähriger Mann. Markus Möll, glaube ich, bin ich auch immer fest davon überzeugt, der kommt recht weit durch die Waschenden, weil, pass auf, hear me out, weil es ist nämlich so, diese ganzen Waschenden, die haben alle ihre Sexualität zu Markus Merl entdeckt. Oh, der war ja früher so ein, der war ja früher ein geiler, Markus geiler Merl Stecher, ist auch schon über 60, eine geile Fickmaschine, nee. Das muss man ja schon an dieser Stelle fandst sagen. Du auch, da in den 80ern fandst du den der war schon, der hat die gleiche 80ern? Frisur wie ich. Aber, da wo deine Frisur herkommt. Genau, habe ich mich von Markus Merl inspirieren lassen. Nee, der war ja schon. Einen tollen Namen hat er. Ich sag mal, schon, dass der schon ein perverser Geiler ist für die, ne? Die gucken sich das an und dann werden die ganz, da wird auch mal da unten deswegen, mal wieder, da wird mal wieder was aktiviert. Ach, was denn? Das sind die Waschenden. Was soll ich denn reden? Das ist ja auch dann endlich sagt's wir. Mal jemand auch, finde ich. Dann wenn diese Theorie stimmt, ja. Die ihr da habt, dass die alten Mütter, die Waschenden, sag's die Waschenden, so sag es wie sie. Die Waschenden eher für Männer anrufen, die wahrscheinlich auch in sag ich mal, in den 80ern, im 90ern, waschenden Alter. Im waschenden Alter sind und eher ihre Blüte etwas waschen. Früher waschen. Hatten. Sie ist die waschen, ne? Waschen, ja, waschen, 7 Kilo. Waschen. Dann müsste doch eigentlich nach dieser Theorie jemand Bosch. Wie Jolina, eine YouTuberin, ja. Früher rausfliegen. Bauknecht. Weil in unserem Alter 40 Grad in so einer Sendung Wolle. Anruft. Okay. Genau. Ja, aber Jolina kann natürlich auch kann natürlich auch überzeugen. Das Ding ist, du kannst in jeder, diese Regel hat ihre Ausnahmen, weil du überall überzeugen kannst. Essensprüfung ist der Knaller. Puppies, alle lieben Puppies. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, die Waschenden rufen für Puppies an. Das funktioniert. Und auch natürlich für Lukas Cordalis. Deswegen, ich glaube heute, Jana wird nicht fliegen, weil die Person, die am Vortag auch das vielleicht bekommen hat. Das ist für alle Fans nochmal so ein Weckruf. Welche Fans? Ja, wer ist Fan von Jana Urkraft? Es gibt oh Gott, Fans. Ich hab grad gemacht mit meinem Hals. Es gibt sie. Ja, also dieses ESO-Zeug ist doch bestimmt bei einer gewissen Sternzeichen. Art von Leuten. Sternzeichen. Ja. Aber guck mal, das ist ja nicht das Level an Sternzeichen. Gibt Gates Sternzeichen, keine Chance, sage ich Sternzeichen. Hat sie gepostet? Tanten, habt ihr das gehört? Ja, dass die so Anti-Bill Gates, ich finde es krass, dass die ohne Impfung nach Australien gekommen ist. Naja, auf jeden Fall. Corona ist doch vorbei. Corona vorbei. In Australien ist doch auch vorbei, oder gibt es da noch Regeln? Ach, mich interessiert das alles nicht. Ich meine, die waren alle in Quarantäne, das war die Regel. Ich weiß nicht, ob sie ungeimpft ist, aber das, aber, was sie aber so guck mal, das ist ja nochmal ein anderes Level. Also ich sag mal, QuerdenkerInnen sind ja ein anderes Level als Mails, die ein bisschen auf Sternzeichen stehen immer. Ja, na klar. Immer hier, du hast doch letztens zu mir gesagt, oh nein, ich bin Skorpio und du nur Zwilling. Ich weiß nicht, ob das zwischen uns passt. Ja, klar. Ist ja letztens gesagt. Du verbreitest Fake News über mich. Ach hier, da guck, da ist sie, die Jana Urkraft. Find, Jana Urkraft sind nämlich auch Fake News. Ich bin Sternzeichen über Gates. Quatschig. Also ein schönes Statement an dieser Stelle. Ja. Auf jeden Fall. Also, ey, was so? Twitter schreibt, wieso kriegt Mellos Chips, will auch. Ja, Leute, müsst ihr euch selber besorgen. Also ich kann das jetzt hier nicht. Oh, ist das dein Ernst? Das ist aber 3D. Wie respektlos, du weißt, dass da Leute... Respektlos, als würden sie hier so Tauben füttern. Hä, wie soll ich denn sonst machen? Aber du kannst ja auch, guck mal, das ist ja jetzt niemand. Airbnb schmeißen, das ist ja niemand, weißt du, früher deine Oma- und Opa-Generation, die haben Deutschland aufgebaut, die hatten ja nichts.
Ja. Die hatten ja nichts. Die Waschenden, die haben Deutschland aufgebaut. Jetzt müssen wir über ein ganz aktuelles Thema im Dschungel noch ganz kurz sprechen. Ich weiß nicht, willst du wirklich? Weil ich habe auch noch was, wo ich sagen würde, wow, da müssen wir auch mal. Eine Sache vorab noch. Okay, gerne. Radiogesicht schreibt, was sagt ihr zum sogenannten großen Iris-Klein-Drama? Alles nur PR oder echt? Wenn echt, warum benimmt sich Iris Klein wie eine 14-Jährige auf Instagram, LG Susanne? Kennt ihr das Iris Klein-Drama? Soll ich es ganz kurz erzählen? Ja, du musst es sowieso zusammenfassen. Wisst ihr, wer Iris Klein ist? Ja, klar. Die Mama Katzenberger. War genau, auch schon im aber das musst du jetzt mal zusammenfassen, weil das ist ja gerade Insiderwissen. Jetzt das weiß man gerade nicht so genau, wenn man nur die Sendung verfolgt. Genau, es spielt in der Sendung keine Rolle. Gib mal bitte Rolle, Chips, Mails. Sondern es ist das große Thema im Hotel Versace. Das Hotel Versace ist das Promi-Hotel, da sind alle Begleiter untergebracht und die Promis, sobald sie ausscheiden oder eben vorher. Und Lukas Cordalis hat seinen Schwiegervater dabei. Okay. Den Stiefvater. Oh, wie die Bestellung ist unterwegs. Die Bestellung ist unterwegs. Der Stiefvater von Daniela Katzenberger, Peter Klein. Der Mann von Iris Klein. Iris ist die Mama, war im Dschungelcamp, ist die leibliche Mutter von Daniela Katzenberger. Na, kommt ihr noch mit? Ich nicht. Verstehst du echt oder hast du gerade gelogen? Das ist ja nicht so schwer zu verstehen. Also das ist jetzt wirklich... Ich bin völlig Aperol besoffen. Und Peter begleitet Lukas als Schwiegervater, weil, unter uns gesagt, meine These ist, Daniela Katzenberger, sie haben gehofft, dass sie mitkommt, würde ich mal sagen, als Mann und Frau. Aber du musst als Begleiter da... Würde ich sagen, Knebelvertrag unterschreiben, das ist sehr wertend. Echt? Warum? Kannst du mal ein bisschen was erzählen? Ja, du bist ja als Begleiter, du machst ja keinen Urlaub. Du hast ja eine Rolle als Begleiter und das sind tägliche Interviews. Das ist doch kein das ist ja keine Rolle. Wo werden denn die Entschuldigung, Interviews einmal in dem Hotel. Ach so, einmal, bei RTL, den ganzen Tag, in allen Magazinen. Ehrlich, aber einmal kurz ein Interview führen ist ja wohl, also Entschuldigung. Ja, ich glaube, darauf hat die Katzenberger keinen Bock. Würdest du ins Hotel Versace dafür gehen? Ich schon. Als Begleiter für dich? Ja. Also ich glaube, jeder ja von uns würde sein. Das machen, würdest aber wir du? Sind ja auch nicht bekannt. So, wir finden eben. Das und dann geil. Oh, geil, Interview. Die Katzenberger geben. Hat Termin, die muss dann Möbel also Höffner einweihen. Ja, genau. Ich hab's doch gesagt, oder? Ich hab's gesagt. Junge, Mails hat mich gefragt, gestern Abend, ich bin ausgeflippt, gestern Abend fragt die mich, ja, was machen die Leute echt, wenn die mit dem Dschungel fertig sind? Da habe ich gesagt, ja, Baumärkte oder Möbelhäuser einweihen. Und sie so, Nein. Wir das stimmt uns, doch gar nicht. Wir haben uns so falsch verstanden. Nein, wirklich. Ich glaube, das ist meine Schuld. Ich weiß nicht, ob du es falsch gesagt, ausgedrückt hast in dem Moment, aber ich dachte, du sagst, die sind dann Besitzer eines Baumarkts. Die eröffnen einen. Du hast gesagt, und ich in meinem Dumbo-Gehirn. Ach so. Die werden dann Franchise-Nehmer von Obi oder Baumhaus. Obi Bauert bei Katzenberger. So. Wobei Daniela Katzenberger. Ach so, ich war nämlich völlig verwirrt, weil ich dachte, Mel schenkt einen Streit an, ne? Wirklich völlig ausgetickt. Hä? Was? Seit wann passiert denn sowas? Ich so, Mels, natürlich, die eröffnen halt Baumärkte und sowas. So, das gibt's nicht, noch nie von gehört, das kann ich mir nicht vorstellen, glaube ich nicht. Wir streiten uns, ne? Wir gehen jetzt echt kurz zum Kämpfen, ne? Es gibt auf Rundfunk 17 auf dem Insta-Kanal gibt's so eine Insta-Story, da wurde ich so einen Schwitzkasten von ihr genommen, auseinandergenommen. Ich schwöre dir, gestern Abend, genau das ist passiert, genau das. Stimmt doch gar nicht. Ja, doch, natürlich, du hast Streit angefangen deshalb. Jetzt kommen wir alle erstmal runter. Scheiß Obi, jetzt kommen wir bitte runter und sind weiter bei der Familie Katzenberger Klein Cordalis. Jamila Rowe hat auch eine Begleitung dabei. Ja. Nämlich die Yvonne. Die Yvonne ist eine gute Freundin von Jamila. Eine blonde, hübsche Frau. Ist die 40, hübsch? Ja, 40, 40 so, plus. Aber die ist pre-waschen, ne? Noch vor dem Waschen. Ja, wobei Alter, sie würde, die ruft da auch an. Die wählt auch die 01379. Denke ich schon. Und jetzt hat Iris Klein Mama Katzenberger, die ja in Deutschland sitzt, die ist übrigens bei Daniela Katzenberger eingezogen, weil die ja beide quasi ihre Männer in Australien haben, hat sie gesagt, ich gehe zu meiner Tochter und zu meinem Enkelkind und schlafe da auf. Die schlafen in einem Bett gemeinsam und sind jetzt diese 2-3 Wochen dort zusammen. Und Iris ist hocheifersüchtig, denn das, was da gerade in Australien passiert, ist ein Skandal. Handfest auch. Denn Iris wirft ihrem Mann Peter jetzt vor, dass er sie betrogen hat. Nee. Gibt's dass das er Indizien? Ja, pass Beweise? Auf, es ist wirklich hart, was da passiert. Oder was? Ja. Iris hat das in ihrer Insta-Story gepostet und zwar wirklich wie eine 15-Jährige. Mit langen Texten, Hashtag MidlifeCrisis, mit T, Crisis, hinten mit E und wirft ihrem Peter jemand, mit dem...
Wer soll das Korrektur lesen? Ach, das sind das Management oder so. Nein, so funktionieren Stars doch nicht. Oder ihr, das ist ja ihr Peter, Star, die sind ja seit 20, 30 Jahren verheiratet, schon sehr, sehr lang. Und sie postet Hochzeitsfotos, alte Fotos und schreibt daneben, da wusste ich nicht, dass du auf blonde Models stehst und so. Also wirklich sehr, sehr, sehr geil, vorwurfsvoll. Geil, geil. Und dann veröffentlicht sie auch irgendwelche Chats bei Insta. Hat die veröffentlicht? Ja, ja, aber nicht so richtig, wo irgendwas wirklich steht, sondern die waren wohl, Peter und Yvonne waren da. Ich meine, die hängen aufeinander in Australien. Die können nicht Peter viel. Peter und Yvonne? Ja, aber alle Begleiter. Was die machen denkst da, du denn? Meinst du, die hatten Sex? Ich glaube nicht. Ich glaube, die hängen viel aufeinander. Die dürfen nicht so richtig viel unternehmen, weil die immer bereitstehen müssen. Die stehen super früh auf, um die Sendung zusammen zu gucken, dann Interviews und so. Die sind meistens im Hotel oder unternehmen mal zu dritt, viert, fünft irgendwas in der Nähe. Und das sind ja auch 3, 3,5 Wochen oder so, wie lange die da aufeinander hocken. Und die Leute, mit denen du dich gut verstehst, da unternimmst du halt was. Und Peter hat dann wohl irgendwas auch mal unternommen. Dann waren die mal im Restaurant, vielleicht auch zu dritt oder viert. Hat es aber, so interpretiere ich diese Nachricht, Iris nicht gesagt. Iris hat angerufen, gefragt, was geht ab. Und er meinte, er sei allein und so weiter. Und sie hat dann gesagt, ich habe die Schlampe da im Hintergrund gehört und ich weiß es ganz genau. Und er hat dann wohl auch geschrieben bei Insta, ja, was? Ich wollte dir das, sagen, das weiß ich nicht, ob das Wort wirklich so war, das gibt es wieder eine Unterlassungserklärung. Die Harry Potter Klingel. Jetzt wird gegessen, Leute, ihr wart gerade mittendrin im sogenannten Gespräch. Hunger. Oh, das wird geil. Guck mal, es sieht aus, als hätte ich keine Beine, siehst du das? Kannst du keinem erzählen. Oh Leute, ey Mann, und jetzt sieht man wieder meinen Schritt essen, so präsent. Kann die Regie essen. Das mal ändern, dass man nicht so meinen Schritt sieht? Naja, also du hast dich für diese Hose entschieden. Hallo. Aber es sieht auch so ein bisschen pervers aus. Hallo. Dankeschön. Hi, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke sehr. Danke, liebe Danke. Grüße. Ciao. Liebe Grüße. Eine Trinkgeld haben wir in der App gegeben. Hast du kein Trinkgeld gegeben, du Arschloch? Der war aber auch ganz schnell wieder weg. Ja, der hat doch auch, der wollte doch auch gar kein so, Geld. So, vielleicht wird das einmal der so. Der wollte das gar nicht. Falafelteller, aber mit extra Gemüse. Wo waren wir stehen geblieben? Extra Gemüse? Da durfte ich nicht extra Gemüse. Ach, deswegen hat das 65 Euro gekostet. Ist dein Ernst? Hast du wirklich so... Soll ich uns noch mal bezahlen? Möchtest du noch mal einen Drink machen für uns in der Zeit? Warum erzählen? Muss ich denn noch mal... Na, weil ja, ich, erzähl mal weil weiter. Ich weiter erzähle, was da noch ja, Skandalöses passiert ist. Ja, bitte. Während unser Essen jetzt her, hier Mann. Sortiert wird gib, und... Gib mal, Soll ich vielleicht noch mal Eis nachfüllen? Oh ja, das wäre gut. Das ist mein Glas. Das ja, bring erst mal Eis. Ich mach das einfach alles einzeln. Alles ja, gut, ja, alles erzähl gut. mal weiter. Ich bin mal sehr gespannt jetzt auf deine sogenannte naja, Story. Naja, also es ist wohl da was dran, dass Peter Iris ein bisschen was verheimlicht hat. Was heißt das? Naja, halt eher so, mit dass die gerade gemeinsam... Willst du nochmal das SCH-Wort sagen? dass die gerade gemeinsam abhängen. Und das hat er ihr wohl auch im Chat, wie gesagt, das ist in der Story, ihr könnt es mal anklicken, hat er auch gesagt, ja, ich habe dir das extra nicht gesagt, weil ich wusste, dass du da so Panik schiebst und so. Und das ist ein Chat, den sie jetzt auch veröffentlicht. Hat. Nimm mal hier für alle Eis mit. Ansonsten gibt es da zumindest öffentlich sehr, sehr wenig Beweise. Mhm. Iris dreht ab, Iris sagt, sie löscht alle Fotos, das geht gar nicht. Und ich frage mich halt, wieso man das so Klingt öffentlich... Klingt nach Mails jetzt von mir gestern Abend wegen ja. der Bauhauseröffnung. wieso man das so öffentlich austrägt. Die Kommentare, hat ja auch RTL dann alles gepostet, sind halt eher so, Alter, Iris... kriegst du nicht genug Aufmerksamkeit gerade, was soll diese Story? Yeah. Weil... Ich dachte, die sind da, um Lukas Cordalis zu unterstützen. Aber jetzt... Guck mal, der Timer ist abgelaufen. Jetzt gerade läuft der Timer ab, Alter. Und die waren früher. Das ist ein Skandal. Das darf ja gar nicht wahr sein. Was geht denn ab bei Twitter? Also, Larry schreibt, Hauptsache alles vegan, aber 3 Tonnen Plastik. Sehr gut. War der Lieferboy heiß? Nee. Ich hab wenig gesehen, da war ein Helm drauf. Der hat einen dicken Helm auf. Basti und Mellos Fight, private Aufnahme. Ihr seht es da auch links, das Tekken, oder? Sah das so ungefähr aus? Ich habe keine Ahnung. Ich Hast weiß du Tekken nicht. Nie gespielt? Ich nee, Tekken, ich bin doch kein Perverser. Ich habe immer nur X und Vierecke gedrückt. Soll ich dir nochmal Mineralwasser rein oder willst ja, Mineralwasser ist mir schon sehr wichtig. Ein Esslöffel Mineralwasser, bitte. Sehr gerne. Katharina fragt, wo bleibt das Essen? Das konnten wir jetzt klären. Komm mal her mit deinem Eisarsch. Ach, das war meiner. Ich glaube schon. Und Rob the Bob bietet auf jeden Fall an, als Begleitung von mir mitzukommen und richtig für Stimmung zu sorgen. Als ob der das macht. Der ist Österreicher, die sind doch alle unfreundlich. Ja, also ich glaube, der Alredo ist urlebend. Das ist ein ganz korrekter Kerl. Also das kann das ich mir nicht vorstellen. Oder? Das ist mir doch egal. Du klingst wie Markus Söder. Ja. Sag mal was Markus Söder-mäßiges. Dann müsste ich mich, glaube ich, schwarz anmalen im Gesicht. Ach so. Hast du gesehen, das Blackfacing-Bild, was er vor 3 Tagen gepostet wieder? Hat? Wieder, der hat das schon etliche Male gepostet. Der Meinst postet du, das war immer kalkuliert? Wieder. Nein, das, aber das war auch nicht das war nicht unbedacht. Ich glaube, der hat das bewusst ausgewählt, Nein, also, dieses Bild. Ich glaube ehrlich, das interessiert den gar nicht. Diese Diskussion ist völlig unabhängig von dem. Und man muss auch sagen, ich finde fairerweise, als dieses Blackfacing, er ist zu sogenannten Fasching, wie man das da drüben nennt,
ist er als Gandhi gegangen und hat im Prinzip sein Gesicht... Aber wann? Schon vor ein paar Jahren, oder? Das ist schon ewig her. Das war schon vor dieser ganzen Diskussion rund um Blackfacing und so ein Bums. Und ich weiß auch nicht... Ja, ja, halt mir das am besten. Soll ich es mit dem Mund nehmen? Ist das, haben wir das Gleiche? Nee. Alter, sag mal, so drückst du mir das immer in die Fresse. Oh, jetzt kommt... Oh, das sieht aber aus. Das sieht ja gesund aus. Kriegen wir auch Besteck? Das ist aber sehr lieb. Ich hab das Besteck. Oh, super. Wen ist denn das? Das ist aber ganz lieb. Dankeschön. Trinkgeld gab es in der App, danke. Ach so, danke schön. Hier, komm mal her mit deinem Aperolchen. Ich lese gerade bei... Mach's bitte nicht so stark. Ei, 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 was hast denn du da reingekippt? Ich lese gerade bei YouTube, das Krasseste am Katzenberger Gate ist, dass Iris konstant Leerzeichen vor ihren Kommata macht. Geil, ne? Ich lieb das. Und Robert schreibt aber auch, man sieht auf Instagram nichts mehr, die Accounts sind alle privat. Das ist typisch Iris Klein. Einfach mal was rausposaunen. Gib mir mal drei Eigenschaften. Welche drei Eigenschaften würdest du Iris Klein geben? Aufmerksamkeitsgeil. MILF. Schon auch. Hey, was hab ich denn da ist das eine geile, geile... Ach, ich finde die schon, also ich finde schon, dass die... Also ich verstehe schon, was der Peter so... Meinst du, das ist eine geile... Abseits von Australien. Ich würde mal gerne sehen, wie dieser Peter aussieht oder wie ihr... Ich habe irgendwie das Gefühl... Ich habe auch kein Bild vor Augen. Twitter mal ein Bild von denen, dann haben wir das hier im Stream. Ja, und twittert das mal ganz kurz. Iris Klein Peter. In meinem Kopf heißt die... Die Gewürzgurken. Ist der Peter... Ah ja. Ach, so sehen die aus, mein Kennt lieber ihr nicht? Mann. Nee, Peter hatte ich gerade Mach Peter mal hier die Kamera von die Basti-Cam. Was ist das? Ja, das sieht man ja super, hä? Ja, aber echt. Komm, du musst es mal ein bisschen weiter wegmachen. Ach, das muss doch reichen. Das ist viel zu hell. Will jemand mal an das weiße Zeug hier beißen und mir sagen, was das ist? Arsch, oder? Ja. Ich hatte doch extra Gemüse. Wo ist denn da extra Gemüse? Das ist das gleiche bemitleidenswerte Ding, was wir hier drauf geschmissen bekommen haben. Das habe ich bestellt. Was ist das? Ist das jetzt Content, dass wir jetzt alle gleichzeitig essen? Was ist das? Was ist der? Ach, das ist Kohlrabi oder sowas. Kohlrabende. Ach so, nee, das will ich nicht. Ach, jetzt kommt diese Picky-Scheiße hier schon wieder. Weißt du, deswegen finde ich die Scheiße. Weil du die ganze Zeit, das will ich nicht. Ah, nee, Knoblauch vertrage ich nicht. Ah, nee, das nicht. Ah, nee, vegan. Nee. Das ist wirklich, da musst du an dir arbeiten. Ja. Für mich geht's nicht in den Dschungel. Unsympathisch. Versteht ihr, Tessa? Leute auf YouTube. Habt ihr Verständnis für Tessa? Weil ihr seid doch auch so kaputt wie die, oder? Du doch auch. Also, was hab ich damit zu tun? Ich würde keine Schweinehase Als ob du essen. Nicht mit allen Werten oder mit einem Großteil der Werte, meine die Gemüse? Tessa so Nein. öffentlich darstellt. Ach, da ist extra Gemüse. Ach so. Das willst du noch essen? Du kriegst auch den Hals nicht voll. Man gibt dir den kleinen Finger. Was hab ich da bestellt? Man gibt dir den kleinen Finger und 100 Gewürze. Aber bratenes Gemüse. Der Papis wird da was draus machen im Bock. Ja. Aber hier ist viel einfach nur so Salat hingeschmissen, Gemüse, ne? So ohne Dressing. Ja, einfach so. Die haben sich auch keine Mühe gegeben, das kotzt mich an. Hm. Was wollte ich sagen? Erst, ich wollte in den YouTube-Chat mal gucken und gucken, was da passiert. Bei denen geben wir gar nicht genug Liebe. Wollt ihr noch vegane Mayo obendrauf? Hast du vegane Mayo? Ja. Nö, möchte ich nicht. Vegane Mayo? Ich möchte es auch nicht. Gut, dann haben wir das geklärt. Basti, eigene Schrittcam. Was, Spasti? Der hat Basti Schritt gesehen. Spasti ist aber auch behindertenfeindlich, ne? Das würde auch Tessa so unterschreiben. Also, ich finde, also wir müssen ja ehrlich mit uns allen sein. Nee. Die Werte, die Tessa vertritt, ne? Machst du das gerade gegessen, den Chips? Ja. Kann man ja nicht vom Boden essen? Doch, aber hier kann man vom Boden essen in diesem Airbnb. Vor hunderttausenden Menschen willst du mit vollem Mund sprechen. Genau, jetzt erzähl mal was mit Tessa, aber warum du sie attraktiv findest. Ich finde es eine geile Sau. Mhm. Okay. Danke schön. Wollt ihr vegane Mayo? Ich finde es spannend. Nee, ja, danke. Ich finde es sehr, sehr spannend, um ehrlich zu sein. Dass sie, ich möchte das Gemüse hier halten. Da kommt was raus. Sag mal, möchte jemand ein bisschen Gewürzgurke haben? Sehr gerne. Darf ich das anfassen? Ja, klar. Hab die Hände auch nicht gewaschen. Super. Na komm, noch eine, was soll der Geiz? Also das Problem bei Tessa, wir haben das in der letzten Folge schon... Das Problem bei Tessa ist, die vertritt alle Werte, die wir auch vertreten. Die ist 100% woke, die ist 100% cool, so mit unseren Werten, Feminismus, Veganismus, bababababa, alle Werte, die wir vertreten, vertritt diese Frau auch. Die macht das aber, also was wir daraus lernen können, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, oh, vielen, vielen lieben Dank, ist, das ist ein Mahnmal der Schande. Der Schande. In für unserem uns Land. Als sogenannte Leute hier in der Bundesrepublik Deutschland, wir dürfen, wir müssen uns alle ordentlich kein Beispiel an dieser Frau nehmen, weil das ist ja wirklich ridiculous. Die ist ja, das ist ja gar nichts. Ne? Was ist das Problematische? Hm.
Die Art, wie sie es vertritt, die Intensität, wie sie es vertritt, die Zusammenstellung. Ich glaube, kann man das nur vertragen, wenn man einzelne Aspekte vertritt? Also was genau ist der Punkt, wo es too much wird? Ich finde, das ist auch sehr schwierig zu sehen insgesamt und sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Twitter schreibt, man packt die Sachen eigentlich in den Rap und isst es dann. Echt? Ich dachte, das wäre für eine Badekappe. Das ist ja so ein Teller. Da stand Teller. Nee, das esse ich so ein bisschen dabei. Ja. Nee, ich würde das auch. Also, ist das nicht hier so? Hast du da auch gemacht? Ja. Oh, Leute, hört auf, uns zu kritisieren, während wir hier ganz entwöhnt. Stellt euch mal vor, ihr esst im Internet. Aber wir sind jetzt auch nicht viel besser als der Drachenlord, ne? Also viel mehr Content. Hat mal einer irgendwie so ein Ei so in den Drachen schieben? Einfach? Sagst du jetzt zu uns, dass wir die fettesten, hässlichsten Leute ever sind und dass du uns nur verarscht hast? Was? Ist das nicht so ein Drachenlord-Stream, wo so ein Mädel dabei ist und man denkt, das ist der Höhepunkt und dann ist er richtig zerstört? Das war ganz schlimm. Mit dem Heiratsantrag, fandst du das schlimm? Ich fand das schlimm. Das ist sowas witzig eigentlich. Ich fand das sehr schlimm. Hast du den Podcast mit David Hasselhoff hier? Danke. Genau, mach mal den David Hasselhoff. Hier, ihr müsst mir auch sagen, dass ich die ganze Zeit hier den hier die ganze Zeit mache in der Kamera. Habt ihr den Cui Bono-Podcast gehört? Wie findet ihr das eigentlich, dass ihr Samstagabend, euren Samstagabend hiermit verbringt, drei Leuten dabei zuzuschauen, wie sie ganz unseriös Salat in sich reinfahren? Wie bei Astro TV, die oben in diesem Fenster. Ich steck mir jetzt so viel Salat rein, mal sehen, wie es aussieht. Wir hätten noch Nachtisch bestellen sollen. Wir hätten irgendwie was Jacke-Gandisch bestellen sollen. Ich hab doch gesagt, lass Pizza nehmen, ihr wolltet sowas. Schmeckt wie ein Fuß. Ich hätte auch eine Pizza gegessen. Der Salat ist es ehrlich nicht, aber die Falafel und der Hummus, Das ist aber da auch darf jetzt man hier. Noch Mensch sein. Wollt ihr was hier von Twitter? Vom Lappen, der ist durchsichtig. Soll ich es auf die Kamera schmeißen? Habt ihr schon mal auch einen Samstagabend so gut verbracht? Ich nicht. I doubt it. Aber kann man schon essen, ne? Mhm. Auch super, wenn wir alle gleichzeitig essen. Toll. Auch für die Leute, die das nachhören. Besonders schön. Gruß an alle, die gerade uns nicht sehen und uns an so einem Dienstag um 14.30 Uhr hören nur. Mama. Oh Mann, die arme Frau, ey. Guck mal, aber unsere Regie macht das so mit diesem... Da wird der Rap belegt. Ist dein Ernst? Hör auf, uns zu verhöhnen mit diesem... Ach ja, lass dir schmecken, Arschloch. Ich muss ganz kurz nochmal bei Iris. Ich möchte ganz kurz bei Iris Klein nochmal gucken. Das Essen ist ja eh kalt. Ich glaube, das soll so. Iris Klein hat sie sich auf. Allein dieser Name, ne? Iris unterstrich Klein unterstrich Mama unterstrich. Erstmal die vielen Unterstriche. Ich glaube, da fehlen noch die Leerzeichen vor den Kommas. Mhm. Aber auch die Tatsache, dass sie sich in ihrem Ad-Name. Hat die Frau? Iris hat, glaube ich, ich weiß das sehr genau, weil ich sie schon sehr lange kenne, von der Normalo Big Brother Staffel noch. In der auch. Nee, eine Staffel vor Cosimo. Cosimo war 2011, warum weiß ich das, bei Big Brother. Und Iris eine Staffel davor. Und ich glaube, sie hat... Fragen, Iris hat einen Realschulabschluss und hat in Ludwigshafen jahrelang ein Bistro, ein Restaurant gehabt. Was ist das für ein Restaurant? Was gab's da? Bier. Hauptsächlich, ja, das war eher so Kneipenatmosphäre. Woher weißt du das? Ich weiß das halt, ich war da auch mehrmals. Wie kannst du das Wissen abrufen? Das ist kein normales Wissen, sowas weiß man nicht normal. Das ist Trash-TV-Wissen, ich bin ja auch Trash-TV-Experte seit 4 Tagen wieder. Alle Leute gucken auch die Rundfunk 17 hören, ja, das weiß man auch Trash-TV. Aber wie kann man denn so viel Wissen in sich drin? Könntet ihr das auch so aus dem FF sagen? Also Steffen schreibt, bestes Invest in mein Leben. Er schaut uns gerade anscheinend auf einer Leinwand beim Essen zu. Super. Toll, da fühle ich mich gut. Basti, Masti und Melina Job, Biancara sind doch so klein, die werden von einem Blattsalat satt, schreibt Lasse. Und wir machen Flo gerade so ein bisschen Hunger. Er schreibt, wenn ich das so sehe, bekomme ich Bock, noch rüberzugehen und mir eine Pizza zu holen. Ich ehrlicherweise auch, ja. Flo. Und Larry schreibt, ganz Deutschland, Inflation, Gaspreise, Hilfe, Hilfe. Rundfunk 17 bestellen für 60 Euro Salat. Das bin ich wirklich ein bisschen frech. Katharina fragt dich, Basti, kannst du ein Drachenlord-Update geben? Was ist da der aktuelle Stand im Game? Ist er noch obdachlos? Wahrscheinlich, ne? Lebt er noch in seinem Auto? Ich bin selbst... Er hat doch kein Auto mehr, oder? Ich würde es ganz gern hier mal auch öffentlich sagen wollen. Bist raus? Ich glaube, ich habe es großteils überstanden. Hatten wir schon mal. Aber gut, das ist dann wieder zurückgekommen, richtig.
Das Drachenlord-Game. Junge, ich hab's doch heute wieder den Drachenlord irgendwo in unserem Kleiderschrank rumbrüllen hören, als ich fertig gemacht habe. Wohnt der bei euch jetzt? Ja, wir haben den aufgenommen. Im Kleiderschrank. Ey, ohne Witz, also der ist, pass auf, jetzt mal ernst, der Mann ist obdachlos, der hat kein Auto mehr, der lebt auf den Straßen Emskirchens, der befindet sich oft in so einer Bäckerei beim Rewe. In so einer Rewe-Bäckerei, weißt du, was ich meine? Ja, die am Ende bei den Kassen ist. Auch häufig. Da sind ja auch so ein paar kleine Stühle und sowas, da sitzt er oft. In Emskirchen. Ja, Mann. Und der hat's nicht so gut. Obdachlos, der schnort immer die verschiedenen Ämter an, nach einer Unterkunft und sowas. Die helfen ihm aber nicht, geben dem kein Geld. Der lebt halt auf der Straße. Mhm. Netflix. Das habe ich auch gehört. Macht aber jetzt eine Doku mit ihm. Ist es bestätigt? Nicht so richtig, ne? Es gibt schon einige Leaks und er hat das indirekt schon durchblitzen lassen. Und also das Drachengame insgesamt ist eigentlich großteils tot. Die Sache ist durch. Der Mann ist besiegt, obdachlos, hat keine Einkommensquellen mehr, gar nichts, völlig pleite. Sein Auto hat er ja nicht mehr, der hat ja seinen Führerschein verloren, weil er nicht zur MPU gegangen ist, zum sogenannten Idioten-Test. Was hat er denn gemacht, dass er die MPU bekommen hat? Was hat er nicht gemacht, um diesen MPU zu bekommen? Der ist doch einmal über einen Acker gefahren und hat versucht, Leute umzufahren. Ach, einfach du Scheiße. Mit seinem Auto. GTA Real Life. Ja, er ist wirklich wie bei GTA auf so einen Acker gefahren und hat versucht, Leute umzufahren. Ein Mähdrescher, diese GTA 5-Mission. Mit seinem, ja, mit seinem Ford Ranger. Der hat ja so ein Pickup gehabt. Völlig durchgedreht, der Mann. Aber es ist schon witzig alles. Es gibt so eine tolle Doku-Serie, die heißt Die Geschichte des Drachenlords auf YouTube jeden Freitag. Fantastisch, da kann man das so ein bisschen nachhören. Läuft das noch? Immer wieder mit neuen Folgen? Genau. Gibt es da so viel zu erzählen? Das sind, glaube ich, mittlerweile 65 Folgen. What? Die sind jeweils so 20 bis 40 Minuten. Wie kann man denn 65 oder 251 Folgen Scheiße erzählen? Mhm. Das hinzukriegen ist schon ein Ding. Wer ist die Regie? Seit wann habt ihr noch andere Freunde? Ich lade die Boys von Rundfunk 17 höchst offiziell nach Amsterdam zum Salatessen ein, schreibt Larry. Aber nur, wenn wir 60 Euro bezahlen. Ich glaube dich nicht, Mellos. Schade. Es entstehen hier, Basti, sehr, sehr schöne Bilder. Ihr seht es auch da oben, das von Rob the Bob. Das, wo du da schön... Oh, ich muss aber auch aufstoßen. Da ist so viel. Was ist da drin? Sauerstoff? Nee, was ist so in so Salat drin? Was verdauungsmäßig... Methan. Methan? Aber das schmeckt ein bisschen, als hätte man da einfach so eine Zitrone drüber geleert, oder bin ich da? Aber das machen alleine. Sie doch. Minze. Minze, sagt die Regie. Naja, bin ich jetzt. Aber die Falafel-Dinger sind schon geil. Die ne? sind sehr lecker. Ich habe gerade nicht zu essen, weil ich so großen Hunger habe, aber wenn die weg sind, ist es weg. Aber du hast ja noch hier extra viel Gemüse. Mmh. Ich habe gedacht, das ist so Grillgemüse. Ach, Grillgemüse, sag mal, wo sind wir denn hier im Dschungel oder was? Ich sag doch, die im Dschungel wären froh, sowas zu haben. Ja. Die kriegen wieder so einen Schwachsinn, den keiner braucht. Nee. Manchmal kriegen die wirklich Sachen, die sehen wirklich gut aus. Und die hören sich gut an. Du musst dir da erstmal zubereiten. Ich wäre da echt. Genau, wichtige Info zum Drachenlord. Der andere Dominik hat was Wichtiges hingeschrieben. Das ist wirklich sehr wichtig. Da hat er kein Geld mehr. Und ja, aber Netflix wird doch ein bisschen zahlen. Der andere Dominik hat geschrieben, der macht doch jetzt Escort über poppen.de. Aber das heißt, er bietet sich an für Dienstleistungen. Ja, ich glaube, für eine Woche zahlst du 10.000 Euro. Eine Woche? Eine Woche mit dem poppen.de. Machen das die Heder? Nee, ich wüsste nicht. Aber es ist schon wild, oder? Für wie viel Euro würdest du dich bei poppen.de reinstellen? Was sind die Leistungen dahinter? Sagen wir mal, poppen.de klingt jetzt ja schon eine mal... Eine Stunde... Das volle Programm. Nee. Was ist denn das volle Programm? Eine Nacht im Hotel, das volle Programm. Mhm. Escort hat ja auch noch andere Dimensionen. Ja? Escort fängt ja auch an mit Essen gehen und so. Ja, genau, sowas macht er auch. Essen gehen würde ich, glaube ich, machen. Da würde ich mich nicht zu... Würdest du dich zu schmutzig fühlen, so für Geld mit jemandem essen zu gehen? Also ich würde alles für Geld machen. Ich glaube, das ist schon... doch auch so, Mels. Also Entschuldigung, seid ihr beide ist ein Unterschied zu unserer Escort, Beziehung. Also in einer Escort-Beziehung. Nein, ich glaube, man macht sich schon mehr Gedanken, wenn man das Angebot kriegt. Ich hatte ja auch mal das Angebot, meine gebrauchten Schuhe zu verkaufen. Für sehr viel Geld, was ich nicht gemacht habe. Wie viel? Obwohl, naja gut, ich war damals Student, aber das waren 200 Euro oder so. Boah, das war mehr, als sie gekostet haben. Meine Schuhe die waren keine 30 mehr wert. Das waren schon gut, aber die waren halt abgelaufen. Was waren das für Schuhe? Adidas? Ja, so Nike, whatever. Ne, so 100, 120 Euro Schuhe. Schon gute, aber halt auch schon ein halbes Jahr oder ein Jahr getragen. Würde deine Mutter sagen, das ist festes Schuhwerk?
Nee, das sind keine Halbschuhe. Ja, kauser Jugendlichen. Aber ne, jetzt klingt das wieder so wie, ja, sollen sie alle haben da die Schuhe für 200 Euro, ne? Aber man macht es dann doch nicht. Nee, man macht das nicht. Ich habe auch schon super oft diese Angebote bekommen, irgendwie Socken. Super oft? Ja. Worüber, über TikTok, über deine Insta? Alles, TikTok, Instagram, Kleiderkreise, alles. Es gibt was sind das für Nachrichten? Plattform. So welche, wo man schon die Perversität rausliest? Was steht da so? Ja, so. Was steht da, wenn du jetzt auf TikTok aktiv bist, ne? Was steht da? TikTok eher nicht so. Aber die kontaktieren dich dann auch wahrscheinlich von TikTok über E-Mail oder sonst irgendwas. Was schreiben die für Mails? Dann sowas wie, mach mal so eine Beispiel-Mail. Boah, wirklich, es ist von recht harmlos wie, kann ich deine Socken kaufen? Bis hin zu Unterwäsche kaufen oder, keine Ahnung, unterdrück mich, ich schick dir Geld oder so ein Käse. Und was antwortest du darauf? Ich find's geil, ich bin alles ich. Du schreibst diese Nachrichten. Ich schreibe die Nachrichten und es läuft genauso. Wird dann unterdrückt und Geld geben. Meine Socken in die Waschmaschine, kannst du auch einfach reinkriechen. Muss doch nicht zahlen. Aber ich möchte ja unterdrückt werden für Geld. Das wäre mir unterdrückte ja sehr Nummer. Dann für wie viel Euro würdet ihr euch unterdrücken lassen? Ein Restaurant Besuch mit einer sehr, sehr unattraktiven Person, wo man halt schon sich denkt, damit will man nicht gesehen werden im Restaurant. Und es ist so ein Abend, 4-5 Stunden, ein richtig langer Abend, Essen wird bezahlt und es ist quasi euer Honorar für diesen Abend. Aber am Ende musst du doch nur essen gehen. Die Gedankenspiele hat man dann, glaube ich, schon, dass man denkt, das kann das doch nicht sein. Das gehört ja im Zweifel auch dazu. Genau, aber ihr kriegt die Anfrage, hey, wir gehen schön essen, ich bezahle das Essen, ich hole dich ab, ich fahre dich dahin. Genau, was ist der Preis für so einen Abend von ein paar Stunden? Boah. Wie käuflich einfach seid nur ihr? Nur essen wäre nicht. Essen und das trinken. Wäre die Anfrage, aber ich glaube, im Hinterkopf hat man schon, ob das dabei bleibt. Genau, und da ist auch Gefahr. Aber das müsste man mehr nicht machen. Ja, also, das ist ja die Gefahr. Wenn jetzt hier ne, einer unserer Rundfunk-17-Zuhörenden vielleicht dir Geld in einem bietet. Sogenannten Land in der Nähe vom Wasser dir jetzt schreiben würde, der hätte ja ne, so ein Dude, der zum Beispiel, sage ich mal, aus Holland kommen könnte. Rein hypothetisch. Okay, verstehe. Mal. Der schreibt dir und bietet dir das an. Mhm. Da sind ja gewisse Risiken mit verbunden. Für wie viel Euro würdest du? 100 Euro und eine extra Portion Gemüse. Ja? Mit den Gurken auch. Ja, so eine doppelte davon. Nein, ich glaube tatsächlich, dass man da als Frau häufig nochmal ein ganz anderes Gefühl hat, weil ich glaube, ich tatsächlich auch ein bisschen Angst hätte, dass es da zu Übergriffen kommt. Dass man auch körperlich unterlegen ist, ne, von wegen, ja, ich hole dich ab und fahre dich heim, das will man, glaube ich, das schon gar nicht. Das will ich doch sowieso. Schon allein, dass die Person dann wüsste, wo ich wohne, wäre ein Unding. So, das wäre mir alles egal. Egal, ob es ein Mann oder eine Frau wäre, ich glaube, ich hätte diese Angst, hätte ich, na, vielleicht bei irgendeinem Kerl vielleicht schon, aber bei einer Frau, glaube ich, nicht, obwohl das wahrscheinlich auch falsch jetzt ist. Jetzt sag doch mal einen Preis, ich flippe hier gleich für aus. Wie viele Stunden, wie lange geht das und nur essen? 4 Stunden. Sagen wir mit allem drum und dran abholen, hinkommen, zurück und so weiter und so fort. Und diese bestimmten Sicherheitsmechanismen wie, ich muss danach nicht irgendwo anders hin. Irgendwer hat da so ein Auge drauf, was dabei passiert. Ich komme. Aber wer hat da, bitte, so läuft das nicht, Melz. Ja, ich sag doch, ja, das ist total langweilig. Nee, warte mal, wirklich angenommen, mir passiert nichts, ich gehe nur essen und das Schluss. Die Person, von der sehe ich nie wieder was, von der höre ich nie wieder was. Not gonna happen. Die hat deine Daten und wenn es nur über poppen.de ist, ich glaube, da gibt's einen Kontakt. Die Sicherheitsmechanismen, ja, die Plattformen, die auch noch mitkassieren, sagen dann, na ja, das läuft Kommunikation nur über uns und du brauchst die Handynummer nicht und whatever. Es sitzt da kein Security neben euch. Das wird nicht passieren. Dann würde ich wahrscheinlich nicht machen. Können wir mal bitte ernst vielleicht sein? Das ist doch total langweilig. Ich glaube, 1000 Euro. Prostituierst du dich? 1000 Euro Restaurant. 1000 Euro würdest du dich prostituieren? Für Essen? Essen ja, doch, echt ehrlich 1000 prostituieren. Euro Restaurant. 1000 Euro einmal essen gehen? Das ist... Hätte ich jetzt als Mann kein Problem. Oh, doch, nee, weiß ich. Wie der Drachenlord. Wird wahrscheinlich gar nicht machen. Aber der Drachenlord, der prostituiert sich dazu. Würdest du dich nicht prostituieren? Oder man nimmt so viel, dass man... Wie viel Geld prostituierst du? Hör doch jetzt hier auf mit so Fragen. Was denn? Aber das sind doch die ehrlichen Fragen. Das stellen die alle im YouTube-Chat, fragen alle, wie sieht's denn aus bei poppen.de? Wann prostituierst du dich, Ed Anredo? Steht hier die Frage. Larry würde Geld zahlen, um mit mir den ESC zu gucken. So, was sagt ihr jetzt? Wie viel? ESC, boah, da muss ich erstmal anreisen und so da nach zum Wasser da oben. Obwohl, ESC gucke ich auch so ganz gerne. Also es wäre jetzt keine große Strafe, aber ich esse auch so ganz gerne. Und deswegen machst du es ja auch nicht billiger, nur weil Geld? Es ist. Auch 1000.
Habt ihr gehört? 1000. 1000. Siehst du, Larry, kannst du schon mal sparen. Wie sympathisch. Wenn ich im Mai in Holland bin, wisst ihr warum. Hey Leute, so, ich gucke hier gerade zu den Eurovision Song Contest in Amsterdam. Hey, macht so Spaß hier. Und danach geht's wieder irgendwo in Südseeurlaub, komischerweise. Dann wisst ihr warum. Falls ihr später auch Hunger habt, zwischen den Ritzen sollte sehr, sehr viel zu knuspern sein. Ja, schön. Ich glaube, da ist mir schon einiges reingefallen. Da ist auch mein Fuß drin in den Ritzen. Den knusper ich mir auch gerne. Lecker, lecker. Was ist denn, wenn man so viel Geld verlangt, jetzt wenn wir beim Restaurant bleiben? Nicht bei poppen.de, sondern bei Escort, Begleitung, Restaurant, Dinner. Dafür bezahlen ja auch Leute Geld. Eher für dich als für uns wahrscheinlich, aber es gibt's. Wenn man so viel Geld nimmt, dass man davon Security zum Beispiel an den Nebentisch setzen kann, die dich begleitet, wird dir das Sicherheit geben? Ja. Schon, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber dann bist du auch bei über 1000 wahrscheinlich, oder? Dass sich das lohnt auch noch. Dann machst du kein Plus mehr, das bringt nichts. Ja, doch. Also wenn der Preis dann so hoch ist, dass ich die Security locker bezahlen kann, ohne dass es mir wehtut. Sind wir eine verkorkste Generation, dass wir so käuflich sind? Dass wir das machen, dass wir keine Standards haben? Nö. Sind wir nur das sind für Standards, aber soll das aber Lebenserhaltungskosten zu hoch? Ich weiß es nicht. aber was ist denn daran verkorkst? Also Entschuldigung. Ich weiß nicht, es ist so Prinzipien. Was denn für Prinzipien, dass ich nicht essen gehe für Geld oder was? Was ist das denn für ein Prinzipien? Wenn das dein Prinzip, wenn das ja, Teil deiner Prinzipien ist. Du lässt dich kaufen von einer Person, die sehr, sehr viel Geld bezahlt, weil sie dieses Goal achieven will. Ja, und jetzt kannst du auch beim Arbeiten sagen. Ja, kann man auch. Aber guck mal, wirklich, aber da habe ich keine Security. Entschuldigung, Prostituieren ist noch was anderes. Mhm. Wie viel Geld? Hast du gehört? Melus, bei welcher Summe sind wir da? Ich würde auch schon gehen. Nee, Prostitution, poppen.de. Nee. Siehst du? Und da ist dann wahrscheinlich bei vielen einfach die Linie erreicht. Genau, Roberto Blanco schreibt auch bei YouTube, sorry, der Name steht hier, so viel Geld verlangen, um Security mitbezahlen zu können. Das könnte natürlich tatsächlich ein Trick sein. Der sogenannte Trick 17 von Rundfunk 17. Chips, Cola, Felix, privat. So, und Larry schreibt los, Rob, wir legen zusammen jeder 500. Und dann schreibt, jetzt schreibt Dura, glaubt, da bekommt man noch mehr Leute zusammen. Na Moment mal, es hieß mit Larry ESC gucken, ich will da jetzt nicht so eine Viewing-Party mit 10 Leuten machen, wo jeder 50 Euro bezahlt. Außerdem möchte ich extra viel Gemüse. Woher kam diese Idee mit dem Gemüse? Was hast du dir dabei gedacht? Da stand Gemüsemix extra. Und ich habe gedacht... Und du hast gesagt, komm, wenn du das schon nicht bezahlen musst, dann nimmst du auch noch das mit. Nein, ich habe gedacht, da bekommt man so eine kleine Portion Grillgemüse dazu. Weil ich dachte, du hast heute noch nicht viel gegessen, du hast heute Mittag nur mal ein bisschen bei Burger King. Übrigens, bei Burger King kann Burger man wieder King. Essen. Denn die veganen Sachen haben jetzt... Die waschen jetzt ihre Hände. Ja, das ist mir egal. Aber das ist mir egal. Die haben jetzt Petersilienstückchen und jetzt weiß ich, dass was ich esse, auch wirklich vegan ist. So. Ernsthaft? Das ist den einzigen Anspruch, in den Patties? Nee, also in der Panade. Du siehst direkt von außen. Ist das eine Reaktion auf diesen Weihrauchskandal? Ja, damit es sichtbar ist für alle. Es ist Petersilie in den... Genial, aber irgendwie auch traurig, dass sie das machen müssen. Ne? Ich finde es krass, dass das Produkt selbst so nah an der Realität dran ist. Ja, dass das Produkt auch nicht das Produkt war. Das ist das Problem. Nicht nur, dass es so nah dran war, sondern dass es teilweise... Ja, ja genau, aber dass es zu Verwechslungen kommt, das ist ja der Punkt. Also das heißt, dieses vegane Endprodukt ist ja so nah am echten Produkt, was ja auch voll durchproduziert ist. Also ihr seid heute, als ihr hier zu mir gefahren seid, habt ihr einen Abstecher bei BK gemacht. Mhm. Also... Ja, schon. Ja, was habt ihr gegessen? Habt ihr so einen Aktionsburger gegessen oder habt ihr so eure Favorites? Einfach diesen veganen Long Chicken. Oh, Chicken mag ich da überhaupt nicht. Das ist mir. Warum? Echt? Weiß ich nicht. Das ist mir, ich mag das eher, so diese ganzen Beef-Sachen da. Beef? Ja, in vegan. Beef! Wie lange machen wir das eigentlich jetzt schon? Und warum guckt ihr immer noch zu? Wir essen hier die Hälfte der Zeit. Wirklich, das ist doch ich echt bin jetzt traurig. Aber auch wirklich fertig mit dem Gemüse. Jetzt bitte hinterfragt doch einfach mal, was ihr mit eurem Leben... Glaubt ihr, der Peter hatte Iris betrogen, um nochmal da anzuknüpfen? Ich habe keine Ahnung. Aber die Yvonne ist schon auch eine... Ja, dann zeigt mir nochmal, kann jemand nochmal die Yvonne posten, damit wie heißt die Yvonne? Yvonne Wölke oder ich so. Ich hoffe drauf. So ein Typ wie Peter braucht mal ein bisschen Wolke. Action im Leben. Hier, Yvonne Wölke. Mich würde es ankotzen die ganze Zeit, nur mit Yvonne. Nee, mit Peter. Ach, guck mal, das ist aber eine... Können wir auf die gehen? Fast Milf sagen, ne? Dann kann ich die Yvonne mal zeigen. Was denn, darf ich sowas nicht sagen, Milz? Darf ich nicht sagen, dass es eine Milf ist? Man sieht doch wieder nichts. Du bist dann eifersüchtig. Findest du das auch eine Milf? Das ist die Yvonne Wölke. Nicht ganz mein Fall. Wenn die jetzt sagen würde, 500 Euro für ein Abendessen, würdest du bezahlen? Ja, ja.
Würdest du bezahlen? Nee, ich würde mich bezahlen lassen. Das ist Yvonne Wölke, Schauspielerin, 41 Jahre alt. Deutsche Schauspielerin, Moderatorin und Model. Und ein irrelevanter Wikipedia-Artikel, da kenne ich noch welche. Filmografie. Oh, aber recht viel. Ich glaube, ich noch ein Schlückchen Mineralwasser. Tatort, aber 2005. Also wer war 2005 nicht in einem Tatort? Die Rettungsflieger, Pastewka, Unschuld, Cobra 11, Verbotene Liebe. Ist die ernsthaft Schauspielerin? Ja, aber eher so Episodenrolle. Unter uns, der letzte Beitrag 2015. Wärst du gern Schauspieler? Ja, bin ich doch auch. Mach mal deine beste Schauspielleistung. Mach was Krasses. Da muss ich mich hinstellen. Bitte die stehende Kamera auf mich. Ich muss hier noch das Wasser platzieren. Steht das da? Ich hoffe mal. Sieht man mich? Nee. Nein. Auf welcher Kamera wird es denn gerade platziert sein? Kader bricht zusammen. Was machst du da? Big Brother alarmiert sofort einen Notarzt. Kennt ihr die Szene, wo Kader lot? Hallo? Was machst du Kennt da? Kennt ihr die Szene, wo Kader Loth zusammenbricht im Big Brother Haus? Das bin ich. Kennt ihr nicht die Szene, wo Kader Loth... Ich hab sowas nie geguckt. Sie bricht dann auch so mit der Hand auf dem Kopf. So. Mann, man sieht das doch gar nicht. Warum? Mach das doch lieber auf dem Sofa. Ach so, aber da müsst ihr weggehen. Da ist jetzt alles voller Gemüse. Mal wieder die Anredo-Show. Na Moment mal, du hast gefordert, dass ich jetzt hier ein Schauspiel... Jetzt schauspiel doch einmal. Komm schon. Ach, hier ist ja wirklich... Hier ist ja wirklich alles voll. Ach, guck mal, hier ist noch so ein... Hier ist noch... Möchtest du noch? Melus, willst du noch eine Falafel? Willst du noch? Hier, guck mal, da willst in der Ritze. Falafel? In der Ritze. Also. Doch, das schmeckt dir. Darf ich mich hier hinstellen? Sieht man das? Ich esse doch gerade noch hier. Oh Mann, das kotzt mich doch so an. Ich wollte doch nur noch essen. Melus, schwenkst du hoch mit der Kamera? Dann muss sie aber wieder... Ja, ihr wolltet das. You want it, you got it. Aber warte, ich zieh auch die Brille ab, weil das wird jetzt wirklich... Kannst du den Sprecher machen? Du sagst, Kader bricht zusammen und wenn ich liege, sagst du, Big Brother alarmiert sofort einen Notarzt. Bereit? Ich bin und bitte. Kader bricht zusammen. Big Brother alarmiert sofort einen Notarzt. So. War die so? War das gut? Ja. War gut, oder? Tipptopp. Sag mal, was ist denn das? Das kann doch jetzt keine Leistung sein. Aber das sein, war doch jetzt gut. Steht jetzt die Kamera wieder richtig? Ich weiß nicht, ob das so mit... Können wir mal die Zentralkamera sehen? Würde ich dafür... Was ist eigentlich, wenn wir jetzt hier so stehen? Geht das auch? Würde ich dafür bei Verboten Liebe mitspielen können? Guck mal wieder mit dem Schritt hier. Pass auf, warte mal. Mach den Schritt aus dem Bild. Ach, Basti, lass den Hosenstall zu. Was machst du denn da? Basti! Oh nee, willst du noch einen Job haben? Das ist Humor. Ey, das ist mir so peinlich. Das war mir so peinlich. Kannst du bitte mal für alle, die jetzt gerade auf der Rückbank heulen und zuhören, erklären, was du gerade gemacht hast? Für alle, die es nicht gesehen haben. Ich kann das nicht erklären. Ich kann das nicht erklären. Das ist zu kompliziert. Melus, du vielleicht. Erklär dir das. Der junge Mann hat seinen Penis in die Kamera. Das stimmt doch gar nicht. Aber spinnst du? Dann erklär, was du da gemacht hast. Erklärst du es doch. Ja. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie es geht. Also, Peter und Yvonne ist gleich Herzchen oder nicht? Was tippt ihr? Was tippt denn die Community? Schön, wenn der Peter mal wieder... Schreibt es in die Kommentare. Schön. Ich fände es super, super gut, wenn der Peter mal wieder ein ehrliches Abenteuer hätte, weil das ist ja sonst nichts. Stimmt, der arme Peter. Ich denke mal, das ist Peter Althoff irgendwie. Für Peter mich ist Klein. Es auch in meinem... Peter Altmaier? Wisst ihr, wer auch zusammenpasste? Jamila Rowe und Peter Klein. Weil Peter ist Handwerker. Der hat einen Malerbetrieb. Oh. Der hat genau das Alter. Das hat übrigens auch Yvonne gesagt. Yvonne hat gesagt, bitte, Jamila bräuchte einen Mann wie Peter. Ja. Und ich glaube, das hat bei Iris nochmal das alles angeheizt. Das ist mehr als ein Esslöffel, oder? So viel Wasser. So ja, das schmeckt bitter. Guck mal, wie er das verdünnt. Wir haben keinen Prosecco mehr, oder wie auch immer das heißt. Wir ist hatten doch Schweizer. Darf ich das mal so in den Mund schütteln? Im Kühlschrank. Nein, Basti, ich esse noch das viele Gemüse. Da ist extra noch zusätzlich im Kühlschrank ist noch eine zweite Flasche Prosecco. Soll ich kurz... Ah, hier, da kriegt er hier sofort eine Panikattacke da hinten. So ein Tomätchen will ich noch essen. Ein was? Tomätchen? Mhm. Ich dachte, du isst jetzt die Katjes-Dinger. Sag mal, schmeckst du? Irgendwie nicht so ganz gut. Oh Gott, warum ist denn das Spiel nicht mehr in der Kamera, Leute? Jetzt hier ist eine Gabel. Jetzt nimm doch so eine Tomate. Jetzt iss.
Hier, ne? Nee, die waren der Geburtsgruppe. Deine Mutter kann Karate. Wie gehen wir denn jetzt um mit dem neuen DSDS, fragt die Community. Ach, das interessiert wirklich nicht. Was ist denn das nicht. Neue DSDS? Das neue, die legendäre finale Staffel in Klammern. Jetzt darf man nicht mehr sagen, dass sie die letzte Staffel sein könnte. Sag mal, wie findet ihr das? Es hieß doch vor einem halben Jahr, es sei die letzte Staffel. Jetzt sagt das niemand mehr. Dieter Bohlen ist zurück, hallo. DSDS, mega. Wir sprechen hier die ganze Zeit über das Dschungelcamp. Ach, hast du es eigentlich gesehen? Die erste Folge habe ich gesehen. Und dann habe ich gesagt... Nee, gar nicht DSDS, sondern hast du diesen Artikel gesehen? Welchen Artikel? Von der TZ? Über DSDS oder was? Nee. Willst du noch ein Stückchen? Ja. Soll ich dir mal den Titel davon vorlesen? Worum geht es um DSDS? Nee, es geht um... Dank Gott, das ist aber viel. Wie sagt man das am besten? Aber das... Mal ganz kurz. Dieter Bohlens Rückkehr oder worum geht's? Nee, soll ich dir mal den Titel vorlesen? Ja, dann lies vor. Kein Ekel mehr oder sowas. Autor muss bei Dschungelcamp-Szene sofort an Münchens Wohnungsmarkt denken. Dafür zahlt man 1400 Euro warm. Zitat. Was sagt was, ihr das? Was? Ich hab dir gerade eine... Pass auf, ich lese dir jetzt mal diesen Artikel vor. Das ist ein Tweet von mir. Dschungelcamp-Tweet mit dem 1400... München. Was Zeug? München. Promis, Pannen, Peinlichkeiten. Ja. Trash-TV-Experte Anredo hat aus Dutzenden Reality-Highlights und hunderten Fernsehabenden endlich das perfekte Partyspiel. Das ist ein Advertorial. Wie es in der Beschreibung des Produkts heißt. Der Mann weiß also, wovon er redet, wenn er auf seinem Twitter-Kanal die aktuelle Ausgabe des Dschungelcamps oder die Lupe nimmt. In diesem Artikel geht es darum, dass Fernsehen dein Leben ist und hier... Von wann ist das? Pass auf. Autor analysiert Dschungelcamp-Szene. Autor, das bin ich, oder was? In München 1400 Euro. Ach, weil die TZ in München ist. Und du wirst als Autor bezeichnet. Ja, dafür habe ich doch was erreicht. Die TZ, kannst du mir den Link mal schicken? Nee. Die TZ, nee. Geil. Nee, doch, aber dann kannst du... Das ist nicht echt. Dann kannst du an, ich glaube, TikTok oder Instagram, kannst du irgendwie relevante Nachrichtenartikel von dir schicken und dann kriegst du so ein Verified-Ding. Der hat doch schon bei Insta Verified, weil ich ihm die Kontaktwahl gegeben habe. Nee, bei Insta nicht. Nur bei Twitter gekauft. Ja, bei Insta. Bei Insta bist du Verified. Nein. Nein? Nur bei Twitter, weil ich für 8 Dollar Twitter Blue gekauft habe. Irgendwie dachte ich in einem... Das stimmt doch gar nicht. Sag mal. Hier, pass auf. Guck mal, lies mal. Was ist das denn für eine Hülle? Das ist ja geil. Die ist zum Perversen geblasen. Ich glaube, wir haben jetzt schon seit einer Stunde kein Konzept mehr. Hier passiert auch irgendwie. Wir haben seit 250 Jahren kein Konzept. Okay. Da schreiben die einen Artikel über meinen Tweet, weil ich München erwähnt habe, in der TZ, weil die in München sitzt. Ja. Was ist die TZ? Tageszeitung? Auch mit dem angespannten Wohnungsmarkt in München scheint sich Anredo auszukennen. Mm. Ob seiner Expertise eine persönliche Enttäuschung bei der Suche zugrunde liegt, unklar. Dafür zahlt man in München 1400 Euro kalt, schreibt der Trash-TV-Experte zu einem Screenshot Autor, würde ich des RTL-Live-Programms. Welche Verbindung Anredo hier sieht, Fragezeichen, auf dem Bildschirm, sag mal ernsthaft, ist ein Dschungelcamp-Kandidat zu erkennen, der sich im Zuge einer Prüfung durch einen schwach beleuchteten Tunnel kämpft. Stellt euch vor, das ist euer Job. Aus einem beleuchtet. Tweet so einen Artikel zu machen. So ein SEO-Artikel. Und das so, wenn ich du wäre, würde ich mich schon ein bisschen geil fühlen. Aber was ist die News? Warte mal. Die an der Wand verlaufenden Rohre. Aber die News steht doch hier. Hier als Titel. Ja, aber dass man in München... Autor muss bei Dschungelcamp-Szene sofort an Münchens Wohnungsmarkt Ja, aber das war doch ein Scherzchen. Dafür zahlt man 1400 Hat den Artikel meine Mutter geschrieben und dabei gefragt, wer das ist auf dem Bild, woher ich die Leute kenne. Es ist einfach ein Meme. Ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich möchte es weiterlesen. Was schreiben die da noch? Internetstar? Mit seiner humorvollen Einordnung hat der Dschungelcamp-Fan offenkundig einen Nerv getroffen. Fühlen sich zahlreiche Münchner Mieter ertappt? Über 600 Twitter-User haben den Beitrag bereits mit einem Like versehen. 600 Stück, das ohnehin ist ja findet die halbe Stadt. Anredo mit seinen TV-Analysen reichlich gehört. Das ist wirklich das halbe PR. Das halbe München. Ne? Seinen Kanal haben über 60.000 Menschen abonniert. Du hast mich gestern noch gefragt, was das PR ist. Der ist ja berühmt. Verena Kehrt wurde einst durch ihre Beziehung mit Oliver Kahn berühmt. Im Dschungelcamp wird sie nun nach den Bettqualitäten der Torhüterlegende gefragt. Ihr Urteil fällt eindeutig aus. Dann ist da noch ein SEO-Artikel verlinkt. Krass. Das heißt, die haben wirklich aus einem einzelnen Tweet jetzt einen Artikel gemacht. Genau, richtig. Aber ich finde, das Entscheidende ist, du wirst da endlich Autor genannt. Ich hab's geschafft. Aber ist die TZ ein seriöses Medium? Ich weiß nicht, ist das so ein... So boulevardmäßig, so wie Bild und Express. Ich habe keine Ahnung, ich kenne die TZ nicht. Ich google mal TZ.
heißt das ja bei uns Profis. Wir in München im P1 nennen das jetzt. Ja, ja, eine Münchner Boulevardzeitung. Ach, Merkur, die gehören zum Merkur Verlag. Ach so, die sind doch... Der Merkur Verlag. Ja, doch, kennst du es nicht? Nee. Ach, das ist Merkur Spilo kenne ich. Ja, das kenne ich auch. Novoline. Deutsche Boulevard Tageszeitung. Sollen wir eigentlich gleich noch in die Spilothek gehen? Oh, wollt ihr in die Spilo? Nee. Ja, ich weiß gar nicht, wo hier eine ist. Wann wart ihr zuletzt in der Spilo? Zu meiner Bachelorarbeit. Ja. Zur Bachelorarbeit. Oh Gott, das ist ernst gemeint. Und dann musste ich auch ganz schnell wieder raus, habe ich Kopfschmerzen bekommen. Wie viel habt ihr verzockt? 10 Euro? Also nicht viel, 200. Nein, 10. Das heißt, du gehst regelmäßig dahin und spielst dann auch. Klar, ich gehe da oft hin. Also ich befinde mich oft in der Spielothek. Novoline ist mein Spiel. Manchmal auch Book of Ra. Das ist auf jeden Fall mein Leben. Ich glaube, jetzt wird es wieder nicht mehr relatable. War jemand von euch jemals in der Spielothek? Wenn nur eine Person im Chat sagt, dass sie regelmäßig in die Spielothek geht, ich habe ja mal erzählt, auch im Podcast, Spielcasino, dann flippe ich hier aus. In meiner Uni-Zeit, in meiner allerersten eigenen Studentenwohnung, habe ich ja über einer Spielo gewohnt. Direkt drüber. Mhm. Eine Etage drüber. Und bist du schon besoffen? Ich bin schon auch, ich habe ja auch hier nicht nur Mineralwasser drin, wie du. Und ich war da nie drin, außer ein, zwei Mal, als ich Pakete abgeholt habe, weil die halt Post für mich angenommen haben. Geil. Und nebenan, was war unten Spielo und das nächste Gebäude war was? Erinnerst du dich? Nee. Ein Puff. Nein, du lachst. Neben dem Puff, über der Spielo, doch im Industriegebiet. Hast du da gefickt? Im Puff? Ja. Was? Was denn? Ich frag doch nur. Da hat der Drachenlord sich noch nicht angeboten, da war ich nicht dabei. Nee, der hat aber, als ich warst du mal im Puff? Da war ich nicht. Ich war in der Spielo, um mein Paket abzuholen. Aber im Puff nicht. Warum nicht? Der Puff war aber auch sehr unscheinbar, weil er war im normalen... Warum reden wir eigentlich jeden Livestream über Puffs? Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist so ein heimlicher Kink von uns wahrscheinlich, weil es ist so ein bisschen versaut. Sollen wir hier in Pascha nach Köln noch? Was? Da warst du auch schon mal drin, oder? Nein. Bonn 17. Nur Bonn 17. Und hier Pascha Tutti Frutti. Hat es Pascha noch auf? Weil da gab es. Im Pascha gab es ja. Was soll ich denn machen? Meine ganzen Freunde haben mich damit hingeschleppt. Tuttifrutti.sex. Genau, Tuttifrutti.sex ist die Website und dann gibt es natürlich auch Bonn 17. Hier schreiben Leute, nein, ja, gab eine Zeit, sagt der Frank. Okay, der Frank hat eine Spielozeit. Ja, gab eine Zeit. Spielozeit. Okay, gut, Frank. Ich kann den Chat überhaupt nicht sehen. Das kann ich auch nicht sehen. Ja, aber was willst du denn sagen? Komm hier, guck mal, lies doch mal den Chat, erzähl mal was. Ich wollte mal gucken. Was so abgeht. Also, Max schreibt, leider war ich schon öfters in einer sogenannten Spielunke. Larry schreibt, stimmt, ich könnte ja bis Mai noch in die Spielo gehen, damit ich mir einen Redos Amsterdam-Auftritt leisten kann. Kimi schreibt, Basti in der Spielo, da geht unser Patreon-Geld hin. Ich glaube, da hat Kimi nicht Unrecht. Sorry. Kimi fragt auch nach neuen Wohnheim-Stories. Da gibt's wahrscheinlich nicht viel, oder? Bist nicht mehr. Ach, im Wohnheim passiert ja nichts mehr. Also das ist ja. Wir waren doch auch schon. Das ist eigentlich total traurig. Wir sind ja nicht mehr da, oder? Das Studentenwohnheim in dieser Zeit, als ganz besonders, als ich da meine Hochzeit hatte und als du auch noch da warst. Geheiratet habt ihr da? Wir haben da geheiratet, auch in erster Linie, während ich hier gerade beim Dschungelcamp getwittert habe mit 15 Monitoren. Ja, ich will. Und jetzt Ruhe. Da war die Zeit eine das andere, ein sag ich mal. Weil heute ist es so, dass es gar nicht mehr so richtige Communities dort gibt. Dort leben die Leute nur im Prinzip, wie du hier einfach auch. Zweck-WG. Genau, so WG-mäßig. Oder wie halt ganz normale Leute in Wohnhäusern. Wenn ich kenne auch meine Nachbarn nicht. Die haben so einen Fächer vor ihrer Tür. So steht Fächer. Der immer noch? Ja, der aber steht da immer noch. Wir sagen immer nett Hallo. Ich kenne die nicht. Ich kenne die nicht beim Namen gar nicht. Ich habe letztens gesehen, dass sie aus dem Porsche gestiegen sind. War ich auch so verwundert. Stimmt, aus dem Targa da unten. Ja, genau. War ich auch verwundert. Wusste ich auch nicht. Habe ich nicht verstanden. Aber ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich habe der, das ist die asiatische Frau, von der ich schon mal erzählt habe, bei der ich, die mir Hallo gesagt hat. Und ich habe gesagt, Hallo. Aus Versehen, weil ich mich so runtergebrüßt habe. Aus Versehen verbeugt und die Hände gefaltet. Ich weiß auch nicht, was da in meinem... Wie kann das denn passieren? Sicherung ist durchgebrannt, sorry. Wie kann das hier alles passieren so? Keine Ahnung. Aber leider gibt es im Wohnheim, gibt es keine richtigen, ja, keine Storys mehr, da passiert nichts mehr. Wann gibt es die Fragen, schreibt jemand. Ach so, die Fragen. Naja, wir haben bei Instagram um Themenvorschläge gebeten. Vielleicht schaue ich da mal rein. Wir sind an dem Punkt auf jeden Fall mittlerweile angekommen. Lies mal einen vor, der Beste, der dir einfällt. Verschwörungstheorien, schreibt Miller. Gut. Was kann man dazu sagen? Gibt es irgendwas, woran ihr glaubt, wo ihr gleichzeitig denkt, das könnte auch eine Verschwörungstheorie sein? Also nichts Offensichtliches, aber irgendwas, wo ihr das Gefühl habt... Ich glaube, öfter mal leben wir in der Matrix, um ehrlich zu sein. Ja, meinst du? Ja, ich denke, das hier ist alles eine Simulation. Aller NPCs, außer du? Nein. Truman Show, ne? Ich weiß, was du meinst. Hello! Dacht aber ich als Kind oft.
Ich glaube ehrlich, letztens ist es mir wieder passiert. Ich habe mir veganes Hack von Rügenwalder Mühle bestellt. Über Flink. Da habe ich auch letztens bestellt, eine Gurke, und die haben eine geliefert, die war so klein. Und dann? Was war das? War's das mit dem? Nee, wir leben in einer Simulation. Nein, und ich glaube ganz, ganz fest daran, denn ich saß dann dort am Abend, wollte mir einen sogenannten Burger machen. Melz ist ja jetzt die ganze Zeit am Arbeiten. Machst du aus dem veganen Hack von Rügen? Genau, ach, das Trockene, das. Nee, das war das ja, schon das rosa. Buletten, aber der junge Mann muss sich die ja selbst machen, warum auch immer. Die kommt waren ausverkauft, die Buletten. Ja. Du hast extra so ein Burger-Patty. Um den geht es. Ich habe so einen Burger-Patty-Stampfer. Da machst du so BAM! Und dann ist das so ein Burger-Patty. Habe ich auch. Was? Die Sirko? Ihr seid völlig klar. Banane. Was ist denn los? Ja, das braucht man doch. Das braucht man. Patty-Maker. Wer macht denn Patty selbst? Könnt ihr das jeder hat doch mal alle im Chat. Okay, ich frage natürlich, ihr habt das alle. Wer macht Burger-Patties? Und ich habe das Ding überall gesucht. Ich habe die ganze Wohnung auseinandergenommen. Ich bin runtergegangen ins Arbeits-, ins Podcast-Zimmer. Habe überall gesucht. Ich habe jeden Ort in dieser Wohnung abgesucht. Nicht aufzufinden. Dann habe ich das mit der Hand gemacht, wie so ein Trottel. Da, guck, genau so ein Ding. Gib mal her. Genau, super. Nee, das ist ja peinlich. Oh, hier fällt alles runter. Ja, das ist... Nee, das ist ein guter. Ja, guck mal. Das ist ja peinlich. Entweder du machst den großen, dann nimmst du so. Nee, das ist der große. Hier das sogenannte Hackfleisch. Alternative Hackfleisch. Veganes. Und dann drückst du das, machst den hier und hier kriegst du es in klein. Ich nehme meistens die kleinen, das reicht. Ich habe so ein bisschen anderen, bei mir ist ein sogenannter... Bitte mal in die Kamera, ich möchte es dir wie bei QVC einfach mal vorstellen. Ich habe so einen Hämmerer, so einen mit so einem... Ein tolles Produkt, ganz schön. Ich hoffe, du verbringst den... Fühlt sich ein bisschen Billo-mäßig an, muss ich sagen. Entschuldigung, der ist von Enders. Was ist Enders? Keine Ahnung, war bei Lidl. Auch anfangs. Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich dann du versucht, da ganz Ding viel zu Gemüse finden. Rein. Ich habe versucht, den zu finden und der war nirgendwo. Nirgends. Und dann zwei Tage später, ich spreche mit Melz, sag, ja, hier, nimm doch noch einen Topf und nehm so den Topf und leg das dann dahin und dann völlig offensichtlich, als ich dann wir haben so eine Kücheninsel, da war dieser Topf drin, völlig offensichtlich war er zu sehen, dieser Burgerstampfer. Das ist und ich habe 100% geschaut dort. Ich weiß so genau, dass er da war. Oder du hast mich verarscht. Ich glaube ehrlich, du willst mich in die verrückt. Du willst mich wahnsinnig machen, weil du immer Dinge umstellst. Nein. Natürlich, du stellst bestimmt immer Dinge um. Um mich verrückt zu machen. Um mich verrückt zu machen. Die macht mich verrückt. Ganz kurz. Ich möchte kurz was dazu sagen. Basti, hör auf. Man muss mich auch hören. Basti verliert gern Dinge in unserem... Ne? In Wann unserer denn? Wohnung? Alles. Sag du mir eine Sache. Immer. Sag mir eine Keine Sache. Keine Ahnung. Wo ist der Senf? Du guckst, du machst den Kühlschrank ich hoffe, auf. Im Kühlschrank, ja. Basti macht den Kühlschrank auf. Guckt rein. Keine Ahnung. Starrt, glaube ich, einfach Löcher in die Wand. In die Kühlschrankwand. Guckt rein. Es springt dir nicht ins Gesicht. Es ist nicht da. Tür zu. Melos! Melos, wo ist der Senf? Wo ist der Senf? Wir haben keinen Senf mehr. Ich glaube, wir haben mittlerweile 5 Tuben Senf in unserem blöden Kühlschrank, weil du immer neuen Senf kaufst. Der Senf ist in der Tür. Ich finde es ganz schön, wie wichtig du dich tust. Das hier ist unser Livestream und jetzt machst du mich hier so runter. Die Melo-Show. Hier machst du mich hier so runter. Auf jeden Fall. Wir waren ja klar, Patties selber machen. Wer hat das Ding denn nicht? Aber wir waren ja eigentlich beim Thema Verschwörungstheorien. Und es gibt ja noch eine große, und da erinnert auch Rob dran. 9/11. Wir haben nie die Auflösung. Wir haben nie die Auflösung gehört, was nach der Backofen-Story noch passiert ist. Kannst du noch mal die Backofen-Story zusammenfassen? Sie ist jetzt 5, 6 Jahre her fast. Welche Backofen? Backofen, Kartoffel-Wedges, glaube ich. Aber das ist ja keine Verschwörungstheorie. Also, naja, das, was danach passiert ist, ich weiß es ehrlicherweise auch nicht mehr. Ich weiß, hey, du bist doch einfach... Pass nochmal zusammen. Du bist doch abgehauen, oder nicht? Weggerannt aus meiner eigenen Wohnung. Nacht- und Nebelaktion, ohne Witz. Es ist ja hier die 251. Folge. Also, ich habe davon noch nie gehört. Also, pass auf. Ich bin damals, habe ich den jungen Mann besucht. In Köln, in der Domstadt schon damals. In Sülz. Seine erste Wohnung in Sülz. So, das war wirklich... Ey, Junge. Das war ein Moloch, das kann man keinem erzählen. Meine Eltern sagen das auch, dass es so schlimm war. Ich fand das gar nicht so schlimm. Das war eine Einzimmerwohnung. Für Praktikanten und sowas. Ich hatte kein Geld und die hat 600 Euro gekostet. Ja. Ei, ist aber teuer. Für eine mit allem, ne? Aber für eine Einzimmerwohnung schon auch nicht wenig. Und die war halt voll möbliert. Aber dafür in Ordnung, du hattest dein, ne? Und so weiter. Und ich hatte einen Backofen, das hatte ich danach in der Wohnung nicht. Ja, genau. Und davor auch nicht. Aber das ist, und
Ich fand daran krass, also ich bin da reingekommen, du kommst da rein, zack, hier Wohnung gehst du hin. Ende. Vor dir, wirklich, vor dir, es ist so ein U gewesen, es war so ein U. Und du konntest im Prinzip da geradeaus gehen, dann war da so eine Couch, dann links da so ein Bett, irgendwie ein paar grobe Fenster. Und dann gehst du nochmal links um die Ecke zum sogenannten U. Und dann war da dort so ein Küchenbereich. Ich will es gar nicht Küche nennen, um ehrlich zu sein. Also schon mehr als eine reine Pantry-Küche. Ja, ja, genau. Es aber war Küchenzeile schon... ist zu groß gewesen. Ja, ist sehr es viel. Es gab ein Kochfeld und einen Backofen und einen Kühlschrank und alles, aber wenig Fläche. Ja. Genau. Und da war dieser Backofen und ich bin halt immer, ich gehe immer so rein in solche Wohnungen und dann bin ich erstmal so ein bisschen frech und mache immer Schubladen auf, guck so ein bisschen. Über Frauentausch, guckst, wo die gelben Zettel genau, sind. Genau, richtig. Hier richtig Terrarium, du. Was ist da? Ist der Briefträger oder was? Und dann mache ich so diesen Backofen auf. Ja. Guck da rein. Mir kommt ein Gestank kommt mir entgegen. Das kann man immer erzählen. Oh, oh, und dann gucke ich da hin und dann ist da auf so einem Blech, auf so einem, und dann auch darunter ist so Backpapier, aber das ist schon so richtig dunkel, weil das voller Öl vollgesaugt ist. Das ist dunkelbraun. Sehe ich da einen Haufen an Wedges, Kartoffel-Wedges, überall am Schimmeln, am Stinken wie die Sau. Ne? Es war ganz schlimm. Ich habe die da vergessen, zwei Wochen lang. Ja, genau, das habe ich gesehen. Weil ich habe nicht so häufig gebacken oder gekocht im Backofen, weil ich habe sehr, sehr hart gearbeitet, wie jeder Praktikant. Ja, ja. Und mehr als alle anderen gemacht. Ich habe hart gearbeitet in meinem Praktikum. Und ich habe immer, nee, wirklich, und habe montags bis freitags da halt nicht gekocht. Und habe dann meistens nur samstags oder sonntags den Backofen benutzt. Und wenn ich den halt einen Samstag mal nicht benutzt habe, dann kann es schon sein, dass der zwei Wochen nicht benutzt wurde. Und genau so war das an diesem Wochenende. Der war sehr lange nicht benutzt und ich habe da vergessen, dass da noch ein paar Wedges drin waren. Ich weiß nicht, warum du das so verwunderlich findest. Du hast mal zwei Wochen Baguette in unserer Spülmaschine vergessen. Ein Baguette in der Spülmaschine? Ja. Das stimmt was hat doch ein, gar nicht. Bist was du ein das? Sim? Was soll hast du so aus Versehen? Hast du dir mal gesagt, da bleibt es frisch da drin, das ist Luftgeschützt. Ja. Oder hast du das Brot in die Spülmaschine gesteckt und zwei Wochen nicht rausgeholt? Ich glaube, wir waren zwischendrin auch noch im Urlaub. Alter, was ist passiert? Ich habe ein Baguette bestellt bei Flink und wir sahen einen Tag vor dem Rhodos-Urlaub. Und wir wollten das dann zur Spülmaschine gelegt. Ja, weil ich nicht wollte, dass es austrocknet. Ich dachte, die Spülmaschine ist der luftdichteste Ort, den ich habe. Und was ist mit Kühlschrank? Baguette in den Kühlschrank, da spinnst du. Aber das ist wieder abwegig, ne? Das macht man nicht. Aber habt ihr gelesen, Rob hat geschrieben, es geht nicht um die Kartoffelgeschichte im Backofen, sondern, Achtung, im Wohnheim hat doch ein Unbekannter einen Backofen zugeknallt und ihn zerstört und wurde dabei gefilmt. Davon habe ich nichts gehört. Davon habe ich noch nie was gehört, ja. Gab keine Konsequenzen mehr. Da gab es keine Konsequenzen. Was für, also, das kann ich ja nicht wissen. Das wissen wir ja nicht. Ich bin ja unbeteiligt. Und ist das eine Verschwörungstheorie? Weil das auf war jeden eigentlich Fall, ganz Themen, kurz, Themenvorschlag. Ich würde ganz kurz gerne über eine Sache da sprechen, was dieses Baguette angeht. Kurz vor Rhodos haben wir im Prinzip dieses Baguette habe ich da reingestellt, weil ich dachte, das ist luftdicht. Das ist die genialste Idee meines Lebens. Dann kann ich ja am nächsten Tag raus und dann ist es frisch. Was? So, am nächsten Tag. Rate mal, wer nicht gefrühstückt hat. Alter, Basti, was ist denn luftdicht in einer Spülmaschine? Das ist doch nichts luftdicht. Natürlich, da geht Wasser rein, das läuft nicht raus. Das reicht mir schon. Ja, aber denkst du, das ist so ein Vakuumiergerät oder was? Ja, irgendwie dachte ich das schon. Und auf jeden Fall habe ich das dann zugemacht. Wir haben am nächsten Tag nicht gefrühstückt. Wir sind nach Rhodos geflogen, einmal ins andere Welt, Ende von Europa. Und dann kommen zurück. Machen die Spülmaschine auf. Ey, Junge, das Ding hatte Haare. Das war überall. Die ganze Spülmaschine war voller Schimmel. An jeder Ecke, überall. Jetzt haben wir eine neue. Wir haben die weggeschmissen. Und mittlerweile nee, geht's. Nee, weggeschmissen haben wir sie ja, nicht. Die steht unten im Keller. Aber ich habe auch keinen Bock. Ja, aber... Warte mal ganz kurz. Der Sperrmüll kommt doch bald. Welcher Tag ist heute? Samstag. Nee, 21. Wie viel ist das heute? In drei Tagen kommt der Sperrmüll. Der kommt heute. Wie, der kommt heute? Vercheckt. 21. Der wäre heute gekommen. Was wollt ihr zum Sperrmüll geben, die Spülmaschine? Ja, ihr wollt jetzt die entsorgen, weil da ein Baguette drin war. Nein, wir haben doch schon längst eine neue. In die alte Spülmaschine habt ihr ein Baguette gemacht? Ja, ja, klar. Ja. Ihr habt eine Spülmaschine... Nee. Da, zu dem Zeitpunkt war die noch angeschlossen. Das macht es nicht logischer. Wo würdest du denn dein Baguette hinplatzieren, wenn du sagst, ich möchte nicht, so dass das nicht frisch wird? Wo kriegen wir denn so schnell einen Brotkasten her, einen Tag vor Rhodos? Habt ihr nicht Lock and Lock? Was ist das?
Lock and Lock, das haben wir von HSE24 alle. Was? Abonniert ihr nicht, ihr seid ja nicht bei HSE24. Was benutzt du denn, wenn du jetzt sagst, hier steht ein Baguette auf dem Tisch? Ich nehme gleich die ganze Küche auseinander, da mache ich jede Schublade auf. Kennt ihr nicht Lock and Lock? Was? Das ist wie Tupper, nur in billig. Lock and Lock. Wobei, so billig ist das auch nicht. Ja, also ich habe immer nur die Tupperware so von meinen Eltern. Plastik-Scheiße. Sag doch jetzt mal, guck mal, pass auf, ich möchte dich jetzt fragen, ganz offen hier vor diesem Millionenpublikum. Wenn du jetzt ein Baguette konservieren möchtest Lock für and den Lock. Nächsten Tag, Lock and Lock. Wo hast du denn Lock and Lock? Ach, sag mal, jetzt reicht mir hier. Hast du es wirklich? Ich bringe jetzt alles mit. Ich glaub dir, alles gut. Was ein Arschloch, oder? Der versucht mich hier wieder bloß. Ja, das hast du auch verdient. Warum? Das stimmt doch gar nicht. Du packst ein Baguette in eine Spülmaschine. Das ist so blöd, das ist ich finde das geil. Freunde von uns sagen immer, also wir waren letztens im Saturn, ein Freund war mit dabei. Da haben wir so gesagt, oh, hier die Spülmaschine könnte interessant sein und sowas, weil wir halt eine neue gekauft haben. Und dann meint er so zu mir, Basti, ich weiß nicht, ob du die nehmen kannst, um ehrlich zu sein. Ich so, hä? Warum denn nicht? Wegen Energieeffizienz, weil das C oder sowas ist? Nee, ich glaube, die hat kein Brotfach. Ich glaube, da ist kein Brotfach drin. Junge, das sind ja Kanister. Aber da passt doch kein Baguette rein. Da willst du ein Baguette reinmachen? Ja, also wenn da kein Baguette reinpasst, dann weiß ich auch nicht. Du kannst es auseinanderschneiden und das Baguette dann da dann ist das nicht das Gleiche. Ach, Leute, hier passen 4 Liter Suppe rein. Natürlich passt hier ein Baguette rein. Wer kommt mit 4 Liter Suppe? Kann ich das noch einfrieren? Isst du eigentlich da Suppe kann man aus diesen Würsten? Niemand isst Suppe aus diesen Würsten. Also hier kann man auf jeden Fall ganz viel extra Gemüse reinmachen, finde ich. Isst du Suppen aus Würsten? Ich esse Wurst aus Suppe. Möchtest du noch den Kohlrabi da essen? Ist das zum Snacken ein gesunder Snack? Ja, so ein Kohlrabi, danke. Möchtest du auch so einen Stab? Nee, also ich finde Kohlrabi wirklich eklig. Nächste Frage bei Instagram. Gibt es noch weitere Alternativen für den Mute-Unmute-Trick, fragt Jan Frosch, um Gesprächen zu entkommen? Der Mute-Unmute-Trick, den haben wir ja erfunden, einfach in einem Microsoft Teams oder Slack, nee, wie heißt das alles andere da, Zoom-Gespräch, immer wieder Mikro an, Mikro aus, um schlechte Verbindungen zu inszenieren. Was gibt es noch für Tricks? Kann man nicht auch irgendein elektronisches Gerät irgendwie ans Mikrofon, gibt es da nicht irgendwie so eine Rückkopplung, irgendwas? Bei YouTube dieses Interferenzen-Sound-Ding, einspielen. Ja. LAN-Kabel raus. Soll ich mal drauf machen? LAN-Kabel raus rein. Ich finde das Problem. Ihr müsst mir bitte Tipps geben. Ich bin demnächst im sogenannten angelsächsischen Ausland. Und da bräuchte ich den Unmute-Mute-Trick nur in Real Life. Habt ihr da irgendwie einen Tipp für mich? Entschuldigung. Das war nicht, also, was heißt Interferenz auf Englisch? Interferences. Interferenz. Glaub ich nicht. Weil ich finde auf Deutsch nur so Physikerklärungen. Bitte. Schlaganfall. Wie soll ich denn auf der Dienstreise einen Schlaganfall? Krampfanfall. Keine Ahnung. Wie problematisch bist du? Das macht man nicht im öffentlichen Internet, wenn das deine Arbeit geht. Oh, das finde ich jetzt aber auch. Du bist jetzt ja im neuen Job drin, Mellos, ja. Ne? Du hast dann jetzt die erste Woche hinter dir ganz fresh. Erste Woche folgen dir ja auf Instagram, die Leute. Naja. Achtung, jetzt haben wir Interferenz. Ich hab gesagt, das ist mir peinlich. Bitte nicht folgen. Ich höre gar nichts. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Was haben wir denn hier bei YouTube? Top, tipptopp. Ja, wir haben gerade irgendwie leider irgendwie voll schlechte Verbindungen so. I'm sorry. Ich glaube, ich kann nicht über meinen Job reden. Sorry. Also sorry, ich glaube, es geht jetzt gerade nicht. Tschüss, ganz schlechte Verbindung gerade. Ich weiß nur, dass nie sauber gemacht wurde. Bitte? Plastiktüte um das Baguette und luftdicht zuknoten. Fertig. Ja genau, das haben wir gemacht, nur dann halt auch in der Spülmaschine. Aber wieso in die Spülmaschine? Weil ich dachte, das ist luftdicht. Ist das eine wahre Geschichte? Willst du mich verarschen? Da kannst du es auch in eine Schublade packen. Das wollte ich nicht öffentlich erzählen. Unser Basti. Lieber Herr Redo, das heißt nicht Lock and Lock, das heißt Lock, Lock. Gar nicht. Ja doch, einfrieren das Baguette. Wie einfrieren? Für den nächsten Alter, Tag? Alter Leute, langsam aus. Hier ist ein Unzeichen drauf. Bitte einmal in die Kamera. Seht ihr das? Und Lock, ja. Da ist ein sogenanntes Kaufmanns-Und. Das ist eine tolle Qualität, die Webcam da hat. Ich finde es sehr schön, dass so schöne Menschen sich an einem Samstagabend sehr liebevoll sich Aperol in die Fressmaschine kippen. Das finde ich sehr, sehr richtig. Das finde ich auch super. Ich hätte gern mal ein Update zu Anredos Moosbild. Gibt es das noch? Darf ich das abnehmen und hier hinbringen? Ja. Cool. Aber ganz vorsichtig bitte abnehmen. Ah, okay. Moment, ich hole das einmal ganz kurz. Das sieht eigentlich super aus. Also ich finde nicht. Das ist ja schwierig. Ich bräuchte gleich nochmal eine neue Ladung Aperol. Seid ihr? Ihr vertragt ja gar nichts. Überhaupt. Ich bin komplett nüchtern, Freunde. Ich bin völlig besoffen. Ich habe letztens auch 2 Getränke gekotzt. Ja. Machst du auch Zwischenkotzen? Taktisches Zwischenkotzen? Nee, TZK? Danach ging es mir ganz, ganz schlimm. Ja? Direkt ins Bett. Oh, Basti hat das Moosbild.
Ich finde, das kann man. Ist hier aber mittendrin das Moos ausgegangen, oder? Ja, das ist eine neue Bestellung unten. Hey, guck mal auf. Ach, Basti. Oh, Basti. Perfekt. Das habe ich nicht gesehen. Teppich. Dankeschön. Da ist ja nichts, das ist alles zu. Mensch, halt es doch weiter nach hinten. Sag mal, wie guck mal hier, siehst du das? Setz dich, pass auf, da ist. Ich möchte das mal ganz genau zeigen wollen, dass da ein farblich riesiger Unterschied besteht. Das sieht man am besten. Wenn man ganz nah dran geht. Pass auf, hier ist doch gleich in den nächsten Scherben. Ich merke doch schon. Schön in den Schrittfilm. Mann, wie groß ist denn das? Das ist der größte Gegenstand, den du hast, oder? Ich glaube, das ist ein Meter. Stell dich mal daneben. Oh. Doch. 1,40 Meter. Ist es. Doch. Ist ein Meter. Meter? Aber das ist ja. Aber das. Ja, ja. Meine Beine gemessen. Aber das sieht besser aus, ne? Weil das sieht verwelkt aus, aber das ist einfach eine andere Sorte. Hier war es alle, da muss ich bei Amazon Neues bestellen. Aber geht klar, schlecht. Oder? Aber ist ja schlimm. Aber ist doch unique. Doch, ich ja, ich hätte auch da ein bisschen was davon, hätte ich auch hier so. Ja, aber das habe ich ja alles geklippt, dachte, ah, das reicht, oh, es wird eng. Naja, ich bestelle Neues. Okay. Oh, jetzt Neues. Ist es ja abgebrochen. Was hast du da gemacht? Nix. Wollen wir alle mal posieren? Ihr könnt einen Screenshot machen. Wir posieren neben dem Moos. Oh Gott, ich hänge Moos. Und in die Kamera gucken, bitte. Super, danke. Dankeschön, danke Deutschland. Danke. Vielen das Dank ist der Content, für den ihr bezahlt. Bei Instagram gibt es noch den Vorschlag von Michel, DSDS. Also davon, da muss ich wirklich sagen, davon danke habe ich absolut keine Ahnung, habe ich nie. Bist du raus? Hast du nie? Hast du früher auch nicht geguckt? Doch, ich glaube, früher. Die hat früher Germany's Next Topmodel geschaut, habe ich. Es gab früher mal so eine DSDS-Staffel, da war so eine Frau, ich glaube, die hieß Vanessa und ich war ein Riesenfan. Aber nicht die erste Staffel. Keine Ahnung, welches das war. Auf jeden Fall war da eine Frau, die hieß Vanessa und ich fand die so toll. Ich habe von meinem Prepaid-Handy habe ich ganz oft für die angerufen und dann ist die rausgeflogen. Ich die war so traurig, ich hab geheult. Aber nicht die Schlager gesungen hat. Nee, das ist schon echt lange her. Das ist schon richtig lange her. Aber in der ersten Wanne. Lass mich mal googeln. Vanessa Mai. Vanessa DSDS. Nee. Die? Nee, oder? Vanessa Struhler. Nee. Strullermann. Nee, die sah anders aus. Aber ich kenne auch nur die aus der ersten Staffel. Aber in den Live-Shows, wo man anrufen konnte. Ja. Die. Ist die Vanessa? Nee. Vielleicht hieß die gar nicht Vanessa. Vielleicht hieß die auch nicht Vanessa. Die ist die Dieter. Stream enthält Produktplatzierung. Oh, ich glaube. War das die hier? Bei den meisten Konferenz-Apps sieht man über ein Symbol, wenn sich jemand stumm schaltet. Vanessa Jean Detman. Oh, die war das bestimmt. Die war super. Ja, ich glaube, die war das. Vanessa Jean Detman. Roberto Blanco, hör auf, so die Realität. Ja, einmal in die Cam bitte, damit können wir zeigen, wer Vanessa ist. Ja, noch größeren Wasserzeichen. Vanessa Jean Detman, die war aber auch geil. Die, darf ich mal sehen? Also auch talentiert. Oh, die ist ja wirklich, ich kenne die gar nicht. Echt? Super, aber ganz toll gesungen. Wie findet ihr Linda Theodosio? Wer ist das? Oh, die war auch cool. Die hat richtig geil gesungen. Die hat einen riesengroßen Mund. Der ist so groß wie du. Was ist das eigentlich? Was haben wir hier wieder für Bilder erzeugt? Können wir da mal. Diese Veganer machen jetzt schon Bilder aus ihrem Brokkoli-Schreibblock. Aber was sind das für reine Bilder? Schau mal, du siehst das. Oh, ich hab was im Auge. Was haben wir denn noch für Themen? Ja, aber warte mal, DSDS ist für mich, da könnte ich einen komplett eigenen. Ja, aber guck mal. Seid ihr da raus? Ich bin total. Da völlig raus. Das aber das ist die legendäre langweilig. Staffel jetzt. Aber du bist doch genauso ist doch langweilig. Mega. Du guckst das doch nicht mal. Ja, jetzt läuft er jetzt gerade. Guckst du es gerade? Ja, ich guck das gerade. Hier unten. Bei den Tweets. Ja, genau. Die Vanessa. Genau. Linda Theodosio mit dem großen Mund, ja. Papa, die rausgeflogen. Wie hieß die nochmal? Jeanette? Nee. Verena. Verena. Willst du über die Mundgröße was sprechen? Denn? Die hat auch einen sehr großen Mund. Die hat ein dickes Fickloch. Verena. Ey, Basti. Verena kehrt. Ja. Mhm. Kriegt glaube ich, ihren Heiratsantrag jetzt oder hat ihn schon bekommen. Kriegt den Hals nicht voll, ne? Das auch. Einen großen Mund hat. Ey, Basti. Was denn? Das hast du. Du hast mit dem Thema angefangen. Ach, ja, aus Versehen. Aus Versehen. Du hast es völlig weil bewusst platziert. Ich meine das nicht so, wie ihr das meint. Wie meinst du das denn? Nett. Liebevoll nett, mit lieb einem gemein. Augenzwinkern sympathisch. Haben wir hier noch Batterie eigentlich? Ja. Geht das noch? Wie ja, viel ja. ist da? Noch einige Balken. Oh ja, guck mal, da können wir noch. Hier schreibt Mr. BWKI Neues von den Swinger-Nachbarn? Fragezeichen. Die Swinger-Nachbar wohnen ja gegenüber von euch, veranstalten regelmäßig Sex, Live-Sex-Shows, Swinger-Partys. Ihr wart eingeladen. Wart ihr zwischenzeitlich da oder habt ihr noch mal was mitbekommen? Mels. Also, ich muss dazu sagen, die Nachbarn gegenüber, die sind immer noch sehr, sehr nackt aktiv.
Nicht nackt, sondern nackt. Nackt, ja, aktiv. Aber ich finde, die machen häufiger die Rollern runter. Häufiger als sonst, weil ja. Dann könnte, also ich glaube immer, als die tendenziell immer die Rollladen runtergemacht haben, habe ich immer geschätzt, besonders am Wochenende ging es da richtig ab. Aber ich glaube, mittlerweile sehe ich die jeden Abend halt nackt und sowas, aber wir gehen nicht dorthin. Ich wiederhole, wir gehen nicht zu den Swinger-Nachbarn und dort swingen wir auch nicht. Wir haben dieses Angebot ganz liebevoll, ganz nett ausgeschlagen und haben gesagt, nee, wir sind nicht beim Swingen aber dabei. Aber für 1000 Euro ein Abendessen. Also für 1000 Euro würde ich so einiges machen, ne, Freunde, aber das mehr muss ich dazu nicht sagen. Mhm. Was gibt's noch für Themen? Thalea sagt Top 5 Süßigkeiten und das finde ich schon spannend, weil ihr habt ja nochmal einen ganz anderen Zugang. Ich bin bei Süßigkeiten, es gibt eine realistische ich bin bei Süßigkeiten nicht mal vegetarisch. Echt? Also was wenn da, frisst du denn? Alles. Bei ja, Süßigkeiten, wenn da Gelatine drin ist, das ist mir doch egal. Das ist mir auch egal. Ja? Das ist dir egal? Seit wann? Wir trinken Wein. Wozu habe ich jetzt hier die Katjes gekauft? Wir trinken gekauft? Wein ohne Ende. Wir können auch nicht wissen, ob dieser Schaumwein da vorne ohne Gelatine stimmt, ist. Stimmt, das weiß ich nicht. Aber ich muss sagen, vorgestern habe ich ein Bueno gegessen. Ist da raus. Ernst? Raus. Wirklich, jetzt hau ab. Piss dich, Alter. Verpiss dich jetzt. Komm, schmeiß die vors Hochbett sofort. Also, ich bin ja eigentlich... Das ist so ein John Cena Wrestling Move. Ich bin ja eigentlich durchgehend vegan. Aber. Frau Bergmeier, jetzt erzählen Sie die mal. Die isst nur noch Eier, den ganzen Tag, Alter. Die schlägt sich jeden Tag ein Ei auf. Also, ich habe gemerkt, es gibt manche Dinge, die ich sehr vermisse. Und da möchte ich mich auch nicht so extrem einschränken. Ich würde niemals Fleisch oder sowas essen, auf keinen Fall. Aber so paar Mal, so ein paar Maria, vegetarische Sachen finde ich in Ordnung. Zum Beispiel hatte ich vorgestern einen echt stressigen Tag. So. Und ich kam nach Hause und ich hatte riesig Lust auf ein Bueno. Ich habe das sehr, sehr vermisst. Auf der Skala von 1 bis 10, wie interessant finde ich der junge Mann da hinten die Geschichte? Der geht einfach ins Handy. Jetzt hör doch mal zu! Ja, diese Eiergeschichte, mein Gott, dass ihr euch so profilieren müsst mit eurem veganen Scheiß. Ich hab hier gar nichts also, gemacht. Also ihr könnt ja essen, was ihr wollt, aber macht doch immer so Thema da draus. Pass auf, das Beste, die beste Süßigkeit, die es gibt, jetzt sei ruhig, das gehört dazu. Du hast dich hierzu entschieden. Die beste Süßigkeit, die es gibt, Platz 1, Fight Me Schokobons. Aachener Printen. Also ich finde ja tatsächlich, ich finde Ferrero, alles von Ferrero sehr, sehr lecker. Was ist dein Kinderschokolade? Oh, oder Droppo finde ich auch toll. Wie heißt das nochmal? Droppo? Schoggo. Schoddo. Schoggo. Schoggo. Schoddo. Kinder Maxi King. Da geht mir einer ab bei Kinder Maxi King. Maxi King? Nee, ich finde Schoko. Hippo reif. Diese Hippo-Dinger. Kinder Happy Hippo. Schoko-Fresh. Ja. Oh, stimmt. Schoko-Fresh. Schokobons. Kinderschokolade. Schoko-Fresh sind diese Nilpferde, ne? Aber Maxi King ist doch besser. Nee. Nein, Maxi King ist ganz Maxi weit King, unten. Buh, ehrlich, was ist mit Kinder King ist Essen für Leute, die Pokémon Rot früher hatten. Kinder Pinguin auch nicht? Nein, das ist... Da ist ja Milchschnitte drüber, finde ich. Nee, das ist ganz da anders. Da ist Milchschnitte drüber. Finde ich. Achso, die Milchschnitte findest du besser. Ich dachte, über dem Kinder Pinguin. Ich finde aber auch die sehr lecker, diese Schweinchen. Ja, nein, das ist doch nicht dein Top-Favorite-Food. Ja, mir hängt das sag doch mal drin. Ehrlich, Platz 1, jetzt gib doch mal eine Ansage. Ich hab mir in den Mund gespuckt, das ist wirklich gut. Sag mal eine Ansage. Aber ich würde gar nicht so ein Maxi King als klassische Süßigkeit zählen. Ich das ist für mich das mehr ein Dessert. Ein Kühlschrank-Snack. Oh, diese KS oder was? KSS? Diese Nesquik. Die Nesquik, oh mein Gott, die sind ja so krass. Nesquik? Das ist doch mal. Pass auf. Was? Happy Hippos. Das ist wie Nesquik. Nesquik-Dinger. Ey, ich werde mir das nicht angucken, ich werde mich so schämen morgen früh. Ja. Aber das waren jetzt alles keine veganen Sachen, ne? Nee. Das ist ja alles mit Kuhmilch. Vegan ist ja auch alles ekelhaft. Gibt's keinen geilen veganen Snack? Gesundheit, was? Kennt ihr nicht. Gü, mit was ist das? Nee, was ist das? Das ist so ein... Das ist so ein... Alter, du bist ja wirklich voll. Wollen wir nochmal was nachfüllen hier? Völlig besoffen, die Frau. Oh. Nein, Gü, du weißt, was das ist. Ja, hilf mir. Das ist so ein... das ist so ein Creme-Dessert. Das ist so ein Creme-Dessert. So ein Joghurt? Nein, das ist kein Joghurt. Nein, das ist kein Joghurt. Das ist mehr wie so eine wirklich geile Creme mit so einem knackigen Boden in einem Glas drin, im Kühlregal. Fantastisch. Gibt's in vegan und nicht vegan. Ist sogar glutenfrei. Ein tolles Produkt. Das klingt lecker. Es schmeckt wirklich gut. Ich mag die. Probiert das. Ist ein bisschen
bisschen teuer. Sag doch mal ehrlich, welches ist es? Ich bin gar nicht so viel am Snacken hier. Also heute das natürlich. Das sieht man, also wirklich absolut das Gegenteil. Leute, ich esse gar auf jeden Schenkel. Also Leute, ich esse gar nicht so viel. Ich das mag, gleich alles ich finde an sich auch alles von, das mal wieder hier alles von, ey, das macht mich nervös, wirklich. Alles von Milka geil. Milka. Milka. Milka, wolle ja. Ich bin auf so, ich bin auf, kann ich nochmal was kriegen hier zu trinken? Ja, das aber trinkt ihr gerne auch mal leer. Nee. Ich möchte ein bisschen Mayonnaise rein. Darf ich dir mal, also. Darf ich euch was Leckeres servieren? Was denn? Wie im Dschungelcamp. Ja, mach mal. Servier mal was nachfüllen. Ich bitte servier den Jungen, mach dir mal was fit. Komm schon, bitte. Apropos Dschungelcamp, soll ich euch einen Spoiler geben, was heute passiert? Nein, ich habe das gestern, als ich bei RTL war, alles schon erfahren, was passiert. Ich weiß auch, wer gewinnt. Am Ende, ganz am Ende? Ja, haben die gesagt. Sag mal. Soll ich verraten? Nein. Ich weiß aber, wer gewinnt. Nee, sag doch. Ich bin da mit Fieber. Jetzt geh doch. Nein, ich weiß nicht, wer gewinnt. Du willst doch was zu essen machen, was zu trinken machen. Nee, komm, auf geht's. Ich weiß es nicht. Man muss ja auch sagen, ist leer, oder nicht? Selbst wenn man wüsste, wie die Anrufzahlen gestern waren. Sagt das noch gar nichts über die lange Sicht aus. Letztes Jahr. Harald Glöckler eine Woche lang jeden Abend auf Platz 1 in diesem Voting. Und am Ende, es gab die Situation, wir kennen diese Situation alle, der Break-Even-Point. Es wurde nicht mehr rentabel für Harald Glöckler. Er hat es verkackt und dann hat er auch massiv an Anrufer, an waschenden Anrufen hat verloren. Hat er gewonnen, die Staffel? Philipp. Philipp Pavlovic. Der war ja sympathisch, der hat ja alles, was ein sogenannter Dschungelcamp-König brauchen inklusive tut. Sixpack, auch sehr wichtig für Waschende. Ich glaube, der das Aussehen spielt schon noch große Rolle. Klar, deshalb ist, aber ich glaube, Gigi ist ehrlich, besonders im Vergleich zu Dankeschön. Philipp, zu unsympathisch. Ich glaube, der so sehr ich auch zum Beispiel Cosimo ist, mag, ja, genau, hast du alles zu, nachgefüllt, aber das Mineralwasser fehlt, ne? Da kommt mindestens ein Esslöffel rein. Meinst du kannst es so verschmerzen? Lass mich mal probieren. Komm, gib mal her. Auf gar keinen Fall, das schmeckt überhaupt nicht. So ein kleiner Esslöffel. Nein, weißt du was? Ich habe heute wieder so einen Fiebertraum gehabt. Ne? Und dieser Fiebertraum besagte, dass wir alle überrascht sein werden bei diesem Zeitpunkt. Das macht's. dieser Zeitpunkt, reicht wenn Cosimo. Ja, das reicht auf jeden Fall. Wenn Cosimo rausfliegt. Ich weiß nicht, ob es heute schon so weit ist. Nicht ganz. Ist aber so viel. Wenn Cosimo rausfliegt. Wo ist meine Kamera? Wenn Cosimo hier ist deine Kamera, Mann. Wenn Cosimo rausfliegt. Wir werden alle enttäuscht sein, weil es wird so ein sogenannter WTF-Moment sein. Weil wir die ganze Zeit denken, da müssen doch noch Leute angerufen haben. Cosimo wird an einem Punkt fliegen und wir werden überrascht sein. Kennst du dieses Meme von diesen vier Kindern, die so an so einem Tisch bei YouTube sitzen und irgend so Themen diskutieren? Und wir sind das. Und wir sind das zu 100% gerade, wirklich einfach. Sind so Kinder und du... Jetzt hört mir zu, Cosimo, wartet ab. Aber ich glaube auch. Na, wir haben doch alle, wir wollen doch eigentlich. Fan. Wir wollen. Oh, da ist hier wieder der Hinterkopf drauf. Der Hinterkopf. Wir wollen doch alle, dass Cosimo weit kommt. Also wir mögen Cosimo den, ist auch mein Favorite aktuell. Aber Cosimo wird, glaube ich, wird Obwohl es schwierig ich, also, haben. Also ich mag Cosimo unterhaltungstechnisch am meisten, aber ich gönne das am meisten Jolina. Ich habe auf Jolina 100 Euro gesetzt. Ernsthaft? Und deswegen muss Jolina gewinnen. 200 Mark. Ja. Der hat einen Arsch. Aber Jolina könnte auch, und das ist ein bisschen mein Problem. Wobei, wollt ihr einen Spoiler oder wollt ihr nein, nicht? Nein! Kein Spoiler. Ich weiß, wer heute in der Dschungelprüfung ist. Nein! Ja, völlig, obwohl, oder, ja wie kann man das jetzt wohl so zusammenbringen, was ich gesagt habe? Ist das live? Ja, ist es. Sagt doch mal bitte, wollen wir den Spoiler hören? Also, wollt ihr wissen, wer heute in der Dschungelprüfung ist? Das oder war doch nicht? Schon im Trailer, wer heute in der Dschungelprüfung ist. Ich dachte, das sind immer Leute, die da, also so Randoms, die das irgendwie machen. Naja, es ist jetzt die zweite Woche, das heißt, die CamperInnen entscheiden selbst. Das heißt, die ZuschauerInnen wählen nicht mehr aus. Ja, dann wahrscheinlich jemand, der noch nicht war, der sich auch irgendwie bereit erklärt dafür. Vielleicht sagt, hey, ich würde gerne die Gruppe gehen. Möchte gerne Performance sehen. Die wollen, dass es funktioniert. Ja, oder vielleicht auch jemand, der noch nicht und war. Und ich glaube, und jemand, die sagt, Achtung, weiß. Spoiler, die beiden, die heute sind, das sind nämlich zwei, werden, glaube ich, auch nicht rausfliegen. Heißt's. Ich glaube, die werden nicht rausfliegen, weil die kriegen Airtime. Ja. Und wenn gleich die Mehrheit sagt, dass sie etwas, ich weiß nicht, wie viele Punkte sie bekommen und so und ob es klappt, aber ich kann zumindest verraten, wer dabei ist und was die Prüfung ist. Nee, bitte nicht. Ja, wenn du das nicht willst, du hast hier nichts zu melden, dann schreib bei Twitter einmal nein oder so. Ich gucke, was die Community sagt, ob sie gespoilert werden wollen. Wenn es... Da schreibt niemand irgendwas. Wir haben, glaube ich, 4 Minuten Latenz.
Weil hier muss der Dieter Bohlen-Filter geht noch über mich. Der Livestream fühlt sich langsam wie ein Fiebertraum an. Da seid ihr nicht die einzigen, Freunde. Ich hab's morgen vergessen. Ich hab Spaß, wenn ihr Spaß habt. Ich bin mal gespannt, ob Anredo es gleich noch schafft, über das Dschungelcamp zu twittern. Oh, pass auf, und jetzt Stichwort Doppelpunkt Alkohol. Warum soll ich, Leute, wisst ihr, das ist genau der Zustand, zu dem ich jeden Abend hier twittere. Spoiler, kein Spoiler. Sollen wir spoilern? Wer geht in die Dschungelprüfung? Sag mal. Nee, warte, lass mich. Ich möchte es nicht. Wir ich wissen das okay. schon. Wir machen es jetzt so. Solange Mellos, ich hab's vergessen. Mellos geht aus dem Bild raus. Solange Mellos aus dem Bild ist, gibt es den Spoiler. Ihr könnt muten. Wenn sie wiederkommt, könnt ihr entmuten. So, siehst du? Das ist doch gut. Achtung, Spoiler. So. In der Dschungelprüfung sehen wir heute Jolina. Und die machen, die geben beide Gas. Ich glaube, Jolina frisst Jolina alles. Und was er erzählt hat. Ja, das kann Markus sein. Wäre nie bei ihm zu Hause gewesen. So, Spoiler Ende. Mellos kann wiederkommen. Spoiler Ende. Na, wer fliegt heute raus, Mellos? Genau, wer fliegt denn heute? Was denkst sagst du, wer fliegt heute raus? Wer fliegt heute raus? Ich hoffe, ich weiß immer nur, wer bleiben soll. Wer fliegt raus? Ich sag... Schwierig, aber ich sage... Nee, sag du zuerst. Also, ich könnte mir vorstellen. Sorry. Ja, sag. Nee, sag doch, wenn ich du es so schön kannst. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Tessa rausfliegt. Claudia Effenberg könnte ich mir vorstellen. Claudia nicht. Meinst du, die ist ja super. Claudia ist super und die sieht auch super aus. Mhm, kann man nichts sagen. Und die sieht super aus. Ja, finde ich schon. Ja. Also der gönne ich am wenigsten, ne? Ey, die ist wirklich unfreundlich vor dem Herrn. Vorsichtig. Du stehst im Impressum. Was hast du jetzt gesagt? Unfreundlich. Nochmal das Mikro. Du darfst doch sagen, dass jemand... Da wirkt jemand unfreundlich. Da wirkt jemand unfreundlich. Bisschen, das kann man auch sagen. Ein bisschen schroff. So. Ja, wir müssen ein bisschen juristisch darf gucken. Man doch, oder? Wir müssen ein bisschen juristisch schauen, was wir dazu sagen. Aber ich finde auch, dass Claudia ist mir persönlich sehr unsympathisch. Und ich würde wie findest schon du denn wünschen, ihr Gesicht? Hübsch. Normal, ganz normal, toll im Vergleich zu früher, immer noch toll. Ja. Auch ihr Körper, wunderbar. Könntest du dir vorstellen, dass es zu Eingriffen gekommen ist? Auf keinen Fall. Dazu möchte ich mich nicht äußern, auch im Namen meiner Eltern. Hat Claudia Botox benutzt? Nein. Claudia wer? Effenberg. Auf keinen Fall. Claudia Jacqueline Effenberg. Dazu möchte ich keine... Aber kannst du dir auch nicht vorstellen, oder? Ich möchte mich dazu nicht äußern an dieser Stelle. Ich denke auch, das wird nicht passiert sein. Möchtest du ernsthaft jetzt gerade hier in diesem Livestream, während ich im Impressum stehe, eine Äußerung dazu tätigen, ob es passiert ist oder nicht? Oder möchtest du deine, sag ich mal, juristische... Darf man nicht sagen, dass sie wundervoll aussieht und ich mir persönlich nicht vorstellen kann, dass sie Eingriffe vollzogen hat? Das kann ich mir nicht, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Fliegt die heute raus oder nicht? Fliegt die heute raus oder nicht? Sag mal. Claudia fliegt nicht raus. Ich glaube, Claudia wird... Wer sagt ihr denn, fliegt raus? Heute fliegt Jolina, sagt Robert. Ja, das wäre meine größte Angst, um ehrlich zu sein. Ich bin auf heute Abend fast so sehr gespannt wie Claudias Gesicht, schreibt Rob the Bob. Doomboy schreibt live, Mute, Unmute, Trick. Sind wir noch zu hören? Ja. Ja, ja, klar. Ist hier noch Batterie? Solange Gigi bleibt... Ich hoffe, Jolina gewinnt. Ja, nein, bitte nicht. Sind ja, wir gemutet? Nein, man hört uns noch, oder? Nein, ich glaube, das war nur, weil ich raus und reingegangen bin für den Spoiler. Vielleicht ist das Kommentar. Ah, okay. Mute-Unmute-Trick. Okay, wir waren wohl anscheinend wohl kurz weg. Die Community war sich nicht ganz so schlüssig. Wir wurden gemutet während des Spoilers? Wieso? Okay, ich dachte, wir können hier die ganze Zeit reden. Jetzt wurde unser Spoiler gemutet von der RTL-Regie hier hinten da. Ist das ernst? Sag mal, ich flippe hier gleich aus langsam. Okay, sehr schade. Also, Freunde. Aber da müsst ihr euch überraschen lassen, Freunde. Nein, ich glaube, ich also bin, ich,
Ich glaube, heute fliegt eine Rob Frau. Rob the Bob hat einen sehr, sehr spannenden Kommentar gebracht. Den ich gerade schon vorgelesen habe mit dem Gesicht. Hast du nicht zugehört? Ich bin genauso gespannt. Wie was? Das wiederhole ich nicht. Willst du das nochmal sagen? Wie heißt du? Fabian? Fabian? Wie ist dein Nachname? Rob the Bob hat geschrieben, ich bin auf heute Abend fast so sehr gespannt wie Claudias Gesicht. Das habe ich bereits vorgelesen. Zitat Ende. Damit möchte ich mich nicht gemein machen. Es ist natürlich ein sogenannter Kommentar, der hier regelmäßig werden einfach Kommentare in dieser Sendung vorgelesen. Ich finde das Gesicht ist toll. Wir machen uns nicht gemein. Das ist auch gar nicht so gespannt. Es hängt sehr durch. Was würdest du sagen? Was würdest du insgesamt sagen als Mensch, der hier steht und sitzt und sich Chips in rauen Mengen in den sogenannten Gierschlund reindrückt? Wer fliegt heute? Ich glaube, es fliegt eine Frau. Ich glaube, es ist nicht Jana. Mach mal so ein Rätsel. Das hört sich gerade an wie so ein Rätsel. Ich glaube, heute fliegt eine Frau. Ich habe irgendwie im Hinterkopf ganz hinten. Sie hat lange Haare. Das ist doch Cosimo. Blond. Weißt du, es könnte irgendeine Überraschung sein heute. Meinst du Cosimo? Cosimo wird... Dafür lacht er zu sympathisch. Aber ich glaube, Cosimo wird an irgendeinem Punkt fliegen, wo wir nicht mit rechnen. Ich könnte mir tatsächlich auch Cecilia vorstellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Cecilia... Aber Tessa kommt auch nicht gut an. Tessa kommt aber noch ein bisschen weiter. Meinst du, warum? Aber ich glaube, Cecilia... Tessa auch nicht so... Stimmt, aber die Gehassten, die kommen immer so mittelweit. Ich sage doch, es rufen da Leute an aus der Routine, wegen der Dschungelprüfung, die nicht verstehen, wofür man genau anruft. Tessa nervt, also rufe ich für die an. Cecilia, kann man sich mit Cecilia identifizieren? Bei diesem letzten Streit gestern mit... Da hat die sich sehr viel Cecilia, verspielt, es reicht jetzt und so weiter. Da hat die sich, glaube ich, sehr viel verspielt. Cecilia oder Tessa? Cecilia. Cecilia hat sich viel verspielt. Ich glaube, da ist wenig Nachvollziehbarkeit gewesen. Wenn du da denkst... Was war nochmal los? Wegen Baby Schwester und... Schwester und Baby. Wenn du das als störend empfindest, das wird eine waschende Person nicht nachempfinden können. Waschende Personen sagen doch sowas wie... Hä? Das ist doch nett mit die Baby und mit die Schwester, gell? Das ist ja also wirklich, das ist ja. Und so reagieren die darauf und sagen dann, nee, das ist aber scheiße. Und dann ist die unten durch, möchte man sagen. Ja, ich weiß, das weiß ich so nicht. Schlimm ist. Ich finde, Papis hat aber auch nicht besonders viele gute Chancen. Aber, nee, ich glaube, Papis hat sehr gute Chancen. Ich glaube, die Chance. Die lieben den. Die lieben den ja auch die im Waschenden. Ja, die Waschenden lieben den. Doch. Und im Camp ist er auch sehr beliebt. Der kocht sehr gut. Mhm. Der ist immer freundlich. Warum sind denn die Waschenden von dem überzeugt? Ich glaube, weil er hat Emotionen gezeigt in den letzten Folgen. Er hat so ganz, sagen wir mal, stets bemüht, versucht zu weinen. Es war so, ich glaube, es kam überhaupt nichts. Weinmal echt? Es kam nicht viel, aber es war so, es war Anteilnahme. Also im Camp will niemand auf ihn verzichten. Der ist super. Ja, genau. Und der, ich glaube, der ist ein wichtiger Anker im Camp. Und er hat in der Prüfung gut abgeliefert. Er ist für alle, glaube ich, ganz wichtig. Und es ist nicht meine Definition von Dschungelkönig, weil ich sage, für mich gehört da eine Entwicklung dazu, ja. Unterhaltung und so. Das bietet er alles nicht. Aber viele bewerten das anders. Und deswegen kann ich verstehen, dass nach anderen Maßstäben Papis auch weit vorne ist. Ich glaube, wenn er nochmal in der Prüfung zeigen kann, was er kann, dann... Was denn mit Jana Urkraft, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke? Ich glaube, die wird irgendwo... Jana wird irgendwo im Mittelfeld. Ja, die wird im nächsten zwei, drei Tagen... Aber die war doch jetzt auf Platz 2 gewesen. Ja, aber auf dem Vorletzten. Warum fliegt die jetzt nicht raus? Wenn die jetzt noch irgendwelche ulkigen Sachen macht, irgendwie nochmal hier... Irgendwelche Atemübungen oder keine Ahnung, hier noch irgendwie... Mach du mal so eine Jana Urkraft-Übung mit uns. Auf keinen Fall. Doch, mach einmal. Ich habe in unserem Mallorca-Urlaub schon genug Quatsch gemacht. Und da habe ich auch schon genug irgendwie Wasser-Aerobic euch vorgestellt. Wasser im Ohr. Auch. Hatte ich ja zum Beispiel. Ja, ich auch. Aber würdet ihr jetzt schon, wenn ihr jetzt 100 Euro setzen müsstet auf eine Person, habt ihr das Gefühl, es zeichnet sich schon eine Person ab, die am Ende die Krone holt? Für mich nicht. Also wenn ich auf 100 Euro gehen soll, dann sage ich Lukas Cordalis. Ich glaube, das ist die sicherste Wahl, ne? Aber ich glaube, Lukas ist so ein richtiger Platz 2. Lukas wird irgendwie so ein typischer Platz 2, glaube ich. Na, es kommt drauf an, ob du die Underdog-Geschichte noch bekommst oder nicht. Das ist halt die große Frage. Philipp hat letztes Jahr die Underdog-Geschichte, bei dem hat zwei Sachen gepasst. Underdog-Geschichte ist gekommen, weil der erstmal ein bisschen trottelig gewirkt hat und dann ist der voll über sich hinausgewachsen während dieser Zeit und gleichzeitig ist Harald Glöckler gescheitert. Ja.
Klar. Das war sein wirklich, Glück. Wäre das genau, nicht passiert, hätte genau. Harald gewonnen. Und so eine Konstellation brauchst du jetzt wieder. Und Lukas Cordalis ist bisher wirklich viel zu nett, viel zu gut. Der hat keine Ecken und Kanten, keine Fallhöhe. Ja, der hat keine Entwicklung, der hat auch keine Fallhöhe aktuell bisher für sich geschaffen. Und ich sehe niemanden, der wirklich jetzt vom Underdog zur krassen Person werden kann. Wer soll denn jetzt, keine Ahnung, Julina wird heute performen, das wird alles ganz toll sein, die hat ihre Trans-Geschichte, die ganz emotional ist, aber da kommt dann nichts ich hab mehr. Ich habe bei Julina, also ich sehe die 100 Euro, die ich gesetzt habe, auch schon schwinden. Wer weiß, was heute Abend noch passiert, ohne zu spoilern. Aber ich hätte mir, oder eigentlich finde ich Julina nach wie vor super. Ich glaube, es wird zu wenig von ihr gezeigt, damit das funktioniert, meine 100 Euro zu vermehren. Aber aktuell, ich sehe irgendwie Puppies tatsächlich vom Beliebtheitswert. Es gab da auch bei Social Media so eine Umfrage, da war ja auch sehr weit vorne. Umfrage, aber das war nur die RTL Social Umfrage. Ich glaube, die Waschenden finden den auch geil. Ich glaube, die Social Media Follower von RTL, die finden Cordalis, die finden aber auch ganz anders sein als die Waschenden, die dann wirklich. Die rufen auch für die Effenberg an. Echt, das verstehe ich halt. Das kann ich echt. Aber gut, ich glaube ehrlich, viele Waschende können sich mit Claudia Effenberg identifizieren, weil sie. Aber ist sie relatable? Ist sie down to earth? Aber nee, die ist relatable für Waschende. Ich glaube, alle Waschenden. Aber die ist doch die High Society, die ist Münchner Schickeria. Nein. Aber das ist ja nicht der Vibe, den sie rüberbringt, sondern die bringt rüber, ich bin eine waschende Person, ich bin eine von euch. Ich glaube, Person gibt, die noch nie an der Waschmaschine stand, dann sie. Ich finde, die ist voll wie so eine Fußballmodi, wie so eine waschende Person. Glaubst du, die wäscht viel? Ich glaube nicht, dass sie in der Realität viel wäscht, aber die verhält sich wie eine klassische Waschende. Und viele waschende Menschen werden dazu relaten können. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Oder die hassen sie, weil sie alles Schlechte symbolisiert, was Waschende schlecht macht. Ja, aber Hate gibt es in diesem Telefonvoting nicht, weil eben nicht gefragt ist, wer nervt euch, wer soll raus, sondern jegliche Aufmerksamkeit ist erstmal gut, weil einfach nur gefragt wird, wer soll weiterkommen. Larissa schreibt, glaube Cecilia fliegt. Bratwurstpizza hat geschrieben, Lukas Cordalis hat doch keine Underdog-Geschichte. Genau, das hat er nämlich nicht. Der ist sowieso, der hat die beste, der fängt ganz oben an und das Einzige, was er machen muss, ist nicht runterzurutschen. Was ich aber auch immer, das könnte man vielleicht auch ein bisschen unsympathisch wahrnehmen, ist, dass er dauernd erzählt, ich bin ja der Thronfolger. Das finde ich sehr unsympathisch tatsächlich, diese Prinzengeschichte. Ja, ich bin der Dschungelprinz und jetzt hole ich mir die Krone zurück. Wird nicht passieren. Wenn der nicht die ganze Zeit Essensprüfungen kriegt, die er gut macht, wird es nicht passieren. Dann wird er an Platz 2 oder 3. Und er wird es nicht werden. Ich glaube, solange das wie bisher ist, niemand richtig raussticht, besonders krass, durch eine sehr positive Entwicklung, wird es bei Lukas Cordalis liegen. Das call ich an dieser Stelle, weil ich glaube nicht, dass da... Also bisher gibt es ja nicht. Also wer wird denn jetzt aufsteigen? Ich glaube, die einzige Person, die wirklich Chance darauf hat, wirklich... krass noch aufzusteigen und was ganz Besonderes zu haben, ist Cosimo. Aber wie soll der aufsteigen? Der hat doch auch schon alles erzählt mit Schulden und Spielsucht. Ja, aber jetzt wächst er über sich hinaus und macht zwei, drei Prüfungen richtig krass und ist super. Ich glaube, er wird keine Prüfung richtig krass machen. Er wird das nicht schaffen, irgendwas zu essen. Er wird keine andere Leistung... Wie macht er dann, wenn der was Ekelhaftes isst? Mach mal nach. Naja, also die Sache mit dem Hoden, das haben wir ja letzte Folge auch schon besprochen, die war ja super, weil er hatte überhaupt nichts gemacht, er hat es nicht richtig probiert, er hat nicht gekaut, aber er hat eine Show abgeliefert, sodass keiner gesagt hat... Der hat es nicht probiert. Genau. Und alle haben sogar gelacht. Es war dieses... Erstmal sehr lang gewartet. Und jetzt ist es zu spät. Genau. Ja. Und er hat es gerade so mit dem Gaumen berührt, sodass sich das jeder traut, weil so schlimm sah es auch nicht aus. Ich meine... Die werden ja, waren das Känguru-Hoden oder was war das? Das waren Hoden. Die wurden ja bei Desiree Nick damals wirklich aus diesem behaarten Hodensack noch rausgenommen und so. Und dann auch direkt drauf gebissen, sodass es wirklich... So, das ist ein anderes Level als... Das überhaupt nicht zu beißen, ne? Also das war... Wo steht Gigi bei euch? Fragt Frank. Ich glaube, Gigi ist für mich... Mittelfeld bei mir. Ich finde auch, wir sind sehr gebiased von letztem Jahr. Philipp und Gigi sind sehr ähnliche Charaktere. Ich glaube aber, der entscheidende Unterschied ist, Gigi ist sehr viel unsympathischer. Nerviger. Ich glaube, der macht das sehr, sehr toll bei dem ganzen Trans-Thema.
da ist er ganz fantastisch, aber insgesamt sehr unsympathisch, sehr genervt oft von allen, sehr unfreundlich. Wo ist für euch der Unterschied zwischen Gigi und Philipp? Ich finde, in der Freundlichkeit. Ich glaube, Philipp ist so, wie Gigi beim Thema Trans ist, ist er bei sehr vielen Dingen, Philipp. Mhm. Und Gigi ist nur beim Thema Trans so. Und beim Rest ist er oft so genervt, geht oft andere Leute an. Tessa wird die ganze Zeit beleidigt. Das arme Opfer, noch mehr draufzutreten, kommt nie gut an. Und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein Negativfaktor, den ich da sehen würde. Bei Twitter schreibt Rob the Bob seine Top 3. Das könnt ihr auch gerne mal machen unter den Hashtag Rundfunk17 oder bei YouTube. Rob schreibt Platz 1 Jamila. Ja, da gehe ich mit. Platz 2 Papis, Platz 3 Lukas. Das könnte schon sein. Jamila, meint ihr, die packt das noch? Jamila hat schon eine spannende Geschichte, ne? Ich weiß nicht. Ich merke schon, das ist echt eine... Das ist irgendwie mein Favorite. Ich glaube, das ist zu edgy. Meinst du? Ich glaube, Jamila lieben auch die Waschenden. Wenn du kannst dich eher... Wenn dieser kantige Mensch Melz sagt, dass sie die cool findet. Sie trägt Erdhardi, das ist schon RTL-Zielgruppe. Nee, stimmt natürlich, aber das ist natürlich sehr, sehr edgy. Ich glaube, das ist ein sehr edgy Pick. Jamila cool zu finden, ist, glaube ich, sehr Aber ich sehr glaube, edgy. Jamila ist nah an der Waschenden-Zielgruppe und zwar viel näher als eine Claudia. Aber eine Waschenden... Ja. Jamila ist super. Jamila ist so... Die hat eine krasse Kindheit. Die steht auf Sachen, die sind ungewöhnlich, ne? Bohrenschrauben, Baumarkt und so weiter. DDR-Vergangenheit. Steht über den Dingen, sieht so und so aus, aber macht sich nichts draus. Ist alleinerziehend, hat ein Kind und so weiter. Diesen Humor, den sie mitbringt. Und Claudia ist dreimal in der Prüfung, nee, das mache ich nicht. Und ich habe wieder 9 Sterne geholt und so. Das ist eine ganz andere Dynamik. Ja. Ich glaube, es ist zu kantig. Ich glaube, das ist ein bisschen zu feiner Humor, den Jamila mitbringt. Ich glaube, das ist ein Müh zu gebildet. Jamila? Ja. Für die Waschenden. Meinst du wirklich? Ich glaube, der Humor ist ein bisschen zu fein, ein bisschen zu... Ja, wie der Humor ist fein, wenn sie sagt, soll ich heute einen BH anziehen oder nicht? Das ist feiner Humor? Finde ich sehr relatable. Ja. Frage mich auch. Aber das ist doch kein krasser Fall. Ich komme aber auch immer zu dem Ergebnis heute nicht. Aber wenn ihr sagt, die Bohrmaschine hat mein Leben verändert. Habt ihr eine Bohrmaschine? Ja. Akkuschrauber. Hat sie dein Leben verändert? Das auch wirklich eine tolle Sache. Ja, aber das ist ja keine Sache. Ja. Keine waschende Person wird jemals sagen, eine Bohrmaschine hat meinem Leben aber verändert. Mein Ehemann, der Peter, wenn er nicht die Jesus-Figge tut. Wenn der Yvonne-Bohre tut. Wenn er nicht die Yvonne-Bohre tut, dann soll er hier schön bohre die ganze Zeit. Du musst dich so ja nicht, reden die ja. Basti, du musst dich nicht mit der Aussage identifizieren. Nur weil das Thema Bohrmaschinen in der waschenden Community... Ja, aber ich finde das nur als Beispiel wichtig. Aber die finden das... Die das finden das fein. Lustig, das so weil es einfach so was Ungewöhnliches ist, dass sie sich diesem Thema annimmt, dass sie so eine Passion hat. Kannst du dir vorstellen, pass auf, eine Waschende ist da auf dem Elternabend. Und da sind andere Leute... vom Elternabend denn? Hör mir zu. Ja, die haben Ich möchte, dass du dir eine Situation vorstellst. Waschende auf dem Elternabend und sagen sowas wie, habt ihr auch das Dschungelcamp geschaut gestern Abend? Ja. Und dann sagen die nett sowas wie, die Jamila, die finde ich so klasse mit der Bohrmaschine. Das sagen die nicht. Was sagen die denn? Claudia, die kann ich so nachvollziehen. So wie sie ist, bin ich auch eine Löwenmama. Das bin ich auch. Löwenmama, das ist gut. Löwenmama aber ist gut. Einmal ihre Kinder? Ja, die hat am Anfang gesagt, hier ist die Löwenmama. Löwenmama ist ein super Wort. Ja, genau. Kann man das patentieren? DPMA, Deutsches Patent- und Markenamt. Da möchte ich jetzt draufgehen. Und das sagen die Waschenden. Und die sagen nicht, ach, die Jamila mit der Bohrmaschine. Finde ich schade. Ich glaube, das ist ein Trugschluss. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass auf dem Elternabend irgendjemand Claudia Effenberg zitiert. Ich glaube auch nicht, dass überhaupt über Dschungelcamp gesprochen wird am Elternabend. Da will man sich doch geil darstellen. Ich lese nur im Lexikon den ganzen Abend. Meine Kinder sind so klug. Die können schon rechnen und schreiben. Die Marke Löwenmama existiert noch nicht. 0 Treffer. Und ich würde sie gerne jetzt anmelden für 5.000 € inklusive Notarkosten. Wollen wir die Marke Löwenmama? Machen wir dann so Wickeltaschen? Wir sind reich. Dieser Löwenmama, Christina wie ich auch. Christina hat geschrieben, meine Top 3 Papis, Jamila und Jolina. Das ist ja auch die Online-Welt. Social Media ist, glaube ich, aber anders als Waschende. Ich gehe immer fest davon aus, dass Waschende... Steffen schreibt, meine Top 3 sitzt gerade auf dem Sofa. Krass, das ist ja... Und Flo schreibt, ich finde Gigi sympathisch.
Ich denke, der ist da so, wie er ist und verstellt sich nicht. Ich glaube, bei Gigi ist das sehr komplex mit diesem Thema Authentizität. Echt? Du guckst auf deinen Schritt. Larry hat geschrieben, sorry, aber hat Basti Masti eine Latte? Basti hat einen Halbsteifen die ganze Folge. Ey, Mann, es ist einfach schlimm mit dem Schritt. Das Thema Gigi. Warum und spricht das die Regie nicht an? Welche Regie? Dass man mittlerweile wurde hier keine Kamera. Eine sogenannte Latte interpretiert. Hier wurde keine Kamera mehr gewechselt. Regie ist auf TikTok unterwegs. Ja, Leute, Gigi. Alles gut, lass dich mitmachen. Alles cool. Ich glaube, Gigi. Wie authentisch ist Gigi? Da müsste man erst mal den Begriff Authentizität definieren, weil ich glaube, Gigi spielt kein Spiel. Aber Gigi in seiner öffentlichen Reality-Figur ist eine Art Karikatur. Das ist er einfach. Und deswegen glaube ich nicht, dass er nicht authentisch ist, aber er ist in so einem, er ist eine kleine Kunstfigur. Und die mag er vielleicht auch privat sein. Und es ist auch sympathisch. Und er geht auch mit dem Jolina-Thema super um. Und da ist auch wenig Kritisierbares. Mit Cosimo ist ja auch super lustig. Mhm. So dieses Lockere, das braucht man auch. Aber ich würde jetzt nicht sagen, der ist so einer wie du. Und der ist so ein lockerer Typ. Und er ist so voll er selbst. Ich glaube schon, dass er ein bestimmtes Sendungsbewusstsein hat. Das ist auf jeden Fall. Ich finde auch, eine Sache, wo du es gerade gesagt hast, irgendwie über Cosimo, habe ich gar nicht nachgedacht. Aber ich glaube, ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, ist vielleicht ein kleines Detail, aber ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Als Cosimo angefangen hat, Schwäbisch zu sprechen, geil. Da glaube ich, da ist das Identifikationsbewusstsein für Waschende. Da war die Bauknecht kurz auf Pause. Ja, genau, weil da muss man wirklich sagen, da war sie wirklich kurz auf Pause, weil das ist ja was Besonderes, ne? Man muss ja immer davon ausgehen, Waschende, das sind ältere Leute, die haben so. Hey, Junge, die mit diesem Wort werde ich immer noch nicht warm. Ja, die sind so ein bisschen älter, die sind auch vielleicht, die haben doch vielleicht rassistische Vorurteile in Teilen und dann sitzt er da. Der sogenannte Italiener, genau, der besser Schwäbisch spricht als Leute von da. Genau, und das kommt natürlich gut an. Und dann sagt man, wow, und so weiter und so fort. Der hat die Underdog-Geschichte, ich sag's immer wieder, der ist der schlechtere Gigi nach außen hin. Der hat's nicht so gut. Ist der vielleicht sogar der bessere Gigi? Ja, genau, aber das ist ja das Ergebnis. Aber nach außen hin sieht er schlechter aus, schlechterer Körper und so weiter. Weniger bekannt vielleicht im Zweifel sogar und so weiter und so fort. Der verliert gegen Gigi, aber dadurch ist er in der Underdog-Position und jetzt holt er im Prinzip Sachen raus. Alles gut, du musst nicht zuhören, alles gut. Sympathischer als Gigi. Ja, bei Cosimo, ich bin mir auch nicht so sicher. Also, ich glaube, es ist tatsächlich noch sehr viel drin und das ist ja auch das Schöne, wenn man diese Anruferergebnisse anschaut, in der Woche werden die veröffentlicht und dann sieht man, wie viel Prozent wann, dann sieht man das in diesen ersten Folgen, dass die so dicht beieinander sind, weil es sind 12 Leute und dann siehst du so, ja 1,83 zu 2,04% und das ist so knapp. Und teilweise sind Leute, also zum Beispiel die Per Kussmark-Staffel, da hast du noch nicht geguckt wahrscheinlich, ne? Sarah Dingens, Kati Karenbauer, 10 Jahre her. Per Kussmark hat am Ende gewonnen und der war so unscheinbar. Der hat die erste Woche kein Wort gesagt. Und am Ende hat sich das so gefügt, das war so eine Mobbing-Staffel, dass man am Ende eigentlich nur noch ihm den Sieg gegönnt hat. Und von den reinen Zahlen hätte man gedacht, der fliegt am dritten Tag raus. Hat vielleicht auch schon sein Vielleicht bekommen und so. Ja. Und du kannst dich durchsneaken, je nachdem, was passiert. Wer weiß, ob eine Claudia jegliche Chance verspielt. Also ich glaube nicht, dass Claudia Effenberg gewinnt, da müsste sehr viel passieren. Aber auch ein Lukas Cordalis, wenn der so einen falschen Weg einschlägt, kann der sich auch disqualifizieren. Klar, der hat eine Fallhöhe. Also der kann auch, da kann man auch schnell Sachen als negativ interpretieren. Wenn er noch zwei, dreimal erwähnt, dass er der Thronfolger... Ist er? Was? Ist er der Vater von Lukas Cordalis? Costa, Sohn, Enkel. Geht's? Alles gut? Naja, wenn er das noch drei, vier Mal erwähnt, dass er der Thronfolger ist, glaube ich, geht das den meisten auch ziemlich auf die Nerven. Das geht doch jetzt schon allen auf die Nerven. Fuck, jetzt wurde 100% dieses Meme von diesen Kindern, die um diesen Tisch stehen. Dschungelcamp, die große Entscheidung, wir diskutieren's. Ich sehe gerade. Ja, ich hab's gehört. Trini einfach so hat gerade die Marke Löwenmama eingetragen. In den Nizza-Klassifizierungen 16, 21 und 28, die Individualmarke in Deutschland, ist doch schon weg. Sorry, habe ich in der falschen Kategorie geguckt. Hier, guck, das hier sind wir. Dieses Meme. Ja. Das kenne ich gar nicht, aber das sind wir wirklich. Die reden doch über Fortnite. Fortnite ist actually overrated. Du musst das mal ganz kurz... Nee, hier, du hast doch deine eigene Kamera hier. Und ihr kennt das Meme. Ihr kennt das alle. Das hier Tool. Kinder. Ja, ich glaube, da sieht man nicht mehr so viel, dass sich das lohnt, das dunkler zu machen.
Super. Ach Gott, ich sehe nur einen Kratzer. Ja, super. Das funktioniert ja tipptopp. Naja, okay, gut. Wollen wir noch einen Themenvorschlag machen? Ja, ja, gern. Bitte. Mellos fängt an. Das ist ein Themenvorschlag von Territorium. Aha. Könnt ihr mal vormachen, wie ihr im Club tanzt? Und vielleicht machen wir das vor zu einem anderen Themenvorschlag, der ist heute ganz frisch auf unserer Webseite gekommen, von Bribri. Bribri hat heute Morgen um 10.12 Uhr, da bin ich gerade aufgestanden, tierischen Durchfall, hat Bribri Folgendes geschrieben. Jetzt lädt die E-Mail nicht. Na, haben wir's? Ich gehe mal auf unsere Webseite, auf rundfunk17.de, denn Bribri hat ein Lied gehört und hat bei diesem Lied, sagen wir mal, Assoziationen mit sogenannt meiner Musik gehabt. Ihr wisst ja, dass ich ein Künstler bin. Ja, Autor auch. Autor eines Lebensgefühls. Ich kenne mich mit den Mieten in München aus. Die TZ weiß nicht, ob ich auch persönliche Erfahrungen da hatte. Basti, wir beide haben behauptet von uns selbst, dass wir nicht viel Musik hören. Mhm. Du hast gesagt, du hörst eigentlich gar keine Musik. Ihr seid so merkwürdig. Hörst du viel Musik? Sehr viel. Egal, was ich mache. Was hörst du so? Musik. Costa Cordalis? Ja. Griechischer Wein? Die hört doch so Rock'n'Roll-Musik. Rock'n'Roll-Musik. So Elvis Presley und sowas. Nee. Doch, du hast doch Rainer Winkler-Musik. Ich höre Rainer Winkler-Musik. Ja, Rainer Winkler, klar, natürlich mit diesem Amon Amarth. Rainer Winkler hat so Sabadon, Metal, Alter, Sabadon. Das höre ich nicht. Und sowas. Ja, klar, du hörst diese ganze. Ich höre Post-Hardcore. Was? Post-Hardcore? Post-Hardcore? Weil gerade die gestreikt haben. Also heute nicht gehört, gestern auch nicht gehört, aber sonst meistens. Okay. Was also, ist Post-Hardcore? Ich kenne Post Malone. Soll ich einen Vortrag halten? Mhm. Du bist die ganze Zeit hier im öffentlichen Internet mit Krümeln im Gesicht. Ich habe auch Chips gegessen. Wer krümelt sich da nicht ein? Das ist doch relatable. Hast du noch einen Chip hier? Nee. Also Bribri hat geschrieben. What? Achtung. Das war nicht drauf, ihr habt mich gehauen. Ihr habt beide vorgegeben, keine Musik zu hören. Aber das ist eine Lüge. Anredos Stimme ist eindeutig in Roy Bianco und die Abbrunzanti-Boys Brenner-Autobahn zu hören. Der Almanredo schreit ohne Zweifel wie immer andere schlechtere Autofahrer aus seinem Raumschiff von oben herab an. Noch offensichtlicher kann es gar nicht werden. Ich bitte um Statement LG Brigitte. Was redest du? Ich würde dieses Lied gerne einmal anspielen. Das ist wirklich ein Übertraum gerade. Das ist wirklich ein Übertraum. Hältst du das jetzt ins Mikrofon rein? Ich würde es hier dran halten. Es geht um das Lied Die Brenner-Autobahn und die Stelle 326. Und ich möchte gerne wissen, ob das klingt wie ich oder nicht. Ich habe es mir noch nicht angehört. Ich bin hier bei Spotify 326. Jetzt hören wir mal rein. Ja. Das bist du. Nein, ich finde mittendrin nicht. Ganz am Anfang ja und zum Ende hin auch wieder. Aber dieser Zwischenteil, der so ein bisschen klang, der nicht. Ja, man muss auch sagen, du klingst nicht, als hättest du eine E-Gitarre in der Hand. Ne? Das ist ja auch der Unterschied. Aber grundlegend finde ich, das klingt schon sehr nach dir. Nach so einem klassischen Anredo-Sing-Sang. Sing mal sowas. Ich weiß nicht, was hat er gesungen? Doktor, oder sing mal diesen Farmhouse-Song. Nee, das singe ich nicht. Das ist bei der GEMA wieder raus. Du bist meine Farmaus à la Playa. Sag das mal. Ich sag das nicht, aber doch, dieses sag Lied, das doch einmal. Du bist meine Farmaus à la Playa. Na, sing das doch mal ganz nett. Komm ist schon. Dein Song. Die Leute freuen aber sich der Song doch, ist wenn ja, mal hier einen Song performen. Ich hab schon hier live im Fernsehen. Der Song ist ja raus bei der GEMA. Jetzt sing das doch einmal. Die ja, Leute freuen sich. Weil mein Label schreibt doch mal bitte, ob ihr den Jungen jetzt mal echt singen hören wollt oder nicht. Ja, jetzt nicht mehr. Ich manifestiere hiermit den Sieg für Jolina, schreiben Leute. Weshalb ich das Lied gespielt habe, ist der Themenvorschlag, der letzte Themenvorschlag, den ich gerne noch hier angehen würde. Hört ihr zu? Seid ihr noch alle? Ja, Moment, ich die drei Kinder ich auf der Couch. Gesehen, den wollte ich mir Fortnite, ist es actually overrated oder nicht, gell? Also, ich werde dieses Lied gleich einspielen und ihr müsst folgenden für heute letzten Themenvorschlag angehen. Den von Territorium. Könnt ihr mal vormachen, wie ihr im Club tanzt? Und ich würde sagen, ich mach die ganze Zeit so eigentlich, Ladies ne? first. Du kannst nee, wir können zusammen machen, finde ich. Also, wenn wir zusammen machen, finde ich es schön. Wollen wir uns auf das Sofa stellen? Zu dritt. Ja, auf das Sofa. Okay, dann mache ich dieses Lied, zu dem ich sehe nichts mehr. Warte ganz kurz. Ich mein neues Lied, die Brenner-Autobahn. Aussieht, okay. Das hier. So. Aber warte, ich brauche auch, ich habe immer grundsätzlich ein Getränk ich auch in der Hand. Ich habe ein Getränk um mein Handy. Oh Gott, ich sehe aus wie ein Perverser.
Vorsicht mit der Hose. Das ist unfair hier mit dem Kopf. Du, man muss deinen Kopf schon sehen. Hallo? Also, ich sehe aus wie einer von Daft Punk. Hammer. Das ist ja der Burner, Robert. Der Burner. Okay, also wie tanzen wir im Club zur sogenannten Brenner-Autobahn? Ich tanze, pass auf, ich mache sie. Glaub so nicht. Wie verschränkt man die Arme hier? Wollen wir eine rauchen gehen. Also ungefähr so würde ich das machen, denke ich. Das ist für mich auch die Brennerautobahn. Eine rauchen gehen. Ich brauche eigentlich freie Arme, um hier die... Was ist das wieder für eine Perspektive? Furchtbar. Immer auf meinen Schritt. Es wird immer sehr prominent auf meinen Schritt gefilmt. Ich finde das so problematisch von der Regie. Ich kann ja echt nicht tanzen gehen ohne mein Handy und ohne ein Getränk in der Hand. Ne? Das heißt, du brauchst beide Hände. Ich brauche immer einen Anker. Nur, dass wenn du im Zweifel... Ja, genau, weil es gibt ja immer... Du kannst ja immer unterschiedlich agieren. Der eine Anker ist zum Trinken. Das erlöst dich erstmal von Anker sehr, sehr vielen. Um irgendwas in der Hand zu haben. Genau. Ich habe da teilweise auch stundenlang eine leere Bierflasche in der Hand. Genau, richtig. Als würde ich zum Altglas-Container gehen. Ja. Damit ich einfach das total stressig. Ich habe am liebsten meine doch Hände keiner. Frei. Ja, genau, aber, was? Nein. Ja, aber und du musst öfter ans Handy gehen, um nicht zu tanzen. Der Trick ist ja beim Tanzen möglichst wenig zu tanzen. Verkaufen. Ich muss aber sagen, wenn ich jetzt wirklich im Club bin, nicht in so einer komischen Situation wie auf dieser Couch das hier ist nicht aber ich bin eigentlich schon... Das ist ein Club. Was soll denn das eigentlich? Ich bin schon eine Tanzmaus. Tanz mal so einen krassen Move. Mach mal den Move, den du... Keine krassesten, Ahnung. Den du kannst. Mach mal so Moves, sag mal so cool, wie du kannst. Ich kann ja keine krassen Moves und ich kann auch nicht gut tanzen. So, aber ich tanze sehr gern. So, auch im Club. Ich tanze wirklich super gern. Da habe ich am liebsten die Hände frei, am liebsten auch keine Tasche an mir dran. Tanz mal so einen krassen. Nein. Oh Gott. Oh oh. Ich bin im YouTube-Chat. Ich bin im YouTube-Chat. Und? Da passiert nichts. Was gibt's da? Die twittern da nicht. Kann Basti bitte wieder Twitch-Streams machen? Ich glaube, es geht hier am Ende zu, seit 2,5 Stunden. Jetzt ist aber wirklich gut, Freunde. Das haben wir jetzt nochmal ganz, ganz toll getanzt. Was sagen wir jetzt heute? Wer fliegt raus? Wir machen jetzt mal ein paar Predictions. Wer fliegt heute raus? Welche Frauen gibt es noch? Es wird eine Frau sein oder Cosimo? Ich sag Claudia. Ich sag Cecilia oder Cosimo. Ich sag Julina oder Cecilia. Wenn Julina heute fliegt, müsst ihr das Essen bezahlen. Ich setz mich fest auf Cecilia. Wenn Julina, wollen wir sagen, wenn Julina heute fliegt, bezahlt ihr das Essen. Okay. Weil ich mache sonst ein Minus. So, das ist doch, das ist doch Geschäftsessen. Wird das von Steuern abgesetzt? Das wird Geschäftsessen, Freunde. Das ist ein Geschäft hier, was ihr gerade gemacht habt. Aber das ist doch wirklich, also Entschuldigung, das können wir wirklich noch nie weit was bewiesen. Ich hätte euch jetzt ansonsten eingeladen, weil wenn Julina fliegt, mache ich 100 Euro Minus. Hab ich zerstört, Freunde. Okay, ich setze mich jetzt fest. Mhm. Claudia. Aber nur, weil ich hoffe. Du sagst, Claudia fliegt. Cecilia. Aufs ich Gesicht. Hoffe es einfach nur. Aber okay. Es könnte auch Jolina sein. Und wer gewinnt? Eine Person, die ganz gewinnt. Ganz am Ende. Jamila. Jamila. Lukas Cordalis. Langweilig. Also ich kriege ja Geld, wenn Jolina gewinnt. Ich hoffe es. Mhm. Aber ich sehe gerade Puppies. Ich sehe leider den Langweiler, der ganz okay ist, aber halt langweilig. Puppies. Danke, wir werden Deutschland. Sehen. Danke, Deutschland. So, das war's mit Rundfunk 17. 251 Jahre. Immer gut, mit vollem Mund hier zu reden. Einfach ganz fantastisch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Sag mal, was ist denn das für ein Ende? Leute, wir haben 250 sicher. Jahre Rundfunk 17. Es war mal wieder ein toller Livestream. Seit 2 Jahren. Wahnsinn. Ich bin gar nicht so besoffen wie sonst, aber ich glaube, wir sind... Aber das, wir haben noch eine Stunde jetzt, bis Dschungel losgeht. Das holen wir noch ehrlich, auf. Ich glaube, das merkt man, wir sind, glaube ich, ein bisschen älter geworden. Wir sind erwachsen geworden. Du bist ja jetzt schon 34 Jahre alt. Das letzte Mal wurde jetzt schon Mayo und irgendwelche... Fußsoße gefressen. Ja, das muss man schon sagen. Und heute ist es so... Sehr gesittet, finde ich. Ich finde auch, wir werden erwachsen. Der Livestream war der nicht vor Mallorca? Das war ja, der oder hast du eine Fußmaske gemacht im Internet? Mhm. Jetzt sind wir erwachsener geworden und wir sind jetzt auf jeden Fall in Teilen seriöser. Und deshalb sind wir auch nicht mehr ganz so besoffen. Mayonnaise ist immer noch mit dabei, klar. Aber ich glaube, das war jetzt auch eine schöne Sache, passend zum Dschungelcamp. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Basti tanzt im Club, heißt du auch Andrea? Ich frage ja immer nur nach dem Rauchen im Club. Wenn ich im Club bin, dann tanze ich ja manchmal so. Eigentlich, hey. Und da lernt man Leute kennen, wenn man den hier macht.
Ja, genau. Heißt du auch Andreas, weil wir eine rauchen? Ja, genau, es kommt gut an. In meinem Namen haben wir wirklich erschreckend viele kennengelernt. Ja. Viele Andis. Ja, ganz viele. Viel zu viele. Muss auch mal sein. Ja. Das war's mit Rundfunk 17 für heute. Am Montag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge, in Klammern diese hier vermutlich. Wir brauchen auch erstmal eine Pause hiervon. Ansonsten Montag, 18 Uhr. Genau, das auf ist Patreon, denkt dran, auf Patreon könnt ihr auf jeden den Fall Soundcheck. Den Soundcheck hiervon hören. Das ist auch sehr ulkig gewesen am Ende des Tages. Wir haben live Instagram-Stories auch aufgenommen. Da wart ihr mit dabei, wie viele Takes. Vor der Eckbadewanne heute. Genau, vor der Eckbadewanne. Wir haben alles durchgezogen. Das war ganz, ganz fantastisch. Und sonst könnt ihr was auch... Was kann man noch machen, um uns zu supporten? Merchandise kaufen. Was für Merchandise? Wo findet man das? Shop.rundfunk17.de. Sehr gut. Und ihr könnt eine Bewertung schreiben bei Apple Podcasts. Oh, da kommt es mir schon hoch. Ist das schon auf dem Tisch hier. Da hat der liebe Steffen letzte Woche Dienstag geschrieben, alles Gute zu 250 Folgen. Cool, danke. Vegan-Emoji. Unwiderstehlich, jetzt wieder in Farbe und bunt. Ihr könnt auch 5 Sterne geben, dann schauen wir nächste Woche mal wieder rein. Herzlichen Dank, dass ihr den Samstagabend mit uns verbracht habt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir trinken jetzt weiter. Wir lesen uns bei Twitter um 22.15 Uhr zum Duschgel-Camp. Da sind wir auf jeden Fall heute dabei. Ich bleib hier ganz entspannt und sitze hier. Ich tue hier sitzen bleiben. Die Lichter machen wir noch heller und dann machen wir uns einen ganz entspannten Abend. Dann machen wir so ein Porno an. Okay. Okay. Ja, vielen Dank. Danke sehr. Und das letzte Wort. Run the World Girls, das letzte Wort, das gilt dir. Tschüss. Das war's für heute mit Rundfunk 17. Neue Folgen gibt's immer montags um 18 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt.